Great Rebellion, Leute. Forscher schlagen Alarm. Rechtsextreme kapern Computerspiele. Na, was ist denn da los? Rechtsextreme haben offenbar eine neue digitale Spielwiese für sich entdeckt. Computerspiele. Forscher vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Natürlich, natürlich. In Jena analysieren, wie mit den Games rechtsradikale Politik gemacht wird. Jüngster Fall, ein im Februar erschienenes Ballerspiel aus Kreisen der ultrarechten identitären Bewegung. Schleswig-Holsteins Schulministerin und CDU-Vize Karin Prien, 58, fucking Boomer, meint, rechtsextreme oder islamistische Inhalte in Online-Games sind leider keine Seltenheit. Solche Spiele können ohne große Studios so programmiert werden, dass sie Jugendliche anziehen und sich unter Jugendlichen verbreiten. Das wissen auch die, die das extremistische Gift in die Köpfe unserer Kinder und Jugendlichen pumpen wollten. Ja, ja, Frau Karin Prien sieht so aus wie eine Frau, die weiß, wie man Spaß hat. Wer würde ihr Urteil in dieser Sache anzweifeln wollen? Die Ministerin appelliert, ich kann nur allen Eltern sagen, informieren Sie sich, sprechen Sie Ihre Kinder auf deren Medienkonsum an und schreiten Sie ein, wenn Sie extremistische Inhalte auf den Smartphones und Tablets Ihrer Kinder sehen. Ja, nun, und genau dafür bin ich hier. Weg von der Kälte der Schulhöfe hin zur Wärme der Bildschirme, wo ich euch warnen will, euer Geld nicht für woke Mainstream-Produkte rauszuhauen, die euren Verstand und den eurer Kinder vergiften, sondern stattdessen dem Jump-and-Run-Adventure Great Rebellion. Nein, 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 nein! Sondern stattdessen dem Sprung- und Laufabenteuer Große Rebellion eine Chance zu geben. Great Rebellion, das Computerspiel für alle, die wissen, wo der Feind steht. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von Betreuten Kacken. Heute haben wir einen ganz besonderen Sponsor, die waren auch gerade schon in der Honigwabe, Cult Games. Die Leute, die vor ein paar Jahren, 2020, schon Heimat Defender gemacht haben. Das rechte Computerspiel, was damals die Medien in Atem gehalten hat, plus den Verfassungsschutz und noch diverse andere Staatsorgane, ist dann indiziert worden. War eigentlich halt ein ganz harmloses Ding, wo man irgendwelche Drohnen abknallt und halt NPCs und so weiter, ne, in 2D, halt so ein Jump-and-Run-Spiel. Ja, und jetzt haben sie eine große Schippe nochmal draufgelegt mit dem zweiten Teil. Für den haben sie ja auch einige Jahre gebraucht. The Great Rebellion, der ist jetzt rausgekommen. Könnt ihr hoffentlich, wenn das hier hochkommt, immer noch auf Steam bekommen. Wer weiß, ne, wie schnell die das sperren. Die sind eigentlich sogar noch etwas vorsichtiger gewesen in diesem Spiel. Diesmal kann man nicht mal mehr die Drohnen abknallen im Sinne von töten, sondern die Drohnen gehen dann kaputt und aus denen kommen dann befreite Menschen quasi heraus. Aber dennoch hat natürlich stark politische Anklänge, das Ganze. Wir sehen hier schon die Artworks im Hintergrund. Man kämpft da gegen Drag Queen, Story, Hour und so weiter und so fort. Ne? Im ersten Level, das ich schon angezockt habe, kämpft man unter anderem gegen Phaser, was ziemlich herausfordernd für mich war. Also ich habe das auf Fortgeschrittener gespielt und ich kam wirklich an den Rand meiner Fähigkeiten. Ja, jetzt draußen würde ich auf jeden Fall unterstützen, selbst wenn man, keine Ahnung, jetzt nicht der große 2D-Spielspieler ist oder so. Einfach nur, weil wir haben ja gesehen, wie die sich einscheißen, ne? Und das zu Recht. Rechte Kunst, rechte Popkultur gibt es kaum und kann denen halt ordentlich wehtun. Ne? Die sehen da ordentlich ihre Fälle wegschwimmen. Insofern, wenn wir das wieder pushen zu einem Punkt, an dem es eine Haushaltnahme wird, dann wäre das eine gute Sache. Ja, wie viel kostet das Spiel denn? Kostet auf Steam, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht draußen, aber wird dann 20 Euro kosten. Und auf ihrer Seite, The Great oder Great-Rebellion.com, kostet es dann 17 Euro. Die kriegen davon dann einen größeren Cut, aber auf Steam hat es wiederum den Vorteil, dass man sie auf der Seite pusht und da wird das noch mehr Leuten angezeigt. Klar. Ja. Und es geht ja auch darum, das Ganze bekannt zu machen. Ne? Ist ja quasi auch ein Idealismusprojekt für die. Ja, ja, also ich fand's lustig. Ich fand auch schon die Beschreibung lustig, dass du mit Phaser so deine Schwierigkeiten hast. Ja, Phaser zeigt mehr Zähne, als man gedacht hätte. Ja, wir unterstützen natürlich. Ich könnte mir tatsächlich auch nochmal überlegen, das zu spielen. Ich habe immer in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Man hat ja auch so wenig Zeit immer, aber wie nennt man das? Arcade-Game? Jump and Run? Ich weiß nicht, wie nennt man jetzt als Fachterminus so ein Spiel? Die haben da irgendeinen
Wort für, ich glaube, Roguelite irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es ein Jump-and-Run-Spiel nennen. Vielleicht auch noch bemerkenswert, die Level generieren sich jedes Mal individuell. Also du spielst nie zweimal denselben Level, selbst wenn du noch mal das ganze Spiel durchzockst. Und wenn du stirbst, etc. Die generieren immer etwas unterschiedlich, aber der Schweregrad erhöht sich natürlich sukzessiv während dem Spiel. Individuell, der große Liberalismus. Na gut, das sieht auf jeden Fall es sieht richtig nett aus. Es sieht auch richtig nett gezeichnet aus. Also, wie viele sind daran beteiligt, dass das so eine Independent-Firma so hinbekommt? Es gibt einen Haupttyp und ich glaube so 9, 10 weitere, so um den Dreh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben auch noch Größeres in der Zukunft vor, was natürlich auch von dem Erfolg von diesem Spiel abhängt, ne? Also 3D-Spiele, so richtig Spiele, die sich messen können vom Äußeren her mit den AAA-Produktionen. Aber sind natürlich gerade noch am Anfang ihrer Entwicklung als Spielefirma. Alles klar. Ich würde sagen, auf jeden Fall sieht nett aus. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass das nicht ein ganz normales kommerzielles Spiel ist in dieser Kategorie von Jump and Run. Anhand der Optik, wie es aufgemacht ist. Also das sieht für mich, hat kommerziellen Standard. Damit kommen wir dann zum heutigen Thema. Zwei Videos heute, einmal MDR Investigativ, das haben sich alle und ihre Mutter gewünscht. Wir waren in der AfD, wir sehen Franzi wieder, wir sehen Meuthen wieder, wir sehen einen Haufen Leute wieder. Wird sehr spannend, im Endeffekt die Verräter-Doku, wenn man mal Nahtenframe bedienen will. Feindzeugen beim MDR, ja. Ja, die werden da alle auf die Kacke hauen, im Sinne von, lieber Mainstream, bitte nimm mich zurück, bitte lass mich noch ein schönes Buch verkaufen oder so, bitte gib mir noch ein Stück Kuchen im Falle von Franzi, das wird auch optisch sehr, sehr interessant. Ja, und dann vom ZDF, weil diese Demos vermutlich nicht für immer andauern werden, nehmen wir uns das jetzt auch mal in einem Kacken vor. Was ihr über die Demos gegen Rechtsextremismus wissen solltet, wir sind sehr gespannt, was wir darüber wissen sollten und schauen einfach mal rein ins MDR-Ding. Also die Musik suggeriert mir, das sind die Guten. Auf deren Seite soll ich stehen. Ich würde auf gar keinen Fall in eine Partei eintreten, heute die, wie die AfD ist, wie sie jetzt heute ist. Da würde ich gar keinen Gedanken drüber verschwenden. Ich war nie einer von den wirklich Bösen. Die waren damals noch nicht so. Mein Name ist André Jorulmaz. Ich bin 2015 aus der AfD ausgetreten. Ja, das ist ja noch ein liberal-konservativer der allerfrühesten Stufe. Meine Güte, 2015 ausgetreten. Ich meine, kann er sich überhaupt noch erinnern? Der war, was weiß ich, 20 Monate dann in der Partei. Die ist erst 2013 gegründet worden. Wenn das hier eine Doku wäre über eine Todessekte, die ihren Lebtag damit verbringt, kleine Kätzchen zu foltern, aufzufressen und sich dann gegenseitig in den Mund zu schießen, dann würde man schon sagen bei der Aufmachung, oh, das ist dick aufgetragen. Ich bin Franziska Schreiber. Ich war von 2013 bis 2017 in der AfD. Nicola Budagi. Ich sah damals den kennen wir doch. Anders aus. Den kennen wir doch. Den haben wir doch schon beim Unbubble-Ding gesehen, oder? Das haben wir auch was rausgemacht. Der stimmt. Hat sich doch mit diesem Antifa-Typen da ein Gespräch geliefert. Ja, stimmt. Hat da lustigerweise dann die Franzi Schreiber-Perspektive auf Patriotismus geliefert, von wegen, wir können doch stolz drauf sein, dass in Deutschland die Regenbogenfahne weht. Ja. Ich bin im Jahr 2020 ausgetreten. Mein Name ist Marco Schild. Ich bin 28 Jahre alt, bin mit 22 Jahren in die Partei eingetreten und im Juli 21 bin ich ausgetreten. Mein Name ist Alexander Leschik. Ich war bis zu meinem Austritt im Frühjahr 2021 aktives Mitglied und über viele Jahre hinweg auch Funktionär in der AfD. Und wieso müssen wir es jetzt alles hier mit Lego nochmal nachstellen? Was ist der Zweck davon? Mein Name ist Jörg Meuthen. Ich bin ausgetreten, weil es nicht mehr ging. Das Lustige ist ja, die wollen damit ja sozusagen suggerieren, dass man die AfD nicht antreten sollte und dass es eine ganz böse, radikalisierte Partei ist. Aber aus unserer Sicht ist es ja
ein gutes Zeichen, dass diese Leute raus sind und dass die Partei sich in die Richtung entwickelt hat, denn nur so kann sich ja irgendwas bewegen. Ne? Das ist ja eigentlich ein Ehrenabzeichen aus unserer Sicht, dass es so weit gekommen ist. Es ist auch ein Zerrbild in die Richtung, dass sie eine sukzessive Entwicklung in Richtung von immer rechter, immer rechter, immer rechter, vor allem dann nochmal gesteigert eigentlich seit Corona, seit 2020 oder so andeuten, die es so einfach nicht gab. Ne? Es gab sicherlich eine Desillusionierung der Liberal-Konservativen, die im Endeffekt einfach eine zweite CDU haben wollen, à la Meuthen, die dann irgendwann Tschüss gesagt haben. Ne? Aber es gab nicht eine immer weiter Reinsteigerung in irgendeinen Wahn. Ich würde sagen, die AfD von vor 2 Jahren ist ungefähr genauso wie die AfD heute. Ja, was nicht passiert ist, ist eben halt die Leute wie Höcke und sowas, die haben halt irgendwann nicht gesagt, nee, wir meinen es eben schon ernst. Also wir lassen uns jetzt auch über die längere Zeit nicht immer weiter weichklopfen. Wir bleiben auf diesen Punkten einfach stehen. Ja. Diese Punkte, Remigration und das Ganze, und dass Deutschland ein nationalbewusster Staat sein sollte, das ist nicht Verhandlungsmasse. Und das ist eigentlich das Problem. Irgendwie alle haben damit gerechnet, diese Elemente haben damit nämlich mal angerechnet, dass die Partei halt diesen Verweichlichungsprozess durchmacht, der ja sonst auch alle anderen Parteien betroffen hat. Und diese rechteren Elemente in der Partei haben das eben nicht gemacht. Die sind jetzt, wie gesagt, wie du schon sagtest, nicht viel radikaler geworden, haben sich nicht immer in noch radikaleren Auftritten ergeben, aber die haben auch nicht klein beigegeben. Ein Meuthen hatte damals ja augenscheinlich den Plan, einfach sich anzufreunden oder auf jeden Fall Frieden zu schließen mit dem Establishment. Ne? Deswegen saß er mal und mal in irgendwelchen Talkshows, in denen er dann auch umgarnt wurde als der eine, der doch nicht so böse ist. Und was ist denn jetzt mit Hinz und Kunz? Was ist mit Höcke? Was ist mit, keine Ahnung, Kalbitz? Was ist mit irgendwem aus dem Flügel? Und dann Distanzierung, Distanzierung, Distanzierung. Ja, die sind alle böse, aber wir sind nicht alle so. Ne? Im Endeffekt halt den Frame stärken von, ganz gefährliche Leute da, geht in eine ganz üble Richtung langsam. Und so hatten halt beide etwas davon. Ein Meuthen hat es, glaube ich, genossen, sich da profilieren zu können, als der nicht ganz so böse und vor allem halt richtig, richtig Publicity zu kriegen in diesen Sendungen. Und die Medien hatten ihn halt als, wie gesagt, Feindzeugen, ne, mit den Worten Höckes, als denjenigen, der quasi bestätigt, dass da diese ganz gefährlichen Elemente im Lager sind. Ja, und diese Sparte von Leuten, die eigentlich halt alles rausekeln wollten, was nicht liberal-konservativ in Richtung von, von mir aus kann sogar Migration auf sein, zu einem gewissen Grad. Ne? Hauptsache ist, dass die Medien uns nicht kaputt machen, dass die nicht gewonnen haben. Damit waren sie irgendwann desillusioniert, dann sind sie raus und jetzt ist die AfD auf einem stabilen Kurs. Ja, das weiß ich noch nicht, aber zumindest hat sie mal diese Prüfung bestanden. Wie sich die Zukunft entwickelt, das gucken wir mal, aber das war kein schlechtes Zeichen, sagen wir so, ja. 1000 Jahre Deutschland! Wenn wir kommen! Dann wird aufgeräumt! Dann wird aufgemistet! Ich hatte auch die Eigeneinsicht, dass es ein bisschen rechtfertigungsbedürftig natürlich ist. Man muss erklären, wie das passieren konnte. Na, das okay, der Elefant im Raum sitzt gerade vor uns. Alter, Franzi hat abgebaut. Also, das ist jetzt keine gute Werbung für einen Philosophiewandel hin zu, was sie dann auf Twitch sagte. Sie hatte ja auch kurz eine Twitch-Staffel, ne, wo sie unter anderem mit Lisa Lizenzi ja dann da gestreamt hat und so. Sie sagte damals, genau. Hab ich gar nicht mitbekommen. Sie sagte damals, die Realität hat leider einen linken Bias. Also auch ein weltanschaulicher Wechsel, nicht wie ein Meuthen hinzu wahrscheinlich immer noch, ja, die sind alle zu radikal und wir müssen ja moderater machen, die Linken mag ich auch nicht, sondern hinzu, ich werde jetzt links, tut in der Regel nicht gut. Ne? Es gibt sogar ein Wort dafür, halt Reikifizierung. Es ist halt auch nicht wahr. Die Realität hat einen rechten Bias, die Macht hat einen linken Bias. Das, also ich sehe jetzt schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, dass die Linken tatsächlich auf einem Thema gepocht haben, wo sie wirklich, wirklich überzeugend allumfänglich richtig liegen und der Mainstream, gegen den sie dann angeblich angekämpft haben, nicht. Also das ist doch schon, wann war das letzte Mal? Am Anfang des Jahrhunderts oder sonst irgendwas? Möglicherweise. Und selbst dann kann man sich ja fragen, wo sie da wirklich thematisch richtig gelegen haben. Aber bei welchem Thema, großem Streitthema unserer Zeit, liegen diese Leute informiert richtig? Dass man so lange Teil einer Organisation bleibt, in der andauernd und anhaltend irgendwelche Skandale aufkommen und ja nicht aus Jux und Dallerei, ne? nicht aus Versehen, sondern ganz gezielte. Ja, da würde ich zustimmen, ganz gezielt, in der Regel. Ne? Der neueste Skandal war, dass man
sich getroffen hat, Politiker der zweiten Reihe, mit übrigens einer noch größeren Zahl von CDU-Politikern aus der zweiten Reihe, mit einem Aktivisten aus Österreich, den wir alle gut davon kennen, dass er versucht hat, mit einer Zahnbürste nach Deutschland einzureisen gerade, der da erzählt hat, was er so in seinem neuen Buch schreibt, im Gro halt massenhafte Abschiebungen und wie kann man Anreize schaffen, dass Leute wie ein Islam L.M., der gerade wegen einer Gruppenvergewaltigung vor Gericht steht und dort einen Dolmetscher braucht, einen Arabisch-Dolmetscher, der noch deutscher Staatsbürger ist, auch außer Landes gehen könnte. Das ist der neue große Skandal, der ja zusammenfassbar ist in dem Wort Deportation. Wir nennen das jetzt Deportation und deswegen ist das böse. Die Skandale werden erschaffen, die Skandale werden durch Druck auf den Kessel, Druck auf Einzelpersonen erzeugt. Ich meine, du wärst dafür ein gutes Beispiel. Und auf alles, was Skandalträchtiges passiert, wird ein riesen Scheinwerfer gerichtet. Anders als, sagen wir, ja, bei den Grünen, bei der Linkspartei. Wie viel habt ihr davon gehört, dass auf der Strategiekonferenz der Linkspartei vor ein paar Jahren gesagt wurde, die Reichen erschießen wir, daraufhin der Parteichef gesagt hat, nein, nein, wir führen die schon noch nützliche Arbeit zu, im Sinne von, wir sperren die ins Arbeitslager. Und ein anderer Typ gesagt hat, wir müssen weiter Staatsknete abgreifen aus dem Bundestag und der Bewegung auf der Straße zuspielen. Ja. Gemeint ist natürlich die Antifa, damit die Nazi langsam mal von der Straße weg spülen. Ne? Das wäre der größte Skandal in der AfD, den es jemals gegeben hätte, gäbe es solche Aufnahmen. In dem Fall weiß das niemand, weil darauf kein Scheinwerfer gerichtet ist. Ja. Was macht die eigentlich noch? Also hat das mit dem Twitch-Ding dann gehalten? Ja, wohl auch nicht, oder? Also nee, auch nee. Diese Lizenz ist ja irgendwie völlig von der Bildfläche verschwunden, soweit ich das sehe. Auch auf Twitter ist das nicht, ist sie aber weg. Auch. Ja, ist das aber auch nicht auch. Ich meine, symptomatisch, die hat ja viel angefangen und wenig durchgehalten irgendwie. Also sie ist bei der AfD gewesen, das hat auch nicht geklappt. Dann ist sie bei Funk gewesen, das hat nicht geklappt. Dann hat sie versucht, das Twitch-Karriere zu machen, das hat sie auch nicht gehalten. Also irgendwie was Substanzielles über die Dauer hinweg findet sie nicht. Sie hat doch was anderes gemacht, das hat auch nicht geklappt. Okay. Darf ich hier, glaube ich, nicht ansprechen, aber Wissende wissen. Menschenverachtende Aussagen getroffen werden. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus. Wer ist jetzt der Kameltreiber-Typ? Ist das irgendwer Wichtiges? Oder schneidet man da gerade irgendeinen, keine Ahnung, Typen bei einem bayerischen Volkstreffen der AfD zusammen mit der Chefin? Um halt ja, selbst wenn, man muss sich ja nicht ständig verharmlosen. Ich würde so eine Ansprache jetzt nicht machen, aber das ist auch, weil ich ein anderes Klientel bediene. Aber trotzdem, sowas darf existieren. Es ist halt, du kannst halt kein Volk haben, wenn du niemals irgendwo dem Volke nach dem Munde redest. Das machen die anderen auch. Die benutzen das nur auf andere Themen. Ich meine, war das nicht Steinmeier oder die ganzen anderen SPD-Heinis, die dann ständig von Ratten reden, wenn sie von der AfD sprechen? Das ist ja, wieso ist das anders? Klar, sagbar sollte das sein. Ne? Es ist halt nur von der Ästhetik her, auch vom Wahrheitsgehalt her. Ich meine, Kameltreiber sind das eher nicht. Das sind eher halt asoziale, urbane Wesen ja, aus der arabischen richtig, Welt. Ja, richtig, aber ne? Du redest da ja auch nicht mit der Parteielite. Du redest da mit irgendwelchen Leuten. Also Klar. Auch aus einer anderen Generation. Ich glaube auch nicht, dass wir zu denen so eine große Verbindung aufbauen könnten. Willst du das hören aus dem Mund von Chrupalla? Ich eher weniger. Also das ist okay, wenn das auf so einem Treffen da von irgendwem, der jetzt kein sonst wie hohes Amt innehat, gesagt wird. Aber ich will das nicht von der Führung hören, ehrlich gesagt. Ja, das kommt drauf an, wer das macht, natürlich. Der müsste da in dieser Klasse verhaftet sein, ja. Aber machen wir weiter. Ich glaube, dass ich viel zu lange ein bürgerliches Gesicht einer zunehmend enthemmten Partei war. Deshalb ist es mir aber auch ein Anliegen, diese Radikalisierung aufzuzeigen, sie offen zu thematisieren, eigene Fehler zu kontextualisieren und doch nachzuzeichnen, dass diese Partei, wie wir sie heute sehen, nicht immer so war. Ich habe gesündigt, ich bin ganz böse, aber nicht so ja. Böse, nicht zu böse. So böse, dass ich immer noch weiter hier von euch in Ruhe gelassen werde, okay? Da hätte ich auch schon keinen Bock drauf. Ich, vor dem
von dem Journalistengeschlecht dann meine Fehler eingestehen. Selbst wenn ich mal Fehler gemacht hätte, in der AfD-Eintreten wäre kein Fehler gewesen. Aber selbst wenn es dann irgendwie nachweisbar ist, ich hätte da trotzdem keinen Bock drauf, danach den Kotau zu machen vor diesen Leuten, die nichts anderes machen, den ganzen Tag als Dinge zu, also als Fehler zu begehen, als Dinge aus dem Kontext zu reißen, als offensichtliche Lügen zu erzählen und von denen dann zu kriechen, ja, ich hab's getan, ich bin so böse, mea culpa. Ey, könnt ihr doch vergessen. Das Problem dabei ist auch, also für dich dann aus egoistischer Sicht, dass du halt den Spagat machen musst, den wir gerade gesehen haben. Ne? Du kannst dich auch nicht als den absoluten Sünder zeichnen, sondern da muss irgendeine Ambivalenz immer gewesen sein. Denn die sind nicht wie die Christen drauf, dass sie halt auf so eine Saulus zum Paulus-Stories stehen, sondern es gibt Sünden, die vergeben die nicht. Ne? Das ist dann zu hart. Also du musst immer noch glaubhaft sagen, nee, ich war keiner von den Höcke-Leuten. So war ich nicht. Und das war damals alles noch gar nicht so. Ne? Wenn wir das gewusst hätten, aber gleichzeitig, ja, meine eigene Verantwortung. Du musst quasi beides machen, was noch ekelhafter ist. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mit einem Journalisten reden würde, ich habe keine Fehler gemacht. Und wenn ich Fehler gemacht habe, dann stehen sie immer noch turmhoch über euren größten Leistungen. So, und jetzt der Nächste. Radikalisierung passiert dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Wenn keine Hand mehr gereicht wird, wenn ein junger Mensch das Gefühl hat, er kommt nicht mehr raus und er ist so komplett verbrannt. Ja? Alles, was außerhalb des Milieus ist, ist unerreichbar. Dann haben sie ihn verloren. Und selbst das, wenn ich darüber nachdenke, du könntest dich aus der Politik zurückziehen ohne große Konsequenzen. Du kannst halt nur nicht den großen Verräter spielen, ohne dass du das böses Blut aufkommt. Wenn du jetzt sagst, ich muss mich aus privaten Gründen aus der Politik zurückziehen, das hat ernste Gründe, wer würde das nicht akzeptieren? Also einige, es gibt vielleicht ein bisschen Murren und einige finden das schade, aber du, was kriegst du da für negative Konsequenzen? Klar, ich meine, nenn mir mal jemanden, der irgendwas gegen Dion hat, der heute nichts mehr macht. Also wenn, dann wird halt mal leicht kritisiert, dass er den Kanal mit platt gemacht hat, beziehungsweise halt die Videos runtergenommen hat. Aber sich zurückziehen ist überhaupt kein Problem. Ich komme aus einem sehr einfachen Milieu. Also ich bin hier in Heiligenhaus, in dem Stadtviertel groß geworden, ein bisschen Straße weiter hoch, Sozialbau, dort mit meiner Mutter gelebt. Ich bin halb Italiener, komme aus einer italienischen Einwandererfamilie, habe also Einwanderungsgeschichte, wie man sagt. Und bin so multikulturell hier aufgewachsen auf dem Bolzplatz mit Türken, Kurden. Und was mich immer tierisch gestört hat, ist, dass die Deutschen nie zu ihrer Nation, zu ihrer Heimat, zu ihren Wurzeln stehen konnten. Ja, jetzt tun sie es und das hat sich aus der Partei vertrieben. Jetzt okay, hä? Ja, der Spagat wieder, ne? Das kann man dann nur auflösen, indem man halt den Stolz kanalisiert, in Stolz darauf, dass die Regenbogenflagge über dem Reichstag wiegt. Das ist etwas, wofür du Patriotismus empfinden darfst. Ja. Ja, ich habe als Jugendlich, als Kind schon, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich habe Verachtung für diese Schwäche empfunden. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin Italiener, weil es kam cooler an. Das ist ja eigentlich relativ basiert. Ich frage mich nur, was ist in seinem Kopf dann vorgegangen, dass er dann jetzt nicht diesen Gedankenprozess zu Ende geführt hat? Ich meine, bisher würden wir das ja so unterschreiben. Es ist aber auch etwas ironisch, ne? Er sieht die Schwäche der Deutschen, ist selber was Halbdeutsch, hat er gesagt, ne? Halbdeutsch und Italienisch, stämmig oder sowas, ja. Auf jeden Fall, als Halbdeutscher ist dann ironisch, diese Schwäche zu verachten und dann nicht zu sagen, ich mach's anders, ich bin Deutscher, ihr dummen Arschlöcher, ihr könnt mich mal, ne? Sondern dann auf den italienischen Hintergrund zu gehen, der auch dann halt noch besser ankommt, ne? Wo man nicht dann komisch angeguckt wird für. Wir haben im Prinzip immer gesagt, so was uns verbindet ist, wir wollen das Deutschland erhalten, in dem wir aufgewachsen sind. Wir wollen so dieses Deutschland, diese heile Welt, diese Freiheit, die wir Anfang der 2000er hatten. Ja, aber du bist doch in dem Deutschland aufgewachsen, das du verachtet hast, weil es so schwach ist. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Du musst doch sehen, dass das sich selbst widerlegende Hypothese ist, die du da versuchst durchzubringen. Ich meine, ich bin in einer heileren Welt aufgewachsen, als sie heute herrscht, aber sicher nicht in einer heilen. Ne? Ich denke aber, es wird durchaus ein Problem mit den Generationen, die gerade aufwachsen, dass die halt eigentlich gar kein positives Bild mehr haben oder auf jeden Fall nicht erlebt haben, zu dem sie dann ja zurück wollen können oder dass sie in Kontrast setzen können zu der Welt, in der wir jetzt leben.
Ja gut, aber ich will auch nicht in die heile Welt meiner Jugend zurück. Ich meine, ja sicher, die war auch heiler, da war jetzt auch nicht viel Schlimmes passiert. Das Problem ist, auch in meiner Teenagerzeit, auch in meiner Jugendzeit, war es schon sehr deutlich spürbar, dass dieses Land kein Herz hat, keine Seele, keinen Kern. Und so eine Nation kann nicht lange bestehen, wenn sie unter Druck gerät. Aber um überhaupt ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, in dem Sinne, vor allem halt gegen alle Drücke, musst du, glaube ich, es an irgendetwas kontrastieren können, was hier falsch läuft. Ne? Also ich glaube, es läuft sehr schwer, das nur aus sich selber herauszutun. Hatten, so das wollen wir bewahren. Wir wollen uns das nicht nehmen lassen, so, ne? Dieses Deutschland irgendwie. Das war so das, was uns geeint hat. Ja, ich bin sozialkonservativ. Ich bin der Auffassung, dass vor allem wir in Deutschland, wir, die wir in so einem reichen Land leben wie Deutschland, sicherstellen müssen, dass es den Menschen, die ganz unten stehen, dass es denen nicht schlecht geht. Ja. Und vor allem, dass es der Arbeiterklasse, dass die Menschen, die arbeiten gehen, dass sie ein würdevolles Leben führen können. Ja, und wir erleben jetzt derzeit, dass aus der linken Seite, von der linken Seite dort, wenig Anreize gesetzt werden. Also nochmal, bisher, ja, er hält sich natürlich ein bisschen zurück, aber bisher war ja nichts Falsches an irgendwas, von dem er gesagt hat. Und dann verstehe ich halt seinen Standpunkt nicht. Weil, was glaubt ihr denn, wie diese Dinge wieder ins Lot gebracht werden? Also, da werden ein paar radikale Mittel für nötig sein. Das kannst du nicht nur mit schönen Sonntagsreden und ein, zwei kleinen Reformchen durchbringen. Diese Verfehlungen, und die ihr ja offenbar sieht, brauchen schon eine radikale Partei, um wieder ins Lot gebracht zu werden. Ich würde ehrlich gesagt Opportunismus unterstellen. Also es trieft halt zwischen den Zeilen, und zwar dadurch, dass er sich hier so zurücknimmt. Ne? Es ist ja klar, was er sagen will. Er will sagen, ihr kackt auf die Kartoffeln, ihr kackt auch auf die Unterschichtskartoffeln. Ne? Und mir sind die Unterschichtskartoffeln wichtig. Kann er so nicht sagen, kann auch nicht annähernd so sagen. Er kann das nicht mal mehr in irgendeiner Form ethnisieren. Ne? Es wirkt halt wie eine Vorbereitung darauf, ins Establishment reinzugehen oder zumindest ja halt nicht mehr jeden Tag auf die Mütze bekommen zu wollen, als halt kompletter Dissident. Aber trotzdem noch politisch aktiv zu sein. Und der zweite Punkt ist halt, wieso sitzt er hier? Ne? Wieso sitzt er in dieser Doku als Zeuge gegen seine einstige Partei? Da bin ich sehr gespannt. Also da müsste etwas Stichhaltiges, sonst viel Stichhaltiges kommen, was ihn da schockiert hat, damit man das glaubhaft ihm abnehmen könnte. Dass es eben nicht darum geht, sich einfach zu profilieren. Ich habe von Kindesbeinen an immer einen sehr positiven Bezug mit auf den Weg gegeben bekommen, in Deutschland groß zu werden. Meine Eltern sind beide Mitte der 80er Jahre als Flüchtlinge als Teil der deutschen Minderheit im damals kommunistischen Polen nach Westdeutschland, nach Münster gekommen. Ich habe schon als kleines Kind die Geschichten mit auf den Weg bekommen, wie schwer es für Menschen im Kommunismus war, in diesem System, in dieser Unfreiheit groß zu werden, auch in dieser gewaltigen Armut, die aus dem Kommunismus hervorging. Also bis jetzt, das Ding ist, das Video ist ja fast vorbei, bis jetzt ging es nicht um die AfD. Ne? Also wir haben ja nichts gehört bisher. Ja. Das Video ist jetzt 6 Minuten von 10 vorbei und bis jetzt haben wir was über die Kommunisten in Polen gehört und über die Türken und Kurden, mit denen auf dem Fußballplatz in seiner Plattenbausiedlung gespielt hat, der andere. Das Erste, was mir bei dem Typ in den Kopf schießt, ist wahrscheinlich halt ein Biorechter, ne, jemand, der rechts sozialisiert wurde, der in seinem Naturell, von seinem Naturell her rechts ist und bei dem es dann auch eine gewisse Dissonanz ausgelöst hat, dass um zu diesen politischen Überzeugungen zu stehen, er sich gleichzeitig mit allen Autoritäten in diesem Staat anlegen muss. Ja. Ne? Und insofern ist er dann wieder zu den anderen braven Schäfchen rübergegangen, weil er halt keinen Bock hat in Streit mit den Autoritäten zu leben, denn Autorität ist ja gut, ne? Das quasi als rechter Urwert verinnerlicht. Wir müssen das ja auch, aber vorher nochmal generell festhalten, die haben hier 5 Leute eingeladen und haben nicht mehr als 10 Minuten Dokumentation zusammenbekommen. Ich meine, das spricht schon für sich, ne? Wäre da viel Substanz zu holen, viel Saftiges daraus zu machen, dann könnte das auch 1 Stunde Dokumentation sein. Also ich glaube, es gibt eine längere Version davon auf deren Seite. Wirklich? Also, ist das verlinkt? Aber auch dann würde man doch erwarten, dass die saftigsten Stücke hier mit dabei sind, oder? Also. Ja, stimmt. 90-minütiger Film in der ARD-Mediathek. Vielleicht müsst ihr uns den nochmal angucken.
Ich meine, hier geht es quasi nur darum, wie konnten diese doch gar nicht so bösen Menschen überhaupt jemals zu der Partei kommen? Möglichkeiten, die Deutschland Menschen eröffnet, das war für mich nie eine Selbstverständlichkeit. Das war ein Geschenk und ich wollte dieses Land, so wie wir es heute erleben, aber auch in seiner Vielfältigkeit, wie wir es in seiner Vielfältigkeit erleben, schützen, bewahren, aufrechterhalten. Mir ging es auch damals um die Vielfalt. Liebe Leute, die Vielfalt. Ihr mögt doch die Vielfalt, oder? Auch damals war ich für die Vielfalt. Ja, und die Vielfalt war so gefährdet hier, ne? Also, der hätte ja einfach nichts machen können, der hätte sich die Vielfalt vergrößert, ja. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater war damals einige Zeit lang im Betriebsrat unterwegs. Aus dem Elternhaus heraus habe ich meine politische Heimat damals mit 14 zunächst bei der Jugendorganisation der SPD vermutet. Dort aber relativ schnell nach dem Besuch einiger Stammtische gemerkt, dass die Unterschiede zwischen den Positionen der Jungsozialisten und meinem eigenen Weltbild in Fragen des Patriotismus und dem Bekenntnis zum Kapitalismus doch sehr stark divergieren. Und mir waren deshalb die Sympathie von Westdeutschen... Ich bin ein kapitalistisch orientierter Nationalist. Also ich dachte, die SPD, die ist die Partei für mich. Ja, ich meine, das ist dann so ein bisschen die unpolitische Boomer-Prägung von seinen Eltern, würde ich raten. Ne? Die haben halt immer SPD gewählt, waren aber halt eigentlich rechts drauf, ne? So wie heute noch viele, viele Leute. Und er ist halt einfach in ihre Fußstapfen getreten. Jugendlichen, die mit diesem System nie groß geworden sind, die familiär auch gar keine Bezüge zu diesem System in seiner tatsächlichen Ausprägung hatten, zum Kommunismus, das war mir sehr suspekt. Und das war auch einer der Gründe, weshalb ich diese Veranstaltung nicht mehr besucht hatte. Die AfD hat mir damals auf den ersten Stammtischen und Veranstaltungen das Gefühl vermittelt, dass dort eine junge Partei entsteht, in der man auch als einfaches Mitglied, als junger Mensch ohne viel Lebenserfahrung doch Anteil daran haben kann und nehmen kann, wie sich diese Partei entwickelt. Alter, die Aufmachung ist so, als wenn der Genozid, den sie in hysterischer Manier der AfD andichten, würde sie an die Macht kommen, schon passiert wäre in tausendfacher Ausführung. Ja, ne? Ja, das Alter, ist hier Hitler-Aufstieg des Bösen, ne? Ja, ja, also. Und in einer ausgegrauten, wie gesagt, der AfD-Filter, ne? Die haben einen Filter, der einfach standardmäßig draufkommt, wenn sie über die AfD reden. Die Aufbruchstimmung hier ist greifbar. Die halbe Nacht haben sie aufgebaut. Menschen, die noch nie politisch in Erscheinung traten, geben buchstäblich ihr letztes Hemd, um die Hoffnung auf eine neue Politik zu befeuern. Unsere Parlamentarier, meine Damen und Herren, sind verkommen zu Erfüllungsgehilfen. Und das nur deshalb, weil die Regierung behauptet, es gäbe zu ihrer Politik keine Alternative. Wir wollen der Regierung sagen, meine Damen und Herren, wir wollen ihr sagen, jetzt ist sie da, die Alternative für Deutschland. Ich bin in die Partei eingetreten. Ich war parteipolitisch nicht aktiv, aber aus einem sehr stark liberal geprägten Gedanken und der Sorge um die damalige Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Anti-Euro, aber nicht Anti-Europa. Darauf legen sie hier Wert beim... Anti-EU heißt nicht Anti-Europa, eher das Gegenteil ist der Fall. ...buhlen um die Unzufriedenen. Populär möchten sie sein, aber nicht populistisch. Und doch scheint es verführerisch, die Wähler mit vermeintlich einfachen Rezepten zu verführen. Ah, ja, 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 ja. Also, wie gesagt, populär, populistisch, diese ganzen Feindvokabeln, man muss das sein, was am Ende funktioniert. Man muss... Ja, das ist halt auch das dreckige Game der Politik, ne? Man muss natürlich mit gespaltener Zunge sprechen, weil Demokratie es ja schon unmöglich macht, alle Menschen anzusprechen. Man muss ja ein eigenes Narrativ für die Eliten haben, ein eigenes Narrativ für die allgemeine Bevölkerung, weil die halt unterschiedliche Interessen haben. Die Grundannahme der Demokratie, dass wir alle gleich sind, dass wir alle die gleichen Interessen und Möglichkeiten haben, ist ja schon falsch. Und deswegen kann man auch kein einheitlichen Narrativ verbreiten. Und das machen die auch die anderen Parteien genauso nicht. Nur da kommt nicht irgend so eine Presseschlange und kreidet es denen an. Ich halte die Aussage nicht für richtig. Die Unzufrieden treffen sich. Ich habe dann gleich ein Bild von jemandem, der seinen Beruf verloren hat, ja, nicht gepflegt ist, irgendwo in der Ecke sitzt mit seinem Bierkrug und sagt, ich bin unzufriedener. Das ist ja das Bild, das die Medien stilisieren. Aber die Unzufriedenen war eine unheimlich gemischte Gruppe. Von Unternehmern über Leuten, die sich für die Umwelt einsetzen wollten, über Leute, die einfach mal gucken wollten, noch gar nicht politisch aktiv waren. Ja, sehr gemischt. Und mein erster Eindruck war, dass diese ganze Gruppe sich noch finden muss und noch gar nicht weiß, in welche Richtung es geht.
In der Öffentlichkeit war ja schon so das Bild von der Partei eigentlich schon sehr früh, die ist ausländerfeindlich und sie ist homophob. Haben Sie sowas Homophobes in der Partei selbst erlebt? Tatsächlich nicht. Was ist dann der Punkt, Leute? Was ist der fucking Punkt? Warum gucken wir das gerade? Was wollt ihr uns hier mitteilen? Es ist ja, also es ist wie der Anfang zu einer Doku, die nachher dann darin mündet, wie, keine Ahnung, 15 Millionen Menschen von dieser Partei umgebracht werden, über die wir gerade reden. Und jeder weiß eigentlich schon, was für eine bestialische Veranstaltung das alles war. Ne? Das muss man gar nicht mehr belegen oder so. Und am Anfang wollen wir nur einfach mal begreifen, wie Leute auf die Idee kommen konnten, da reinzugehen. Viele Freunde mich auch gefragt und wir waren 4 gute Freunde, die eingetreten sind damals in die Partei, 3 davon homosexuell. Und niemand von uns ist eingetreten, weil wir gesagt haben, wir gehen in eine homophobe Partei. Das macht ja gar keinen Sinn. Eine große Kritik, die ich sehe, ist, dass homosexuelle Menschen oft per se in das linke Spektrum gepackt werden. Das ist auch eine Form eigentlich, finde ich, der Diskriminierung. Denn man lustigerweise machst du jetzt aus Linken. Ne? Du benutzt jetzt lustigerweise die Art und Weise, wie sie instrumentalisiert werden im linken Gefüge. Sie sind eine Opfergruppe. Sie sind eine Schutzschildgruppe, die man vor die eigene Ideologie stellen kann und gleichzeitig als Klientelgruppe mit dieser immer weitere Macht in der Gesellschaft erobern kann. Ne? Sie sind eine Gruppe, auf deren Bedürfnisse, auf deren Interessen man sich immer berufen kann und dann darf niemand mehr Nein zu dem sagen, was man da fordert. Und genau das benutzt du jetzt auch, indem du sagst, ja nee, die Linken, die erweisen ihnen da einen Bärendienst. Ja okay, also was die Linken wollen, ist schlecht für Schwule, also ist es schlecht. Ne? Der Punkt ist, die linke Ideologie hat sie stilisiert zu einer Gruppe, gegen die man nichts mehr sagen darf und dessen bedienst du dich gerade. Ja, ich gehe davon aus, er ist ja homosexuell, dann nehme ich mal an. Also, das wird ja schon insinuiert hier. Ja, macht er sich mal der Gedanken darüber, dass seine Interessen als Homosexueller möglicherweise in Konflikt geraten mit den Interessen des Fortbestands einer Gesellschaft? Ob es da ein Spannungsgefüge gibt? Das muss ja nicht unüberwindbar sein, aber das Ding ist, es ist natürlich einfach, pro-homosexuell zu sein, wenn du selbst homosexuell bist oder sowas. Ich meine, klar, du sprichst für deine eigene Gruppe. Das ist ja nicht schwer. Aber ich wäre interessiert daran, ob er das sieht. Ob es da womöglich ein paar Probleme gibt. Man lässt uns ja überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen, dass wir eine konservative Meinung uns bilden dürfen. Und für mich ist das Erhalten von Werten jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Das Hinterfragen von neuen Dingen, wie hilfreich das ist, auch nichts Schlechtes. Und von daher würde ich mich schon als eher konservativ einschätzen, ja. Ja, ich meine, er wirkt halt wie ein wirklicher, also relativ produktiver Normalbürger oder sowas, Normie-Bürger halt, ne? Die Frage ist dann, ja, was ist jetzt genau sein Problem? Ja, lass uns mal die lange Doku reingucken, genau, mach mal kurz den Toncheck und dann. Genau. Ich will hören, was Franzi Schreiber was zu sagen hat. Wir können ein bisschen vorspulen. Oder Henkel, sind das. Ja, weil an dem YouTube-Upload vom NDR kaum Fleisch dran war und quasi nur geschildert wurde, wie es sein konnte, dass irgendwer jemals in diese Partei eingetreten ist, der nicht, keine Ahnung, ein Dämon aus der Hölle ist, gucken wir jetzt auch noch in die gesamte Sendung rein. Ich habe mal versucht, den Punkt zu finden, an dem sie mal anfangen, scharf zu schießen, an dem sie die belastenden Sachen raushauen. Hier kommt Franzi. Da blenden sie dann auch aus, dass es da Rechtsextreme um sie herum geht. Es dauert lange, bis das durchsickert, bis sie an diesem Trip. Ist ja wie so eine Droge. Naja, wenn sie davon müssen sie erstmal runterkommen. Und das dauert. Und viele junge Menschen. Fühlst du dich wie auf Droge? Bist du berauscht von deiner Zeit im alternativen Lager? Ja, ich schmeiß mir jedes Mal die Rechtsextremismuspille ein. Und dann gehe ich ab. Das Ding ist halt, keine Ahnung. Ich habe jetzt auf den Veranstaltungen, auf denen ich war, nicht so viele, aber ich war schon auf einigen Veranstaltungen jetzt wenig absolut radikale, überzogene Reden gehört. Aber selbst wenn es Meinungsdifferenzen zwischen mir und jemand anderem gibt, also die Meinungsgleichheit zwischen mir und dem, was die da rechtsextrem nennen oder sowas, die ist immer noch relativ groß, weil, wie gesagt, rechtsextrem bedeutet ja schon, dass du einen ethnischen Volksbegriff hast. Das ist eine rechtsextreme Position. Aber es ist auch gleichzeitig eine Position, die wahrscheinlich absolut notwendig ist, um
die Zukunft dieses Landes zu sichern. Es ist eine Position, die eigentlich jeder hat, die die gesamte Welt abseits vom modernen Westen hat, die auch der moderne Westen bis vor kurzem hatte. Und zwar nicht nur die Nazis, sondern auch die Leute, die Nazis besiegt haben. Und die ebenfalls Leute haben, wie die, die diese Dokumentation gemacht haben, die ebenfalls der linke Rand hat. Ne? Was meinen die denn, wenn sie sagen, scheiß Kartoffeln? Die meinen etwas Ethnisches. Die meinen etwas Biologisches und Kulturelles im Verbund. Jeder weiß, dass es das gibt. Die Migranten erst recht wissen, dass es das gibt. Ja, frag die mal, was für Landsmänner die sind. Ne? Und jeder, der wach durch die Welt geht, sieht, dass das eine Menge Dynamiken in der Gesellschaft diktiert. Ja. Menschen, den ich kann. Oder vielleicht, um das etwas weiter auszuführen. Alles, was einem an der Gesellschaft liegen kann, sei es kulturell, sei es ethnisch, sei also jeder Aspekt, den du dir vorstellen kannst an der Gesellschaft, sei es das Lebensgefühl, sei es die Kunst, sei es einfach der gesellschaftliche Zusammenhalt an sich, steht in einem Verhältnis und ist am Ende gekoppelt auch an ein ethnisches Gefüge, an ein ethnisches und kulturelles Gefüge. Sprich, wenn demografisch wir immer weiter absinken, die indigenen Europäer und Afrikaner, Araber hier immer stärker Fuß fassen, dann bedeutet das etwas für jedes Mitglied der Gesellschaft. Dann bedeutet das für dein Kind, dass es zusammengeschlagen wird an der Schule, weil es weiß ist, oder sich quasi assimiliert in eine dominante Migrantengesellschaft, die dann entstanden ist, beispielsweise. Es bedeutet das aus für alles, was du schätzt an diesem Land und die Ersetzung mit etwas anderem. Ja, auch diese Angst vor immer radikalen politischen Reden oder Positionen, also sowohl bei meinen Gegnern als auch bei meinen eigenen Leuten, das schreckt mich halt überhaupt nicht mehr ab. Ich gucke dann halt, was tun dann die Leute auch am Ende, wie viel wird davon umgesetzt? Jetzt auch so eine linke Drohung, hier AfDler töten oder sowas, also es war ja auf den Demonstrationen so die Schilder, und dann werden die von irgendwelchen Rentnern und Kindern hochgehalten, da denke ich mir, ja komm, also da gucken wir mal, ne? Weil die machen ja dann am Ende eh nichts. Klar, es gibt dann irgendwo vielleicht einen kleinen aggressiven Rand, so Lina E-mäßig, Splittergruppen, aber in deutlich geringerem Umfang. Und da muss man dann vielleicht tatsächlich physische Retaliation üben oder sowas oder sich dagegen schützen. Aber die Leute müssen auch einfach entspannter werden. Die Leute müssen so ein bisschen die Gefahr schätzen am Leben und den eigenen Tod akzeptieren. Und dann kann man auch ein radikales Wort vielleicht ertragen. Kann ja sehen, wie entwickelt sich's, ja? Also, ich denke, verbale Radikalität ist in erster Linie immer halt Overton-Fenstergeschubse. Ne? Man sagt es, damit klar ist, etabliert ist, man kann das sagen. Ne? Und das bedeutet dann etwas für die Sachen unterhalb dessen, wie akzeptiert die in der Gesellschaft sind. Und insofern, ich denke, es hat durchaus einen Sinn, sich darüber aufzuregen, es durchaus als einen Skandal hinzustellen, wenn ein Moritz Neumeier kommt von wegen, wir können auch die ganzen Kartoffelrentner einfach umbringen und so weiter. Einfach weil man damit dann eben doch die Grenze etabliert und die Verschiebung weiter in die Richtung, die man nicht will, aufhält. Ne? Ich denke, auch die intelligenteren Leute auf der linken Seite sehen das auch so. Also die sitzen nicht privat beisammen und, kreischen sich in Rage von wegen, die AfD, die werden alle abschieben, neulich hat einer irgendwas von Vergasen geschrieben auf Facebook mit 3 Likes und so weiter, sondern die wollen verhindern, dass man radikalere Thesen vertreten kann, damit auch die weniger radikalen nicht gesellschaftlich normiert sind, nicht gesellschaftlich angesehen sind. Ja, sicher, aber es geht ja auch darum, dass man sich selbst nicht in die Hose scheißt. Ne? Wenn sowohl die Leute auf dem eigenen Lager als auch die Leute des anderen Lagers radikale Töne anklingen lassen, ja. Man muss in die eine wie in die andere Richtung halt stabil bleiben und erstmal stehen bleiben und gucken, wie es sich entwickelt. Klar, vor allem bei den Demos gerade, ne? Kommen wir ja gleich noch zu. Der Hauptzweck oder ein Hauptzweck von diesen Demos ist im Endeffekt ein in die Hose scheißen bei uns zu erwirken. Bisher mit mäßigem Erfolg. Ja, vor allem bei politischen Funktionären, zuschreiben würde, auch heute nicht, sind noch aufgrund finanzieller und sozialer Abhängigkeiten in der AfD. Da gebe ich Ihnen. Also gebe ich Ihnen ein Wort drauf. Das ist so. Was ist so? Wir sind alle, aber ein beträchtlicher Teil der Leute in der AfD ist wegen finanziellen Abhängigkeiten in der AfD. Also quasi wie in einer Sekte. Na, okay, mag so sein, das ist in allen Parteien so. Ich meine, wenn du auch beruflicher Politiker bist, ist das halt dein Job. Und wenn du mit der Partei brichst, hast du keinen Job mehr, ja. Es ist gleichzeitig auch eine Unterstellung, die sie vorher selbst erschaffen, indem sie die Leute verbrannt machen, die in der Partei sind. Ne? Dann können sie sagen, ja, woanders findet ihr ja nichts mehr. Der war jetzt in der AfD, also muss er ja drin bleiben. Das kann gar keine Überzeugung sein. Ne? Gleichzeitig wird natürlich übersehen, dass diese Drohung, die immer mitschwingt, wenn du zu denen gehst, dann verbrennen wir dich, gleichzeitig auch abschreckend wirkt und daher ein höheres Maß an Überzeugung notwendig ist, damit man überhaupt erst diesen Schritt geht.
Es gibt innerhalb der AfD eine Kultur des Nicht-mehr-Zurückkönnens. Erstmal gibt es da ein wahnsinniges Love-Bombing am Anfang. Ne? Also derjenige wird bestärkt, wenn er gerade neu Mitglied geworden ist. Ich bin gespannt, ob sie hier ihre Anschuldigungen, übrigens ebenfalls von Twitch, von einem Stream damals mit Lisa Licentia, wiederholen wird, dass ein AfDler, ich zitiere quasi wörtlich, wenn er neu in die Partei kommt, erst einmal in einer Kneipe einen Hitlergruß zeigen muss oder so. Das war damals ihre Behauptung. Also man muss sich verbrannt machen, in diese Richtung geht es ja gerade auch. Man muss in einer Kneipe mal einen Hitlergruß zeigen oder so. Und davon werden dann Fotos gemacht, damit man erpressbar ist, halt wie in irgendeiner Sekte, für den Rest der Partei. Ich bin gespannt, ob sie das auch vor der großen Kamera sagen wird. Der wird beglückwünscht und gratuliert, dass er ja offensichtlich die Zustände, die herrschen, so gut durchschaut hat, dass er es zur AfD geschafft hat. Dann fließt Alkohol und die ersten rassistischen Witze werden gemacht und derjenige wird so ein bisschen angestupst, so nach dem Motto, ja, erzähl doch auch mal was. Und schon lässt er sich dann zu Aussagen hinreißen, irgendjemand filmt das. Und zack, hat man den. Aber dann machst du halt, also, ich meine, ich habe schon mehr als einen rassistischen Witz gehört. Ich habe stets gelacht, ja. Also, das kann man mir nicht nachsagen. Nein, aber, gut, wenn du halt der Typ dafür nicht bist, dann musst du halt genug sozialen Charakter aufweisen, dann stehen zu bleiben. Wie gesagt, auch da, ja, es ist halt nicht so mein Humor, aber für die Ziele dann trotzdem stehen. Ich meine, und wie gesagt, ja, Leute werden Witze machen. Und das ist halt, das ist auch nicht zu verhindern. Geh in die Türkei, was glaubst du, was da Witze über die Deutschen gemacht werden? Oder über jedes andere Volk? Oder über die Juden? Oder über die Chinesen? Oder sonst irgendwas? Ne? Also, ja, muss man aushalten. Was sie hier andeuten will, ist ja quasi eine Art Verschwörung innerhalb der AfD, dass man verlangt, belastbares oder belastendes Material über sich herauszurücken, indem man eben, keine Ahnung, sagt, Juden ins oder irgendwas in dem Stil, ne? Sodass man bestraft werden kann, unmöglich gemacht werden kann von anderen in der Partei, wenn man da wieder raus will. Das ist absoluter Unsinn. Ne? Es geht in die Richtung von wegen, keine Ahnung, damit du bei den Grünen ein hohes Tier werden kannst, musst du erstmal ein Kind vor der Kamera, damit die dich absägen können, wann sie wollen. Ne? Es ist im Endeffekt eine Verschwörungstheorie. Jedenfalls würden sie das so nennen, wenn das von der anderen Seite käme. Ne, dass man halt immer sagen kann, hey, du hast dich genauso gehen lassen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also im Sinne von... Ich auch nicht. Ich habe dich hier auf Video. Du hast hier einen rassistischen Witz gemacht. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Also klar, folgende Dynamik existiert. Es ist so, dass wenn jemand dann, keine Ahnung, in so eine Doku geht und darüber herzieht, was für Nazis seine alten Kollegen alle waren, dass dann natürlich diese Kollegen sagen, hey, wir sind jetzt Nazis, weil wir dies und das gesagt haben. Du hast damals aber auch öffentlich das gesagt, als du bei uns warst. Also jetzt mach ihn mal nicht auf, keine Ahnung, sonst was. Klar, das ist ganz normal und menschlich. Das käme in jeder anderen Partei, bei jeder anderen Strömung genauso vor. Wenn du den an Karren pisst für irgendeine behauptete Radikalität und du hast selber ähnliche Dinge gesagt, dann wird dir natürlich Doppelmoral unterstellt werden. Das gibt es. Das ist vollkommen klar. Ja, aber wie gesagt, auch selbst wenn du mal abgeklopft werden solltest von irgendeinem, von mir aus auch nachdem Alkohol geflossen ist, erstens die Frage natürlich, wie gut verträgst du Alkohol? Wenn nicht, dann solltest du es vielleicht nicht trinken. Und dann auf der anderen Seite, ja, du musst halt deine Position halten. Sag halt auch in solchen Situationen, in denen es einen sozialen Druck besteht, nur das, was du wirklich vertrittst. Und wenn die Leute damit ein Problem haben, dann können sie ja kommen. Also, wie gesagt, wenn die Leute dürfen halt nicht feige sein. Leute müssen ihre Position vertreten. Und ich habe es noch nie, also ich habe eine differenzierte Sicht auf das Dritte Reich und auf all diese Dinge. Ich habe noch nie erlebt, dass das problematisch aufgenommen wurde, ja. Du musst halt deinen Standpunkt vertreten und Ende. Ich meine, was ich gerade geschildert habe, ist ja auch etwas vollkommen anderes, als was sie gerade andeutet. Ne? Sie deutet an, dass es da eine Art Systematik gäbe, dass belastbares Material übereinander sammeln, während man in der Partei ist, damit man jemanden bestrafen könnte, wenn er raus will. Ne? Was in der Realität da ist, ist dasselbe, was greifen würde, wenn du, keine Ahnung, im lokalen Raucherclub ein hohes Tier bist und auf einmal trittst du aus und wirst militanter Nichtraucher, klebst überall, keine Ahnung, Anti-Rauch-Sticker dran und redest den ganzen Tag darüber, was für Arschlöcher die ganzen Raucher sind. Und dann kommen deine ehemaligen Kumpels aus dem Raucherclub und sagen, ey, damals hast du aber ganz gerne mit uns die Zigaretten geraucht. Ne? Das ist, was passiert. Ja. Du, guck doch mal, was in dir steckt. Du bist doch jetzt nicht, ne, du bist doch jetzt nicht so, wie du dich jetzt gerade gezeigt hast. Und die Musik dazu, Alter. Doch nicht wieder zurück.
diese ganzen Hitlergrüße und dieses ganze Zeug, das hat nicht immer was damit zu tun, dass man die... Welche ganzen Hitlergrüße? Wir haben noch nie einen gesehen. Bei diesen ganzen, also wie gesagt, bei ganzen Veranstaltungen. Ich war schon aber auf einigen AfD-Veranstaltungen oder Veranstaltungen aus dem Vorfeld und habe ich nie gesehen. Diese ganzen Hitlergrüße, von denen ich medial mitbekommen habe, das waren alles Sachen, die offensichtlicherweise keiner waren. Ein Standbild von Höcke, der winkt. Ein Standbild von Bistron, der winkt. Und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und dann durch die Presse gereicht wurden als zeigt wohl den Hitlergruß. Ja, und ich habe das auch nie erlebt. Also die Veranstalter, ja, die hätten mit den Augen gerollt, wenn da irgendein Besowski einen Hitlergruß gezeigt hätte. Aber die wären vor allem nicht daran interessiert gewesen, dass das passiert, weil das wieder schlechte Presse gibt, weil das auch einen undisziplinierten Charakter nach außen trägt. Und das will man eigentlich verhindern. Ja. Es ist halt, vor allem, es spuckt halt auch der Idee der neuen Rechten ins Gesicht. Ne? Wir bestehen in einer Abgrenzung zur Subkultur, zu guten Teilen auch staatlich kontrollierten oder im Mindesten staatlich befeuerten Subkultur der Altrechten, die auf Partys gehen, im Endeffekt sich dann da besaufen und so abstoßend gegenüber der Mainstream-Gesellschaft sind, wie es irgend geht. Ne? Einfach nur als eine Antithese zur Mainstream-Gesellschaft, die sich selber halt versteht als die Antithese zum Nationalsozialismus. Also sind wir jetzt alle Nazis. Ja gut, also die Ästhetik ist so entstanden, wobei ich mittlerweile natürlich mich auch die Frage stelle, wie gibt es diese Altrechten Kreise in diesem Umfang überhaupt noch. Klar. Ich mag es in den 90ern sogar mal gegeben haben, ne, und hier Kameradschaften und sowas. Ich frage mich also, wie viel davon ist übrig geblieben? Mein Eindruck ist, dass auch Leute, die aus diesem Zirkel kommen, wo sie sozialisiert wurden, heute moderater auftreten, vernünftiger auftreten, weil es heute auch politisches Kapital zu gewinnen gibt. Also ich habe mich auch schon mit einigen von denen unterhalten und die sind mir als sehr vernünftige und mittlerweile eigentlich relativ mitten im Leben stehende Menschen vorgekommen. Im Endeffekt war das altrechte Lager in diesem Sinne eine Falle für jeden, der abweicht von der Mainstream-Sicht. Ne? Eine Falle, in die man tappt, im Sinne von, man wird gezeichnet als Bestie XY. Ja gut, dann kann ich ja auch gleich Bestie XY sein. Ne? Der Punkt der neuen Rechten ist zu sagen, nein, es bedeutet nicht, dem Nationalsozialismus zu frönen. Es bedeutet nicht, ein Fan von Hitler zu sein, wenn man die Ideologie ablehnt, die momentan hier herrscht. Gedankengut feiert. Ja. Ja. Dann machen wir das. Das sind, ja, Kinder würden vielleicht sagen, es ist so eine Art Mutprobe. Es ist so eine Art, wie weit bist du. Eine Mut? Was für ein absoluter Unsinn. So bereit zu gehen, um zu beweisen, dass wir dir vertrauen können hier intern. Und das sagt ja auch schon alles über den Zustand der AfD, wenn solche Sachen benutzt werden, damit man Vertrauen sich gegenseitig zeigen kann. Das ist natürlich. Ganz schöner Vorwurf, natürlich ohne jeden Beweis, ne? Also, ist da kein konkreter Name genannt worden oder sowas. Und diese Musik, ne? Oh, du tappst in das Spinnennetz der AfD. Jetzt haben sie dich, sie haben dich dazu gebracht, Heil zu sagen. Du gehörst für immer ihnen. Und das Ganze auch, wie gesagt, das ist der wichtigste Punkt daran, ist auch nochmal, diese ganze Hitlergröße, das ganze Hitlerzeug, der Bezug zum Nationalsozialismus, wäre alles praktisch komplett weg. Von heute auf morgen hätten wir hier einen Nationalstaat, auf den man sich positiv beziehen könnte. Hätten wir hier eine Ideologie, eine Staatsideologie, die was hermachen würde, dann bräuchte es das alles nicht. Dann würden sich diese Nationalisten halt auf das beziehen, was wir jetzt haben. Diese Gegendemonstrationen haben bei der AfD immer einen sehr, sehr komischen Effekt. Sie schüren ein Grundgefühl von Solidarität. Das ist komisch. Wenn einem diese Meute, die wir gerade gesehen haben, gegenübersteht, dann ist das eine komische Reaktion, wenn man sich dann eher auf die Eigengruppe... Ich glaube, er will noch weitergehen. Er will einen Widerspruch aufzeigen. Mhm. Und ein Grundgefühl von Wagenburg-Mentalität. Man nimmt immer die 5% der Demonstranten oder die 10% der Demonstranten wahr, die eben nicht friedlich demonstrieren. Oh nee, okay. Der schwarze Block wurde uns gerade gezeigt. Wisst ihr, warum die alle von denen, 100% sind da mit der Absicht, Gewalttaten zu begehen oder Gewalttäter zu decken? Das ist der Punkt vom schwarzen Block. Der Punkt vom schwarzen Block ist, wir tragen alle irgendwelche Hoodies, sind alle in irgendeiner Form vermummt und halt eine graue Masse, damit aus uns heraus Leute Steine werfen können, Leute Faustschläge verteilen können, Leute halt ordentlich Gewalt verüben können und die können sich dann wieder verstecken in uns drin. Das ist der gesamte Punkt von der Masse, die wir gerade gesehen haben. Fragt sie! Das werden sie dir sagen.
Ja, aber außerdem noch der Punkt, den wir machen, also okay, wir haben jetzt eine Anti-AfD-Demonstration und sein Punkt ist halt, also die AfD, die geht dann immer nur auf die 5% der Gewalttätigsten ein, so der normale Demonstrant, der auch die AfD scheiße findet, also, dass das so gar nicht auf seine Belange eingeht, ja, das ist schon, das ist antidemokratisch, ja klar. Ja, wenn wir hier irgendwie einen rechten Sturmtrupp hätten, der, keine Ahnung, 5% dann ausmacht von unserer Demo, und die hauen euch dann immer aufs Maul, dann machen wir es euch zum Vorwurf, dass ihr euch immer auf die fokussiert und nicht auf die 95%, die daneben stehen, genauso angezogen sind wie die und ein Plakat hochhalten, auf dem steht, Kommis aufs Maul. Ja, ich habe ja auch schon so viel Positives gehört über die ganzen Anti-Regierungsdemonstrationen, Anti-Corona-Demonstrationen von den 95%, die da friedlich waren. Also das hat die Presse immer deutlich in den Vordergrund gestellt, dass diese Leute friedlich sind und legitime Anliegen haben. Ja, das war die ganze Zeit der Fall. Weißt du noch, vorletzte Folge oder so, bei Habeck auf der Fähre, wie sich da nicht fokussiert wurde auf die 5% der Bauern, die 3 Meter auf diesen Steg gelaufen sind, sondern auf die 95%, die friedlich waren? Die gewalttätig werden, die einen beschimpfen als Nazi, als Schwein, als widerliche Person. Man nimmt die Menschen wahr, die einen... Wenn du auf einer Demo bist gegen Migration und da hat einer ein Schild von wegen Asylanten sind Schweine, dann wärst du einer im Mainstream-Narrativ, der kein Problem damit hat, auf einer Demo mitzumarschieren, auf dem Asylanten mit Tieren gleichgesetzt werden. Hier ist es offenbar anders. Ein Bespucken, die Rentner bedrängen, die auf dem Weg zu diesen Parteitagen sind, teilweise Mitglieder zu Boden werfen. Das schafft einen Grundgedanken von Solidarität bei vielen Menschen, der die Partei auch über Jahre hinweg zusammengehalten hat. Man hat selber diesen großen Groll gegen den völkischen Flügel. Man hat selber große Bauchschmerzen, ob dieser radikalen Mitglieder und Funktionäre in der eigenen Partei. Dann nenn mal welche. Sieht man aber diese Gegendemonstration und man sieht die fehlende Abgrenzung hin zu radikalen Gruppen unter den Gegendemonstranten und glaubt sich ja, dadurch selbst. Der Gegner hat verstanden, was du nicht verstanden hast. Du darfst halt keine Angst vor deinem eigenen Lager haben. Also, es wird bestimmt in Deutschland irgendjemanden geben, der weiter rechts als ich steht. Das ist immer so. Ja? Und hast halt keine Angst vor. Der hat ja meistens. Haben die Ultraradikalen sowieso wenig Einfluss und Macht. Und selbst wenn sie gewissen Einfluss haben, ja, dann muss man denen mit denen in Verhandlungen treten, gucken, was die so wollen. Also, ich würde sagen, dass ich in meiner Position schon relativ weit rechts stehe in Deutschland. Aber trotzdem, ich habe auch selten erlebt, dass man mit den Leuten nicht reden kann, dass man keine Verhandlungen führen kann, solange das alles einen vernünftigen Rahmen hat. Ja, also wie gesagt, darfst dir halt nicht von deinem eigenen Lager in die Hose scheißen. Ja, wir sind hier in einer Situation, wo die Ultraradikalen, die Deutschland-Verrecke-Fraktion von den anderen, derzeit in der Regierung sind. Ne? Wo wir eine Faeser haben als Innenministerin, die für den VVN-BDA, einen Verein mit einem Magazin namens Antifa, in diesem Magazin Antifa, einen Artikel geschrieben hat, kurz bevor sie ihr Amt angetreten hat. Der VVN-BDA will die parlamentarische Demokratie laut dem VS in Bayern ersetzen durch den Kommunismus. Ne? Wie viel radikaler geht es? Das ist so, als wenn wir irgendeinen hochrangigen AfDler hätten, der jetzt Innenminister wird, auf jeden Fall, wenn wir unseren Willen bekommen, und der hat für, keine Ahnung, Sturmfront 88 einen Artikel geschrieben und Sturmfront 88 ist der Meinung, dass die Demokratie abgeschafft werden soll und im Endeffekt ein faschistisches Regime übernehmen soll. Ne? Das ist, was der Gegner momentan macht, und zwar in der Regierungsverantwortung. Das ist eine Vorform der jüdischen Weltherrschaft. Genau. Ja. Selber rechtfertigen zu können, wenn die das aushalten und wenn die das in Kauf nehmen, mit diesem Klientel auf derselben Demonstration. Nein, nein, nicht irgendwelche Leute auf deren Demo. Ne? Auch da, wir haben gerade den Doppelstandard aufgedeckt, wenn ein Schild der Stärke, der Härte, die er gerade geschildert hat, auf einer rechten Demo wäre, dann wäre das die gesamte Schlagzeile, das ist klar. Aber nicht die paar Leute auf der Demo. Unsere Innenministerin wäre ein Beispiel. Der Präsident vom Verfassungsschutz in Thüringen wäre ein anderes. Der Typ liked Antifa-Posts auf Twitter und ist im Stiftungsrat der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ne? Ein Linksextremist. Das sind die Beispiele. Wichtige, wichtige Leute in hohen Ämtern in der Regierung. Zu stehen, ja, dann ist es doch auch legitim, dass wir bei uns diese Ränder haben und dass diese Ränder bei uns stattfinden. Ja. Ich selbst habe in meinen ersten Jahren schon sehr, sehr starken Gegenwind aus dem politisch linken Spektrum erleben müssen.
Ich habe, als ich in den Bezirksvorstand der Jungen Alternative gewählt wurde, hier in Münster, damals einen Tag erlebt. Da war ich selber in einem Schülerpraktikum und wurde angerufen von unserer Schulleitung, weil in meiner Abwesenheit rund um das Schulgelände auf, ich glaube, 30 oder 40 Warnmästen Plakate im DIN A3 und DIN A4 Format aufgehangen wurden, auf denen ein Bild von mir abgedruckt war und darunter sich eine Beschreibung fand, was für ein furchtbarer Mensch ich wäre. Mit seinem Engagement positioniert sich Alexander Leschik schon frühzeitig im rechtspopulistischen, / extremen Milieu. Selbst im Schulunterricht ist er sich nicht zu schade, seine Ideologie zu verbreiten. Er unterstützt somit aktiv die Hetze gegen Geflüchtete, Fremde. Also der Punkt von dem Kram ist jetzt, hey Leute, bei Leuten, die nicht vollkommen klar der richtige Feind sind, mal halblang machen, sonst hat das den gegenteiligen Effekt. Homo, Trans, Bi und Intersexuelle. Und steht mit der JA bzw. der AfD für Konservatismus und Sexismus. Ja, da würde ich einfach einen dicken Sticker drunter packen vom Ja-Meme, ey. Für die Unterstützerinnen von menschenverachtender Hetze gibt es nirgendwo in Münster einen Platz. Alexander Leschik, denk immer daran, wir wissen, wer du bist. Das macht was mit einem 15-Jährigen, wenn man sowas sieht. Langweilig interessiert mich nicht. Soll ich etwas vorstellen? Ja, ich fand das gar nicht so uninteressant. Warte, lass ihn das noch ausreden. Die Unterstützerin von menschenverachtender entgegengestellt. Alexander Leschik, denk immer daran, wir wissen, wer du bist. Das macht was mit einem 15-Jährigen, wenn man sowas sieht. Das schürt Ängste und das schürt Sorgen. Ich selbst wusste nicht, wie die Lehrer an meiner Schule damit umgehen würden. Ich wusste nicht, wie der Freundeskreis darauf reagiert. Ich denke, du musst auch deinen Kindern beibringen, irgendwann, wenn du dich zu einer Entscheidung bekannt hast, musst du diese Entscheidung am besten durchziehen bis zum Schluss. Also, und dir im Klaren sein, was das bedeutet. Also entweder lieber früh abbrechen oder durchbringen bis zum Schluss. Diesen Mittelweg, der bringt dich am Ende um. Ich denke, das musst du den Leuten am ehesten vermitteln. Und er ist ja schon relativ tief drin gewesen. Ich meine, da muss man auch irgendwo, wie gesagt, mal den Bluff des Gegners callen und sagen, ja, dann komm, dann zeig mal, was du so bereit bist zu tun. Dann wollen wir es mal sehen. Und meistens, Spoiler, ist da nicht viel. In den meisten Fällen kommt man gut dabei weg, wenn man einfach die Stirn bietet und den Gegner mal erstmal machen lässt, der Gegner erstmal seine Truppen auffahren lassen muss und seine Legitimation in Gefahr bringen muss. Also darf halt nicht so ängstlich sein. Saul Alinsky, auch als 15-Jähriger nicht. Saul Alinsky, Wolves for Radicals, eine davon war doch, die Androhung der Sache ist fast immer schrecklicher als die Sache selber. Ne? Ja. Diesen behutsame Jugend im Schulalltag einfach so weiterleben könnte oder ob das zu Anfeindung führt, zu weiterer Ablehnung. Wie ist es am nächsten Tag, wenn ich zur Schule gehe? Ich habe zu dieser Zeit und auch später nie selber fremdenfeindliche Positionen vertreten, derartige Positionen auch nie artikuliert, mich immer in der Partei immer vehement gegen diese gestellt. Und was hast du denn geholfen, lieber Freund? Also, jetzt sitzt du hier in dieser Doku. Toll, vielleicht kannst du noch ein kleines Buch verkaufen oder so. Mögen die Linken dich jetzt? Die Menschen, die sowas erleben mussten, die waren meist sehr wütend. Die waren frustriert, die waren teilweise auch sicher im ersten Moment verängstigt, weil da häufig keine Distanzierung kam von Politikern etablierter Parteien, sei es bei der SPD, bei der Linkspartei oder bei den Grünen. Projizierte man dann die Wut, die man gegen diese linksradikalen Gruppen, gegen diese linksradikalen Aktionen empfunden hat, auf dieses gesamte politische... Okay, hier muss ich mal wieder countersignalen. Nein, das ist nicht der Kern davon. Die Taktiken von irgendwelchen Straßenlevel Zeckenpeters sind nicht der Kern davon, warum wir euch ablehnen oder warum wir euch für gefährlich halten. Die sind die Beilage, wenn es hochkommt. Der Kern ist, dass wir in der momentanen Regierung Linksextremisten, globalistische Extremisten sitzen haben, die Deutschland in seiner derzeitigen Form beenden wollen. Das ist der Kern. Das ist der Braten auf dem Teller. Also jetzt nicht mit dieser schönen Nebelkerze von wegen, Antifa sind gemein, da wird sich nicht distanziert. Nein. Wir verlieren dieses Land, wir verlieren die Zukunft.
Zukunft als Volk. Wir verlieren alles, was uns etwas wert ist. Und die Radikalinskis, die Leute, die eine Gesellschaft wollen, die nichts mehr zu tun hat mit der jetzigen, die sitzen in der Regierung. Das ist der Punkt, nicht Zeckenpeter. Spektrum links der Mitte. Und das führte dann dazu, dass man dort gänzlich die Dialogbereitschaft häufig verlor und in Kategorien wie links, rot, grün versifft dachte. Oh nein! Also erstmal, ich habe ein Wort geprägt, das weiß heute gar keiner mehr. Das, was das Links-Rot-Grün versiffte. Feindzeuge, das kommt von mir. Deutschland, das ist meine Wortkreation, die habe ich da erfunden und das war spontan. Das passt, dass du Links-Grün versifft erfunden hast. Liebe Parteifreunde, arbeiten wir nun also gemeinsam an diesen drei Grundpfeilern unseres neuen Programms. Hier und heute. Und geben wir Herrn Bundesjustizminister Maas. Stopp! Hey, was ist los? Ich verstehe das gar nicht. Ich will was völlig anderes sagen. Und ich habe dann Maas erwähnt. Das war, wenn Sie so wollen, ein rhetorischer Trick. Ich sagte, und ein einziges Mal möchte ich dem Bundesaußenminister Maas recht. Dass wir jetzt mit dieser musikalischen Untermalung von der Herkunft des Wortes linksgrün versifft erfahren, ist schon relativ lustig. Geben. Da dachten alle, jetzt verliert er völlig den Faden. Das macht er jetzt nicht. Er hat aber gestern etwas gesagt, dem Sie sicherlich beipflichten können. Er hat gestern verlautbaren lassen, unser Parteiprogramm sei ein Fahrplan in ein anderes Deutschland. Und das war eine Initialzündung, also die Halle stand. Liebe Parteifreunde, wo der Mann recht hat, hat er recht. Ja, das stimmt. Und zwar in ein Deutschland weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben. Jetzt findest du es aber auch auf einmal wieder ganz toll, das 68er-Deutschland, von dem du vorher noch die Nase voll hattest, oder was? Was hast du denn geglaubt, wie man das los wird? Die Leute, die da in den Positionen der Macht sitzen, ja, die gehen da nicht freiwillig wieder weg. Die werden ihre Macht nicht einfach ablegen. Es braucht gigantischen Anstrengungen, um die da rauszubekommen. Und das wird mit der liberal-konservativen Wischiwaschi-Position nicht zu machen sein. Die Frage ist halt letztlich, und er hat die für sich beantwortet, wollen wir die Bremse sein im Auto, das ihn immer weiter in diese Richtung fährt, oder wollen wir das Auto tatsächlich zum Stillstand bringen? Wollen wir die Wand sein? Wollen wir der Rückwärtsgang sein? Ja. Ja, zuerst links, rot, grün, verseucht gesagt, da standen sie alle und man könnte auch sagen, versifft, ja, so ein bisschen spitzbübisch. Das war aber spontan, das war nicht geplant so. Ich du bist ein Spitzbube, mein Lieber. Ja, ich kann Audimax füllen, kein Problem. Aber da waren 2.500 Leute und das gab minutenlange Standing Ovations. Ich habe gedacht, mein lieber Mann, das hier ist Massenwirkung. Ja, ich war wirklich am Staunen, ich musste echt lachen. Das war gut. Ich glaube nicht, dass er nach diesem linksgrün versifft Ausspruch jetzt erstmal ein paar Schritte vom Podium weggemacht hat und dann, keine Ahnung, oder meinst du, das war in einem Verbund wirklich? Das keine das Ahnung. Gefeiert hat. Gleich macht er noch Crowdsurfing. Liebe Freunde, der Bevölkerungsüberschuss Afrikas beträgt etwa 30 Millionen Menschen im Jahr. Er hat die Art, wie Afrikaner Kinder bekommen, mit einer Fortpflanzungsstrategie aus dem Tierreich verglichen. In Afrika herrscht nämlich die sogenannte Klein-R-Strategie vor, die auf eine möglichst... Warte, aus dem Tierreich? Also schon das ist falsch. Das ist keine Fortpflanzungsstrategie aus dem Tierreich. Das ist eine Fortpflanzungsstrategie, die den Menschen genauso betrifft wie Tiere. Ne? Du kannst alle Individuen einer Spezies, selbst innerhalb dieser Spezies, nach dem Klein-R-Groß-K-Modell ranken. Klein-R bedeutet halt
Ja. Viele Kinder, wenige werden alt. Groß K bedeutend wenige Kinder, viel investiert in diese Kinder und viele davon werden alt. Ja. Also das ist nicht aus dem Tierreich, das ist generell ein biologisches Konzept, das auch den Menschen betrifft. Ja, und wie gesagt, also natürlich macht der Mensch davon nur ein kleines Spektrum aus, ne? Also bei uns rangiert das dann zwischen 0 Kinder und 8 Kinder und bei Fischen dann geht es in die Tausende von Kindern hinein, um die sich dann gar nicht gekümmert wird, die nur als Laich abgelegt werden. Aber natürlich, du kannst natürlich, wenn du die Skala hinunterschraubst, auch auf das Menschengeschlecht danach einordnen. Ja, und die Afrikaner können sich das auch ruhig mal anhören. Also, und sich fragen, ob sie nicht eine kulturelle Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Strategie fahren wollen. Oder ob sie das, wie übrigens auch die Europäer, einfach laufen lassen wollen. Einfach immer sich selbst überlassen wollen. Also, ich sehe da überhaupt kein Problem drin, das anzusprechen. Hohe Wachstumsrate abzielt. Ich meine, das Verbot, das anzusprechen, dem liegt ja eigentlich ein Verbot zugrunde, überhaupt darüber nachzudenken, ob verschiedene Menschengruppen verschieden viele Kinder bekommen, verschieden viel Energie in diese Kinder investieren und ob sich das gesellschaftlich in zerstörerischen Sachen manifestieren kann. Genau, und auch ob Politik planend in die Bevölkerungsstruktur eingreifen sollte. Ich würde das in Maßen bejahen. Natürlich kann das zu kontrollieren werden, zu vordringlich. Aber also ich finde es ja nach wie vor einen absolut schwachsinnigen Politikansatz, dass wir in Deutschland ja alles regeln wollen, alles, bis hinunter zum Benzinpreis, aber dann die Demografie völlig sich selbst überlassen. Das ist so ein Ding, das hat mehr Einfluss als alles andere und können wir nicht kontrollieren, aber dafür wirst du dann reguliert, welchen Stift du kaufen darfst und wie viel das verdammte Fleisch kostet und alles andere, das darf komplett zugeregelt werden. Und das ist halt Mikroautoritarismus, ja, dem ich sehr negativ gegenüber stehe. Und das Rudimentärste, was daraus hervorgeht und was absolut nicht von der Hand zu weisen ist, weshalb sie halt ein Sprechverbot da brauchen, ist, dass es eine richtige Scheißidee ist, Leute, die eine Erstrategie im Vergleich, und zwar deutlich im Vergleich verfolgen mit Europäern, Afrikaner, Araber, hier in großen Zahlen reinzuholen, an unseren Sozialstaat anzubinden, ihre Kinder durchzufüttern, egal wie viele sie machen, während sie zu Hause schon, ohne die Ressourcen dafür zu haben, 8 Kinder machen und sie dann hier 14 machen zu lassen, während die einheimische Bevölkerung 1,2 macht. Ja, ja, und selbst wenn deren Geburtenrate hier moderat sinkt, wie gesagt, sie an die Ressourcen einer anderen Strategie anzuschließen, ist aus offensichtlichen Gründen selbstauflösend als Konzept. Und das war der Punkt, wo ich dann intern Bestellung bezogen habe zum ersten Mal. Bestellung bezogen? Hast du eine Pizza bestellt? Und gesagt habe, also das kann doch nun wirklich niemand mehr rechtfertigen. Dieser Mann muss aus der Partei raus. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch damals, Leute verstanden, die diese Schwelle von Dämonisiertheit einer Idee im Kopf haben, ab der sie nicht mehr imstande sind oder nicht mehr willens sind, in irgendeiner Form darüber nachzudenken. Und wo es einfach nur Klick macht und okay, NPC gehören ein, Nazi, böse, Höcke, Höcke, Bernd, und das war's. Ich verstehe es nicht. Ja, das andere Ding ist mit dem IQ-Ding, ne? Also, wie gesagt, wenn du in den Köpfen einiger Menschen kannst du nur ein guter Mensch sein, wenn der Durchschnitts-IQ in Afrika 100 ist. Also, wenn er da drunter liegt, das kannst du nicht mehr vertreten. Und das ist halt, es ist so kindisch. Was ein es irrer ist so Gedanke ist. Kindisch. Also, auf rudimentärster Logikebene, und deswegen brauchen sie auch den Wissenschaftsframe, damit die Leute nicht mehr rudimentär logisch denken können, sondern irgendeine Autorität für alles brauchen. Auf rudimentärster Logikebene macht es keinen Sinn, dass Populationen, die sich enorm unterscheiden in diversen Sachen, ihre Hautfarbe ist, worauf es dann mal reduziert wird, in ihrer Knochendichte, in ihrer Physiognomie, in ihrer Körpergröße, in ihrer Muskeldichte, Muskelstruktur etc., sich nicht unterscheiden, was ihr Gehirn angeht. Ne? Es macht keinen Sinn. Ja. Ja, wie gesagt, vor allem bei Hunderassen akzeptiert man das ja auch. Man akzeptiert, dass einige Hunderassen Eigenschaften haben, die andere nicht besitzen. Ja, das sind dann gute Jäger, die sind sehr aufmerksam, die lernen schnell und andere tun es nicht oder sonst irgendwas. Da gab es, also selbst da gibt es ja schon die Unterschiede. Und erneut, was will man denn am Ende behaupten? Wie gesagt, der Durchschnitts-IQ in Afrika ist 100 oder sowas und dann keine Messung bestätigt das, aber das muss man vertreten, um ein guter Mensch zu sein. Das ist doch bescheuert. Das Problem ist halt, mit Blank Slate fällt der gesamte linke Grundgedanke der Gleichheit. Ja. Und deswegen ist das halt die harte Grenze. Darüber darf man nicht hinwegsehen. Ich meine, wie gesagt, es wird dann impliziert, man hätte irgendwelche genozidalen Absichten, sobald man diese Unterschiede anerkennt. Und das brauchen sie, weil ansonsten ihr Weltbild vor dem Aussteht. Ne? Wenn 50% der Deutschen verinnerlicht haben und wissen, wie sich das verhält, dann war es das mit linkem Gedankengut an sich.
Solange wir bereit sind, diesen Bevölkerungsüberschuss aufzunehmen, wird sich am Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern. Wie haben Sie sich daraufhin verhalten? Ich. Ja, und jetzt kommt natürlich wieder das große Truism. Es wird niemals gefragt, ob das stimmt. Ne? Es wird immer vorausgesetzt, dass das unsagbar ist, dass das auf jeden Fall falsch ist. Und dann werden nur noch die Politiker, die dann hier ausgestiegen sind, befragt, wie haben sie sich gegen diese offensichtliche Sünde verhalten? Also jemand hat Gott geleugnet, was haben sie getan? Ja. Ja, interessant wäre hier jetzt mal, okay, hier ist ein Neurobiologe. Wie sieht denn das aus? Ist IQ erblich? Was ist denn der durchschnittliche IQ in Afrika? In Afrika, ja genau, der würde halt rumdrucksen. Die ganzen Leute, die sich mit Psychometrie beschäftigen, wissen genau, dass in Afrika mindestens anderthalb Standardabweichungen runterliegt. Wahrscheinlich eher zwei Standardabweichungen. So, die könnten dann höchstens noch was über die Gründe sagen. Die würden sich dann auf die Gründe flüchten. Ja, kann auch mit anderen Dingen zu tun haben. Ja, ja, in irgendwelchen Teilen Afrikas mag das sogar mit Ernährungsmangel oder mit Jodmangel ein bisschen was zu tun haben. Ja, aber auch die. Wieder, ne? Also auch das bedingt sich ja. Ja, genau, aber auch, wie gesagt, ja, und am Ende kommst du trotzdem nicht um die Genetik herum. Und es macht, wie gesagt, vollkommen Sinn. Und wir sehen das auch in den Nationen wie Amerika, in denen Leute verhältnismäßig unter ähnlichen Bedingungen aufwachsen, jedenfalls im Vergleich zur westlichen und zur afrikanischen Welt. Und ja, diese Unterschiede sind konstant. Und es ist ja nicht mal so, als ob die Europäer als Spitzenreiter abschneiden würden. Also die Asiaten und die Juden und selbst die selektierten Inder in Amerika schneiden besser ab. Ja, ja, das müsste dann Asian Supremacy oder Ashkenazi Jewish Supremacy sein. Aber wie gesagt, dieses System kann nicht ohne ihr Boogeyman, Zerrbild, Nazi. Ne? Es kommt ohne das nicht aus. Und was du gerade referenziert hast, Zwillingsstudien. Also eineiige Zwillinge in Amerika schneiden ungefähr im selben, also in derselben im selben Abweichungsgrad voneinander ab in IQ-Tests, ungeachtet ihrer Umstände des Aufwachsens und ihres Bildungsgrads, wie dieselbe Person an zwei unterschiedlichen Tagen. Ne? Zu diesem Grad ist IQ genetisch determiniert. Ja. Ja, wie gesagt, also IQ hat einen kleinen oder einen kleineren sozialen Anteil, der kann schon noch beeinflusst werden, aber maßgeblich eben, wir reden von ungefähr 70%, nicht, also wenn man das in so einfachen Formeln ausdrucken wollte. Ja. Und dann stoßen wir auch wieder auf den Gedanken, was dann komplett deren Gehirn sprengt. Wie viel der Umwelt ist ebenfalls genetisch beeinflusst? Durch deine Eltern, durch die Leute um dich herum. Ne? Durch die Frage, lebe ich in einem Land mit 90% Schwarzafrikanern, die einen IQ haben von 80, oder lebe ich in einem Land mit Europäern mit einem IQ von 100 oder in einem mit Hongkong-Chinesen mit einem IQ von 115? Ne? Auch das ist ja, also auch wie meine Umgebung aussieht, ist ja durch die Leute, die sie genetisch ausmachen, beeinflusst. Ja. Insofern ist es ein Cheat im Endeffekt. Selbst dann sehen wir noch große Differenzen, aber es ist ein Cheat, einen Afrikaner zu nehmen und als Baby aufwachsen zu lassen in Europa und dann zu sagen, ah, so groß sind die Unterschiede gar nicht. Nein, nein, es ist die Frage, wie sind die Unterschiede, wenn ein Haufen Afrikaner in einer Gesellschaft geschaffen von Afrikanern aufwächst? Und wie gesagt, selbst wenn er bei den Europäern aufwächst, kriegt man diese Lücke ja nicht ganz geschlossen, also zu erheblichen Teilen nicht ganz geschlossen. Ne? Ja. Folgendes gemacht. Ich glaube, das war gerade der richtige Hass. Also, ich glaube, die letzten 5 Minuten wären genau das, was das momentane Establishment niemals verkündet sehen will auf einer großen Bühne. Ja, ja, richtig. Aber auf der anderen Seite, ich hätte ja auch die Position, wenn es anders wäre, wäre ich für was anderes. Wenn alle Studien darauf hinweisen würden, dass man die Leute nur unter richtigen Umständen erziehen muss, damit ihr IQ um 20 Punkte steigert, warum machen wir es dann nicht? Ich meine, klingt doch wie eine super Maßnahme dann. Klingt, als wäre es gut für alle Menschen, die daran beteiligt sind. Also, wenn jetzt Afrika das große Wirtschaftswunder erlebt, weil da auf einmal der IQ um 20 Punkte steigt, können wir dahin Dinge verkaufen, da gibt es weniger Umweltverschmutzung, da haben die da weniger Genozide wahrscheinlich, weniger schlechte Umstände. Für wen ist das schlecht? Und trotzdem machen wir es nicht. Komisch. Es war im November 15. Und ich kannte den Höcke noch nicht. Und ich habe dann. Wenn wir das gewusst hätten, wussten wir alles nicht. Das gemacht, was man eigentlich tun sollte. Ich habe gesagt, ich höre mir den Kerl mal selber an. Und habe mich mit dem tatsächlich verabredet und bin mal zu dem nach Hause gefahren. Und dann habe ich einen ganz langen Spaziergang mit dem gemacht und
habe den kennengelernt. Und der war im persönlichen Umgang ein ruhiger, reflektierter, bescheidener Typ. Der gerne Kartoffeln mit Quark aß. War nicht unangenehm. Der sagte, ja, da ist er auch vielleicht ein bisschen, wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen. Ich habe gedacht, also muss der raus? Für meinen Begriff musste der nicht zwingend raus. Ja, der Höcke ist ja auch ein normaler Typ. Das ist ja ein Geschichtslehrer. Das Problem ist aber halt, der hat recht mit dem, was er sagt. Der muss davon noch nicht zurücktreten. Ja. Also, von diesen Positionen meine ich. Weil sie stimmen. Weil das auch albern ist, das anderes zu vertreten. Ja, nicht die Augen davor zu verschließen, vor biologischen Realitäten, was den Menschen angeht, zu verschließen, bedeutet nicht, dass man irgendwelche nazi-esken Dinge will. Ne? So sehr es dieses System auch behauptet und diese Behauptung benötigt. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, ne, wenn du der richtige Vernichtungsnazi bist und das als Grundlage deiner Ideologie machst hier, dann ist die Grundlage immer noch nicht falsch. Also ich meine, du kannst immer noch die Konklusion ablehnen, aber du wirst um diese Grundlage nicht herumkommen. Das stört euch. Es ist aber nicht zu ändern, weil es sowas wie eine physisch messbare Realität gibt. Dass Herr Höcke mehrfach gezeigt hat, dass er sich revidieren musste. Fehler kann jeder machen, aber ich glaube, dass er sehr stark überdenken muss, ob er noch Landesvorsitzender in Thüringen bleiben kann. Tja, ich glaube, er glaubte damals, dass du sehr stark überdenken musst, ob du noch Parteivorsitzender sein kannst. Frau Petri hat daraufhin ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Ich hätte das mal mittragen sollen, habe ich aber nicht. Eine verpasste Gelegenheit? Nee, hättest du nicht. Du hättest das lassen sollen, dich dagegen aussprechen sollen, um die Partei nicht weiter in die Bedrohung zu bringen. Du hättest selbst deine Position ändern müssen, anpassen an das, was tatsächlich wahr ist. Zur Gelegenheit. Ich habe in den vergangenen 2 Wochen eine signifikant erhöhte Anzahl von Presseanfragen gehabt. Und nicht wenige davon fragten mich mehr oder minder fast entgeistert, ob es denn stimme, dass ich hierher eingeladen sei. Die Medienvertreter wollten wissen, wo steht denn dieser Meuthen? Auf der einen Seite, also macht er auf bürgerliche Fassade oder ist in Wirklichkeit einer von den ganz Rechten? Oder ist das echt mit der bürgerlichen Fassade und der tut da nur so, weil er das tun muss, qua Funktion? Ich nehme an, bürgerliche Fassade oder bürgerlich heißt dann in diesem Gebrauch, am Ende vom Tag macht er doch grob, was wir haben wollen. Also am Ende vom Tag bleibt die Grenze offen, am Ende vom Tag sind Transmenschen auf und so weiter und so fort. Am Ende vom Tag können wir Crossdressing spielen mit kleinen Kindern an Kindergärten. Am Ende vom Tag bleibt hier alles so, wie es hier ist, ob du hier bist und nicht. Ja. Ne? Aber der sagt dann ein paar Sachen, die den Rechten gefallen. CDU-Struktur erhalten. Also er hält die innere geistige Struktur des CDU-Abgeordneten. Ist er die Bremse in unserem Auto? Ne? Ist er ein beruhigendes Element, das uns am Ende sogar noch hilft, damit die Leute nicht wirklich Gegner von uns wählen? Und so bin ich nun heute hier bei und unter Ihnen und ich sage Ihnen, ich bin es gern. Muss ich doch wohl sagen. Ein Stück weit Politiker treffen, sprechen muss sein. Also, ich glaube. Muss ich sagen. Alter, ey, wie würdelos. Ja, du kamst damals zur Veranstaltung. Ich würde auch übrigens raten, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also, ich glaube nicht, dass du damals schon dachtest, was sind das denn für ganz böse Leute hier? Ich glaube, du hast dich schon im selben Boot mit denen gefühlt damals. Aber naja, dann wurde ja gesagt, du lässt jetzt die Scheiße oder wir dich richtig und du kannst dich gleichzeitig hier profilieren, indem du uns den Feindzeugen gibst und deine Meinung hat sich schwuppdiwupp geändert. Ich kann nicht sagen, ich bin da hingefahren und ich habe mich da unwohl gefühlt. Ja, wieso bist du da hingefahren? Kann ich machen. Ja, ich habe mich manches Mal in Parteiversammlungen... Ja gut, aber wenn ich jetzt zu dem Treffen der Liberalkonservativen eingeladen werde, dann werde ich da ja trotzdem nicht behaupten, wie gesagt, das, was wir gerade besprochen haben, das Gegenteil davon. Um mich den anzuwidern. Ich kann halt sagen, ja, schön, guten Tag, meine Damen und Herren, aber es ist trotzdem nicht so, was Sie glauben. Also es ist, weil es halt nicht wahr ist. Weil es halt, an irgendeinem Punkt endet Politik mal und Public Relations und das, was übrig bleibt, ist, worum man nicht dran vorbeikommen wird. Das wäre jetzt ein sehr schöner Punkt in der Doku Inside betreutes Kacken in 6 Jahren oder so, ne? Wo dann geschnitten wird von diesem Moment zu, ja, musste ich sagen, ist halt, wenn du mit diesem Plattenmacher da einen Podcast betreiben willst und es ging ja auch um Geld und außerdem hatte ich ihm schon 7 Videos geschickt, auf denen ich Hitlergrüße mache, insofern, der hatte mich echt am Sack.
Ich hatte da, also, ich hatte danach nicht mal gefragt. Er hat es einfach so gemacht, er wollte schon mal auf Nummer sicher gehen. Franzi meinte, man macht das so. Wenn da die wenn da Leute waren, mit denen ich tendenziell nicht viel an der Backe hatte, ich drück's mal so salopp aus. Aber da kann ich nicht sagen. Als Parteivorsitzender. Mit wem hast du denn was an der Backe? Jetzt noch? Und mit wem hattest du denn wirklich was an der Backe? Das Problem ist, deine Backe ist nicht mal eine richtige Backe. Ne? Deine Backe steht für nichts. Jetzt noch muss ich ein. Natürlich habe ich versucht, diese Rolle zu spielen. Ich meine auch, dass es meine Aufgabe. Und jetzt spielst du keine Rolle. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem von dem Typen, der alle seine Überzeugungen über Bord wirft. Wieso sollten wir dir irgendwann nochmal irgendwelche Überzeugungen glauben? Ja. Ist. Das habe ich auch mehrfach schon gesagt, wenn ich Bundessprecher einer Partei bin. Ich meine, wir können doch genauso dann, wenn du wieder rechts geworden bist, wenn wir den Laden übernommen haben in 10 Jahren, dann die Doku machen von wegen, hey, hier sind deine gekackten Aussagen aus dieser scheiß MDR-Doku damals. Ja, musste ich halt sagen. Also ich war damals ins Lager der Medientreuen gewechselt, weil ich auch mich selber hier einer Bedrohungslage gegenüber gesehen habe. Und ja, also was soll ich denn da machen? Soll ich in die Doku gehen und denen sagen, dass die scheiß Kacks sind oder wie? Die verschiedenen Strömungen der Partei zu bereisen und integrativ zu wirken und das alles mitzunehmen. Das habe ich da gemacht. Ich habe das auch gern gemacht, habe mich da auch wohlgefühlt. Ein ganz schönes Verwirrspiel. Ja, klar. Da bleibt doch auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie können, glaube ich, heute dieses Glaubwürdigkeitsproblem deswegen nicht mehr wirklich behaupten, weil ich ich weiß nicht, wie oft erklärt, ich habe es auch jetzt gerade in unserem Gespräch getan, warum bin ich da hingegangen, was waren die Motive, wie habe ich mich da gefühlt, wann habe ich das nicht mehr getan? Ja, du hast erklärt, ja, ich bin halt ein Opportunist, ja, die können mir doch jetzt nicht mehr vorwerfen, ein Opportunist zu sein, also oder nur das zu sagen, was die Leute hören wollen, ja, aber das schließt sich halt nicht aus. Ja, er hat sein Fähnchen nach dem Wind gedreht. Es hatte definitiv System, dass der Flügel die verbale Enthemmung innerhalb der AfD stetig Schritt für Schritt vorangetrieben hat. Vokabeln, die anfangs unsagbar waren, wurden durch die stetige Wiederholung irgendwann verfestigt und zu. Ja, die sind klug vorgegangen und einige von diesen Vokabeln haben auch ihren Platz wieder verdient. Das sind ja meistens auch, wir reden ja nicht über aggressive Vokabeln oder sowas oder die Direktgewalt implizieren, aber jetzt sagen wir mal sowas wie Volksgenosse oder so. Klar, das hat ein bisschen einen altertümlichen Charakter und Charme an sich, aber das ist an sich keine gewalttätige Vokabel und sie beschreibt ja durchaus etwas Nachvollziehbares. Auch ein Türke könnte sich darauf beziehen, auch ein Chinese kann sich darauf beziehen und gerade zum Beispiel die Chinesen tun das ganz erheblich. Han-Chinesen wollen nicht nur die dominante Demografie in China sein, die betreiben zum Beispiel im Blick auf die Uiguren auch eine Haninisierung. Also das ist dort Programm. Verständlichen Sprachgebrauch. Das führte zu einer stetigen Radikalisierung und zu einer Radikalisierungsspirale, die sich kaum aufhalten ließ. Höcke wollte schon die ganze Zeit in Dresden auftreten, im Ballhaus Watzke. Und ich habe als Landesvorsitzende Sachsen alles versucht, damit das nicht zustande kommt. Was eine große Hilfe. Wir haben gesagt, Höcke darf nicht in Sachsen für die JA auftreten. Der Kreisverband Dresden hat sich dann darüber hinweggesetzt und ihn und das trotzdem organisiert. Und da konnten wir, ne, ich kann mich ja nicht vor die Tür stellen und die Leute abhalten. Da war dann nichts mehr zu machen. Ich bin der Jungen Alternative hier in Dresden dankbar dafür, dass sie die Einladung ausgesprochen hat, dass sie den Mut bewiesen hat. Auch bei einer Franzi, es könnte sein, dass das so war. Es könnte genauso gut sein, dass sie das jetzt sagt. Man weiß halt nichts mehr bei der Frau. Einen unbequemen Redner einzuladen. Ich schätze jetzt auch irgendwie den Höcke nicht als einen ein, der sich dann da so reindrängt, der so hört, nee, die wollen mich nicht haben, da die junge Alternative so und so. Ich komme aber trotzdem, also jetzt komme ich hier nochmal um die Ecke und rufe nochmal diverse Leute an, dass ich da trotzdem kommen kann.
Das war ein ganz schlimmer Abend. Ich habe mir das alleine im Livestream angeguckt. Ja, also so wie damals Leroy Jenkins halt rennt einfach immer rein. Ne? Björn Höcke! Sie hat sich das im Livestream angeguckt. Das Schlimmste allein war für mich wirklich den Jubel in diesen Ballsaal zu hören. Ja, ja, du warst auch da schon ein überzeugter Antifaschist. Ne? Ja. Oder zu sehen. Es brennt so, mein Schatz. Ja, so bist du dem Jubel begegnet, wahrscheinlich. Und fake, ihr Gesicht war damals noch länger, als es breit war. Ich habe gedacht, das darf einfach nicht wahr sein. Die brauchen wir auch. Die brauchen wir in dem Sinne, dass der Dauerfokus auf den Dämon, den das derzeitige System als seine einzige Alternative verkauft, uns halt gefangen hält in der Absurdität, in der wir gerade leben. Ne? Wir brauchen keine Besessenheit davon. Auch ein Höcke ist nicht besessen von der deutschen Geschichte. Einzig dieses System und die Leute, die es erschaffen hat, als die Opposition, die gewünscht ist, die Altrechten, die sind besessen von der deutschen Geschichte. Ja, das war so ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Partei geändert hat. Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was mich am Anfang an der AfD fasziniert hat. Das war einfach nur noch erschreckend und angsteinflößend. Ja, irgendwie haben alle Angst. Ich finde, die Leute halt müssen mit ihrer scheiß Angst aufhören. Die Leute müssen ein bisschen mutiger werden. Und stehlen bleiben und das Dinge aushalten und einfach mal sich auf die eigene Stärke verlassen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind halt auch von sehr schwachen Charakteren umgeben, die spüren, dass sie nicht viel eigene Stärke besitzen und deswegen kriegen die ständig Schiss von ihrem eigenen Schatten. Das Ding ist auch, ich glaube ihr das nicht oder auf jeden Fall in der Tendenz nicht. Ich glaube diesen ganzen Leuten nicht, dass auf jeden Fall der wirkliche Beweggrund dahinter dann war, dass sie Angst hatten, dass sie da irgendwie Teil sind von der neuen Erschaffung von Nazi-Deutschland oder irgendeines faschistischen Regimes, das dann irgendwelche Gräueltaten begeht oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war dann etwas, was praktischerweise angeboten wurde als Rationalisierung von ihrem Opportunismus und dass sie darauf angesprungen sind. Dass sie dann gesagt haben, ja, okay, stimmt, ja, ich bin gar nicht einfach nur ein kleines Würstchen und werfe meine Überzeugungen über Bord, weil ich keinen Bock mehr habe, dass ich ständig auf die Mütze bekomme vom Establishment. Ja. Nee, ich bin ein tapferer Widerstandskämpfer und die hatten im Grundsatz schon recht, dass das böse Nazis sind. Ne? Ich glaube, kaum jemand will sich selber als Heuchlerseelen sehen und insofern springen die dann auf diese Impulse an. Aber es ist nicht, dass sie das wirklich in sich selber verinnerlicht haben. Nimm die Repression weg und eine Franzi wäre heute noch in der AfD. Ja, das ist eine Mischung, das ist klar. Als ich persönlich damals die Rede von Herrn Höcke gehört habe, hinsichtlich des afrikanischen Ausbeutungs... Wo wart ihr, als der die Rede gehalten hat? Typus. Oder der erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Das ist nicht löblich, aber mein erster Gedanke war damals tatsächlich, Gott, wie krieg ich das gerechtfertigt? Was erwartet mich am nächsten Morgen? Was erwartet mich am nächsten Tag, wenn ich wieder in die Schule gehe? Was erwartet mich das nächste Mal, wenn ich wieder Freunde treffe, wenn ich wieder Familie treffe, wenn ich wieder am Infostand stehe? Wie kriege ich das erklärt? Dann kannst du die über die RK-Selektionsstrategie redpillen. Ja, der Ares Verlag hat da ein Buch drüber veröffentlicht, für den wir mal Werbung gemacht haben. Das können wir sehr empfehlen. Das ist, es gibt sie doch, oder so wie es heißt, über die Unterschiede vom Jolly Heretic geschrieben, der auch auf YouTube vertreten ist. Da kann man sich über all diese Themen informieren. Weil es sich nicht erklären ließ. Also das waren Aussagen, die waren nicht zu rechtfertigen. Sprich für dich. Ja, ich finde das auch immer super, die sind nicht zu rechtfertigen. Ne? Also niemand macht sich darüber Gedanken, sind sie falsch, sind sie richtig? Ich krieg's einfach nur nicht an den Mann gebracht. Also nicht, dass das überhaupt keine Rolle spielen sollte, was man auch an den Mann bringen kann. Aber, es sollte auch ein bisschen Gewicht darauf gelegt haben, ob das stimmt oder nicht. Ne? Kleiner Exkurs übrigens, kennst du das Spiel Worms, wo man sich abballert mit Würmern gegenseitig? Ja, aber das ist schon alt, das habe ich schon ewig nicht gespielt. Ja, gab auch ein paar Teile davon, aber auf jeden Fall, er hier hat die sogenannte Holy, die heilige Handgranate. Ich selbst habe damals bei den Neujahrsempfängen im Rathaus von Münster das Vergnügen gehabt, immer eine Rede für die Jugendorganisation halten zu dürfen.
einen guten Teil dieser Rede habe ich dafür aufgewendet, auch darüber zu sprechen, wo sind die roten Linien für uns als Partei. Wir brauchen keine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Genauso wenig brauchen wir Reden, die genauso verachtenswert wie dumm sind, über vermeintliche Kümmelhändler und Kameltreiber. Auf diese Hinterhof-Rhetorik können wir weiß Gott verzichten. Dafür gab es einen Münster-Applaus. Sie sagt, nein, wir müssen, also was wir hier Erinnerungskultur nennen, ist einfach nur eine große Huldigung der Kollektivschuld des deutschen Volkes. Ne? Das ist der Punkt. Halt besser nicht aufmucken. Im Endeffekt geht es darum, dass so Leute wie du dazu gebracht werden können, nicht weiter darüber nachzudenken, wenn einer wie Höcke dann von der ERK-Selektionsstrategie spricht. Ne? Das ist der Punkt, weil das klingt dann wieder zu sehr wie der Boogeyman. Alle Wege führen immer nach Nazi-Deutschland, alle Wege außer die des Systems. Ne? Das ist der Punkt davon und das muss komplett abgestellt werden. Bei den Kameltreibern, wie gesagt, mag seinen Platz haben auf irgendwelchen Boomer-Veranstaltungen da. Ich will es auch nicht den Krupalla, die Weidel sagen hören, einfach weil das zu Boomer-esk, zu plump ist. Ne? Ist es nicht das Image, das ich an der Spitze sehen will? Ja, aber gut, wie gesagt, da muss man auch irgendwann mal genug Politiker sein zu sagen, auch wenn ich mich selbst dieser Worte nicht bediene, weil ich eine andere Klasse repräsentiere, werde ich nicht verhindern können, dass andere Leute anderen Klassen angehören und diese Rhetorik benutzen, ja. Klar, also, so viel Härte muss man halt besitzen. Wenn Gunnar Lindemann das sagt, habe ich da kein Problem. Ja, genau. In anderen Kreisverbänden und in anderen Landesverbänden hätte ich diese Rede so nicht mehr halten können, auch schon zu diesem Zeitpunkt. Wieso? Was wäre denn passiert? Also, die hätten nicht... Du hättest sie anders Ja, du hättest die anders formulieren müssen natürlich. Aber erstmal auf dem ersten Punkt hätte man dir inhaltlich deutliche Kritik geben können, die auch stimmt. Und auf dem zweiten Punkt hättest du nur sagen müssen, du hättest das anders formulieren müssen. Ist das klug, sich so auszudrücken? An wen sprechen wir hier an? Das ewige Boomertum? Ist das aristokratischer Geist, der ist doch auch zu fördern gilt? So kann man da angehen. Und dann wahrscheinlich der Kompromiss wäre eben, für alle Personen ist das nicht empfehlenswert, aber es ist auch nicht so, dass es so schlimm wäre, wenn es irgendwer tut. Klar. Und selbst wenn man hart bleibt, auch beim ersten Punkt, der sicherlich im Großteil der AfD anders gesehen wird, als du das gesehen hast, das hätte nicht dazu geführt, dass du komplett isoliert wirst in der Partei. Solange du da nicht kommst, und das wäre der Knackpunkt gewesen, von wegen, dann bist du ein Nationalsozialist und mit Leuten wie euch will ich nichts zu tun haben. Klar, dann hättest du dich isoliert in der Partei. Aber wenn du normal und respektvoll über diese Dinge redest, dann hat keiner ein Problem damit. Ja, vor allem solange du in den zentralen Themen dann immer noch die Treue hältst. Ja, genau. Wir müssen dem Bürger ein Angebot machen. Das Angebot von einem neuen und von einem besseren Deutschland. Ein Deutschland, das stolz ist auf seine Kultur und seine Identität. Ein Deutschland, das Familien wieder als das begreift, was sie sind. Das Fundament unserer Gesellschaft und sie auch entsprechend fördert. Ja, aber welche fördert. Kultur, welche Identität? Das sind ja immer nur so diese CDU-Stichworte. Das muss ja irgendwann auch mal mit Inhalt gefüllt werden. Wir reden da jetzt Jahrzehnten drum herum. Und Leitkultur und Identität hier und Identität da. Aber sobald mal irgendjemand auch nur ein Hemd anzieht, das nach Uniform aussieht, landet er im Knast. Ne? Also so wird sich eine Identität und eine Kultur schwer etablieren lassen. Es ist ja alles, was irgendwie dann das versucht, mit Inhalt zu füllen, verboten und von euch abgelehnt. Die Identität darf sich auf jeden Fall kulturell und ethnisch nicht abgrenzen von irgendwelchen anderen. Ne? Ansonsten ist das ja quasi schon völkisch. Es darf nicht im großen Liberalismus das Wort genau. Also im Endeffekt kann diese Identität nur in einem Stolz auf den großen Liberalismus bestehen, ne? Wo wir dann immer landen. Also das war ja auch Franzi Schreibers Ding von wegen, wie gesagt, wir sind stolz darauf, dass die Regenbogenfahne bei uns weht. Das heißt, die Identität, die Konservative hier wollen, ist einfach nur, ist das nicht geil, dass die Grünen über uns herrschen? Im Endeffekt. Ja. Ein Deutschland, in dem abends niemand nach jahrzehntelanger harter Arbeit Flaschen sammeln gehen muss. Vor allem aber ein Land, in dem es keine Rolle spielt, welche politische Ausrichtung, welche sexuelle Orientierung oder welche Religion ein Mensch hat, wenn er dieses Land liebt, unsere einzigartige Kultur lebt. Ja, aber die Frage ist aber auch natürlich das, auch. Das macht doch keinen Sinn. Also mach du erstmal von mir aus. Ja, also ich halte es ganz kurz. Die Frage ist, was liebst du denn mehr? Dieses Land oder deine andersartige Sexualität auf dem Christopher Street Day ausüben zu können? Ja, erstmal das. Das und zweitens in einen Konflikt stehen. Genau, es gibt diese Ideologien, die sind ja nicht einfach zu vereinbaren. Also Nationalismus und LGBTQ-Propaganda ist schon mal schwer. Nationalismus und Islam ist richtig schwer. Der Islam ist eine, sag ich mal, Allrichtigkeit beanspruchende Ideologie. Es ist relativ schwer, mit dem Kompromisse einzugehen.
Weil die meisten, die das ernst nehmen, den Islam, es nicht wollen. Die werden sich im Zweifel für den Koran und gegen das Gesetzbuch entscheiden. Und deswegen ist das nicht einfach zu vereinen. Du setzt ja Dinge schon voraus, die überhaupt nicht klar sind. Also, und die meisten wirklich gläubigen Leute und die meisten Leute, die das mit der LGBTQ-Propaganda ernst nehmen, werden sich im Zweifel auch immer dafür entscheiden und gegen deine Position. Deswegen muss deine Position mit Druck durchgesetzt werden. Und ein Teil dieser großartigen Gemeinschaft ist... Und auch bei mir hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass diejenigen, die meinem Flügel nicht zugehörig waren, die diese Kritik nicht teilten, bei meinen Wortbeiträgen auf diesen Neujahrsempfängen, aber auch auf Parteitagen, geschlossen den Saal verlassen haben. Und dass dann auf einmal ein Drittel oder die Hälfte der Stühle leer war, weil die Leute diese Kritik innerhalb der Partei nicht zugelassen haben. Ich gehe stark davon aus, das hat etwas damit zu tun, wie du sie vorgetragen hast. Ich gehe stark davon aus, dass du nicht offen mit dir hast reden lassen, dass du nicht respektvoll diesen Leuten gegenüber warst, auch denen, die gesagt haben, erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, dahinter stehe ich, ne? Sondern dass du mit Mainstream-Verunglimpfungen diese Leute zur Schnecke gemacht hast. Und ich habe für mich den das kann natürlich sein, aber auch auf der anderen Seite muss ich natürlich irgendwann mal sagen, es ist aber auch irgendwann, man müsste mal, vielleicht ist eine Ansprache dafür das Falsche, aber der hätte dann natürlich mal in so einer Debatte da auftreten müssen, in der AfD und mal seine Position vertreten müssen, weil das macht ja alles vor und hinten keinen Sinn. Ja genau, ich hätte ihn dann mal gefragt, wie halten wir es denn jetzt mit den Leuten, die den Islam ernst nehmen? Da ist kein Kompromiss zu machen. Der Koran und sowas, die sind da relativ eindeutig. Und frag mal irgendeinen islamistischen Prediger. Die machen mit dir diese Kompromisse nicht, die du mit ihnen machen willst. Die lassen sich nicht kacken. Schluss gefasst zu dieser Zeit, dass ich kein überregionales Mandat anstreben würde und es mir relativ egal ist, ob ich auf Landeslisten oder auf Landesebene oder auf Bundesebene keine Mehrheiten mehr für mich haben würde. Viele Bundestagskandidaten, viele Menschen, die für Mandate auf Bundesebene kandidieren. In anderen Worten, dann wurde dein Stolz gekränkt dadurch, dass du dich unbeliebt hast, gemacht hast in der Partei und du kein hohes Amt da mehr bekommen hast. Und deswegen bist du dann zum Feindeslager übergelaufen. Was bedeutet, die Leute, die dich da isoliert hatten, die haben genau den richtigen Riecher gehabt mit dir. Ja, aber wenn ich es ihm positiv auslegen wollte, würde ich halt sagen, gut, er ist bei seiner liberalen Position geblieben. Da müsste ich aber dann wieder die inhaltliche Kritik üben. Wie sinnvoll ist diese gottverdammte liberale Position? Hat die uns nicht genau hierhin gebracht? Ist es nicht offensichtlich und einsichtig, dass die nicht zu halten ist? Und ich will also kurz schön, halten, dass du dich da selbst unter dem Gesichtspunkt, okay, mach. Er sitzt hier nicht gerade auf seinem kleinen YouTube-Kanal und äußert seine liberale Position halt aus der AfD geschieden, ja, okay, klar, und kritisiert klar. Sie. Er sitzt hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Er sitzt hier bei irgendwelchen Neomarxisten, die es geil finden, wenn wir wortwörtlich ausgetauscht werden. Ne? Mit denen paktiert er, um sich profilieren zu können, gegen seine alten Verbündeten. Ja. Ja, aber also selbst wenn ich es so positiv auslegen wollte, wie ich das irgendwie könnte, was schon nicht mehr realistisch ist, aber dann hast du dich halt dafür verbrennen lassen von der Inquisition für die Position, dass die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems steht, was sie halt nicht steht. Also schön, das ist ja irgendwo noch so eine Ehrenhaftigkeit, die du also im besten Falle auf dich beanspruchen kannst, aber du liegst halt immer noch falsch. Ist das nicht auch ein bisschen zu bedenken? Ja. Mhm. Aber natürlich ist es auch nicht so, wie gesagt, wie viel Märtyrer, ne, wenn du danach, wie gesagt, als Feindzeuge beim Ersten sitzt. Ja, es ist recht simpel. Wenn du da sitzt, dann bist du. Und dass du in irgendeiner Form vielleicht sogar rausgeekelt wurdest von der AfD, das war exakt richtig so. Ne? Das zeigt sich im Nachhinein dadurch, dass du überhaupt dazu zu bringen warst, zu diesen Leuten zu gehen und mit denen zu paktieren gegen uns. Die haben diese Kritik dann irgendwann nicht mehr geäußert. Ja, frag die mal. Frag mal die Kopftuchfrau und den Mann da, wen sie im Zweifel die Oberhoheit geben. Dem Koran und ihren Glaubensgelehrten oder dem Bundesverfassungsgericht. Ich kenne die Antwort. Bürgerliche Bindung durch diese Höcke-Reden verloren. Also viele bürgerliche Leute vorbei. Und es waren aber viele Leute im Migrationshintergrund, das ist bis heute so. Viele Leute im Migrationshintergrund aus der muslimischen Community sagen, sie würden AfD wählen, weil alle sehr, sehr konservative Menschen, klassisches Familienbild, in meisten Fällen auch religiös, ein bisschen religiöser als die deutsche Gesellschaft. So ein bisschen religiöser als die deutsche Gesellschaft, aha. In Afghanistan wollen 99% die Scharia, so ein bisschen religiöser als die deutsche Gesellschaft. Ich hatte ja zum Beispiel mal eine Situation an einem Stammtisch, da hatte ich zwei Damen, eine aus Sri Lanka. Was ist denn das da? Die schielt hier auch noch halb. Also
Die macht außerdem Cultural Appropriation mit ihrem Haarstil. Einer aus dem Kongo. Die haben sich für die AfD interessiert, weil die auch sicherlich ihre Kritik haben, ne? Und sind dann zum Stammtisch und Essen gekommen, weil die hier aus der Region kommen. Und das fand ich sehr positiv. Ich fand das richtig top, weil ich wollte diese Leute einbinden, egal wo die herkommen. Ja, aber auch das, man sollte halt nicht so, wie gesagt, schon so feuchte Augen bekommen, wenn sich ein Afrikaner für Deutschland interessiert. Das ist, man sollte nicht so einladend sein. Man sollte jetzt vielleicht auch nicht komplett abweisend sein, aber man muss den schon klar machen. Das ist eine große Herausforderung. Und auch eine große Bürde für dieses Land, dass wir hier Leute anderer, grundanderer ethnischer Abstammung integrieren können. Wir können das vielleicht in kleinen Zahlen bewirken, aber es muss ihnen klar sein, dass ihre, sag ich mal, ihre ethnischen Differenzen ein Grundproblem darstellen, um das man herumarbeiten muss. Anstatt, wie er zu sagen, ja wunderbar, kommt doch alle, noch mehr Afrikaner in die AfD. Das ist die falsche Position. Und das verkennt die Problematik, die dahinter steht. Nicht nur das, es ist halt geboren aus Schwäche und dem Wunsch nach Absolution. Ne? Das ist sein Ticket in die Absolution. Mehr Afrikaner in der AfD ist sein Ticket daraus, dass er irgendwie glaubhaft halt dargestellt werden kann als Faschist, als Nazi oder irgendwas. Ne? Ja. Du kannst nur strategisch klug denken aus der Position heraus, es ist mir egal, ob ich im Augen von den ARD-Leuten ein Nazi bin oder nicht. Es spielt keine Rolle. Ja, also Afrikaner oder Leute deutlich anderer ethnischer Prägung in der AfD, in so nationalen Bewegungen zuzulassen, das ist wie über einen gefrorenen Teich gehen. Ne? Man mag einen Weg finden, aber tread lightly. Ja, genau. Man muss sehr vorsichtig sein. Und man darf nicht benebelt sein von der Substanz des Verlangens nach sozialer Akzeptanz im Mainstream. Und das war er. Genau. Und dann eine Arschbombe auf diesen gefrorenen See macht. Ja. Muslime oder wer auch immer sind. Ne? Die beiden Mädels waren... Ja, es geht ja um deine Außenwirkung. Du wolltest nach außen wirken wie jemand, der aber wirklich kein Problem mit denen hat. Ne? Und es geht hier nur um die, die wirklich böse sind und wir haben kein Problem mit der Hautfarbe. Du darfst nicht so kontrollierbar sein. Nicht, dass es falsch wäre, kein Problem mit der Hautfarbe an sich zu haben und das Individuum zu sehen. Aber es darf keine Obsession werden, so gesehen zu werden nach außen. Ne? Vor allem nicht gegenüber dem Mainstream. Ob der Mainstream dich so darstellt, als ginge es dir um die Hautfarbe und um Schädelform und Nasengröße, das muss dir egal sein. Das muss dir buchstäblich egal sein. Ja. Ansonsten bist du emotional zu einem gewissen Grad kontrollierte Opposition. Ja, und man muss, wie gesagt, gegenüber diesen Interessenten auch mit einem gewissen Grad an Strenge auftreten, damit man sich eben nicht auch öffnet dazu, auch unfreiwillig unterwandert zu werden. Ne? Also diese Leute bringen ja jetzt auch oft nicht machiavellistisch gesprochen, aber unbewusst ihre Interessen mit in die Partei. Und wenn du da zu viele zulässt, hast du dann am Ende den Interessenverbund der Afrikaner in Deutschland, was nicht der Sinn der AfD ist. Sehr, sehr sympathisch. Am nächsten Tag morgens saß ich am Frühstückstisch und und dann rief mich irgendwann der Kreissprecher an und sagt, ja, er will keine Afrikaner hier haben, weil die Bäume von den Bananen von den Bäumen pflücken und so weiter. Weil die Bananen von den Bäumen pflücken? Tja, das mag eine ein wenig plumpe Begründung sein, aber wie gesagt, gegenüber einem zu großen Zuwachs aus dieser Richtung, vor allem dann auch noch kompromissloser Zuwachs, also im Sinne von, oder besser gesagt, bedingungsloser Zuwachs. Also du willst die einfach nur haben, denn du hast Bock auf einen Haufen Afrikaner, weil die Optics davon gut sind. Das ist eine kritikwürdige Herangehensweise. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, weil er schrie mich an. Er schrie mich an durchs Telefon und Und wie gesagt, die Vertrauenswürdigkeit dieser Leute und ihrer Darstellung ist alleine durch das Format getrübt. Ne? Kein ehrlicher und integrer Mensch würde jemals ins MDR gehen und dort dann die frohe Kunde preisgeben, dass die AfD ein Haufen Nazis sind. Wenn dann einfallen würde und ich hätte das auch immer so gesehen, ich habe gesagt, nein, ich habe das nie so gesehen wie du. Ich habe immer die Kritik gehabt an diesem Radikalismus, ja, aber ist mir doch scheißegal, was weiß ich, wo der herkommt, ja, wenn der hier sagt, er möchte einen positiven Teil sein. Das ist den großen Zahlen eben nicht scheißegal, ja. Genau, und es reicht auch nicht, dass die das einfach sagen, ja. Es mag irgendwo sein, dass sich irgendwann jemand nach vielen Jahren der zweifellosen Betätigung für die Sache sich bewähren kann, aber auch dann, diese Leute müssen sich erstmal bewähren, ja, die darf man nicht zu leichtfertig aufnehmen, weil
nochmal, die ihre Interessen mitbringen, die sie sich ja auch oft selbst gar nicht bewusst sind. Es ist halt schwierig für einen in Deutschland lebenden Afrikaner, weniger Migration zu fordern, weil er ja selbst nur durch diese Migration ins Land gekommen ist, ja. Das stellt ja schon einen Widerspruch dar. Im Falle des Individuums vielleicht keinen unüberwindlichen, aber das ist auf jeden Fall nichts, was man leichtfertig zulassen dürfte. Ja, und das kapierst du halt nicht. Ja, aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, weil du ein guter Mensch sein willst, in den Augen der Ideologie deiner Feinde. Ja, er will unbedingt so früh wie möglich und so deutlich wie möglich diesen Cut-off machen können. Von wegen, ja, geht mir nicht um das Individuum, geht mir nicht um die Hautfarbe und so weiter, ist mir alles egal, ich sehe doch nur das und das. Ne? Und diese Sucht nach dem Cut-off macht ihn irrational. Land beitragen, meine Güte, dann kann man doch nicht hingehen und den aufgrund der Hautfarbe irgendwie, oder sie, die beiden Damen da aufgrund der Hautfarbe irgendwie, also... Dann rief mich noch ein anderes Vorstandsmitglied an und sagte, Budagi, die Debatte brauchst du nicht aufmachen, da verlierst du. Und das war für mich so der Punkt, wo ich wusste, dass ich verloren hatte. Also ich wusste, ich habe verloren. Also weil ich mich auch sehr... Und dann, wie gesagt, sei mal dahingestellt, dass das einzige Problem mit diesen Leuten war. Wir hören jetzt gerade eine Seite. Ich wäre mir sicher, die anderen hätten noch andere Sachen dazu zu sagen, was der Grund ist, aus dem man auf diese Leute keine Lust hatte. Ich habe es irgendwo angegriffen gefühlt, hab, weil ich gewusst habe, okay, jetzt wird das alles für mich auch dünner. Interessante Frage. Ne? Der kommt doch selbst aus dem Iran. Ich meine, der ist ja selbst schon oder hat iranische Vorfahren. Der ist ja selbst die Widerlegung der strengen Form seiner eigenen These. Exakt. Wie ist ein Serge Menge eigentlich da reingekommen? Ne? Wie ist das alles passiert? Ja. Wie heißt der? Wie heißt nochmal? Homib. Genau. Ich glaube, dass die Partei hier einen Fehler macht und ich werde mir die kommenden Monate des Wahlkampfs vorbehalten, mir die Entwicklung der Partei in diesem Zusammenhang sehr genau anzuschauen. Ich habe entschieden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Ich bin unmittelbar nach dem Austritt von Frau Petri zum Bundesparteitag nach Hannover gefahren, als die Frage offen stand, wer würde diese Partei langfristig führen, welchen Weg würde diese Partei langfristig nehmen. Das ist schon die Musik für, keine Ahnung, die Leute sind schon auf dem Weg in die Kammern. Auf jeden Fall sitzen sie in den Zügen. Ne? Jetzt passiert es gleich. Ist unglaublich. Jürg Meuthen war auf diesem Parteitag als Bundessprecher gesetzt. Vakant waren die anderen Vorstandspositionen. Vorgesehen damals für den zweiten Bundessprecher war Georg Bazderski, damals ein enger Vertrauter von Frau Petri, der politisch ein ähnliches Profil vertreten hat und ihr nachfolgen sollte. Vor allen Dingen aber ihre Rolle mit der Kritik am Flügel, mit dieser vehementen Ablehnung der völkischen Tendenzen um Björn Höcke weiter Ausdruck verleihen sollte. Meuthen war ja damals auch beim Flügel. Ja, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, wir müssen jetzt gewinnen. Ja, das muss jetzt funktionieren. Berlins AfD-Chef Georg Pasterski, er ist sich ziemlich sicher, doch dann tritt die schleswig-holsteinische Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein ans Pult, klare Kandidatin des Höcke-Flügels. Von Sayn-Wittgenstein wollte zweite Bundesvorsitzende werden. Ja, die ist ja komplett Kuckuck. Ja. Holocaust-Leugnerin. Ja, die ist komplett Kuckuck, also wirklich durchgeknallt. Ist das so? Ich kenne die Frau quasi null. Ist die eine Holocaust-Leugnerin? Ja, wahrscheinlich wieder nicht, im strengen Sinne. Ich habe auch von der Sayn-Wittgenstein schon so relativ abstrakte Boomer-Takes mal gehört. Ich kann mich jetzt da nicht genau aus. Aber ja, ich glaube, das ist dann mehr so, wie gesagt, ein bisschen in die Richtung verwirrter Verschwörungsboomer. Mag sie manchmal gehen. Aber das wäre dann auch, glaube ich, alles. Vor allem, wenn du auch nur harte Zweifel an den Zahlen hast in Deutschland, dann sperren die dich in den Knast. Und wenn du, keine Ahnung, 95 Jahre alt bist, wie Oma Haferbeck, ne? Insofern, ja. Wieso läuft die überhaupt frei rum? Also, ich wage es zu bezweifeln, dass diese Darstellung stimmen kann, wenn die allein nur auf diesem Podium da stehen kann. Es war eine Stimme. Sein Wittgenstein hat fast die Mehrheit, gut, der hat eine Stimme gefehlt. Ich sah damals in die Gesichter einer Beatrix von Storch und auch einer Alice Weidel, die zu diesem Zeitpunkt sich selbst noch ganz klar dem moderaten Flügel der Partei zugeordnet hatte. Und ich sah leichenblasse Gesichter.
ich sah eine Fraktionsvorsitzende Alice. Ja, also ich meine, das Ding ist halt, mir ist das scheißegal, wie radikal die sind. Also, so, die können fast nicht radikal genug sein, meinem Geschmack nach. Das Ding ist, die dürfen halt keine Schwachköpfe sein, ne? Wenn da, wie gesagt, die große Hohlerde am Ende rumkommt oder irgendwas, was dann ins Unfaktische abgleitet, dann wird die AfD ihren Fokus verlieren. Das wäre ein großes Problem. Darauf müsste man sich konzentrieren. Und war Weidel damals eine große Gegnerin von Höcke? Ich hatte die eigentlich eher so als, ja, Kurio-Style, weder Flügel noch Anti-Flügel im Kopf. Ja, Weidel ist für mich schwer einzuschätzen, aber also, dass sie jetzt noch in der Partei ist, wird sie jetzt nicht ganz so moderat machen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht bleibt da das Urteil noch aus. Also Herr Mandic auf Twitter sagt ja immer, Weidel ist ganz furchtbar und wird uns die Meloni machen. Und auch davon bin ich jetzt noch nicht gänzlich überzeugt, ich weiß es halt nicht. Weidel, die sonst medial wahnsinnig stark auftritt, die sich sehr... Ich habe jetzt irgendwie immer bei all diesen Leuten dieses, das musste ich sagen, was soll ich denn da sagen, wenn es dann ein paar Jahren kommt. Das ist dann, keine Ahnung, wenn dann die große Weidel-Diktatur hier ausgebrochen ist, dann kommt wiederum der Mandic in die nächste öffentlich-rechtliche, davon öffentlich-rechtlichen rechten Rundfunk-Doku und sagt, ja, das musste ich sagen, damals gegen Weidel, was soll ich denn sagen? Und wenn dann wieder alles gekackt wurde und kommt Weidel und sagt, das musste ich sagen. Er selbstbewusst gibt, mit Tränen in den Augen, völlig verunsichert. Ja gut, aber es gibt halt Charaktere, die dann, ich weiß nicht, der Manage kommt mir schon relativ stabil vor. Ich glaube, der wird einfach nicht mitmachen. Ich glaube, der würde das, so weit kriegt man den nicht. Ich glaube, es gibt halt Leute, die wirst du nie dazu bekommen, falsch Zeugnis abzulegen, sag mal so. Klar. Die dann für 5 oder 10 Minuten hinter die Bühne verschwindet. Das ist Martin Sellner in etwas fülliger. Das sind manchmal kleine Dinge, die entscheiden. Martin Völlner. Piemont. Ist ja wie Martin Sellner in einem Jahr, wenn er jede Woche da Kuchen essen gefahren ist in Passau. Genau, wie bei einer Straftat, ja. Es sind kleine Dinge, die darüber unterscheiden, ob der eine ein Mörder ist oder der andere nicht. Jetzt mal, um es kurz salopp auszudrücken. Und manchmal sind es kleine Dinge, die entscheiden, ob jemand ein Rechtsextremer ist und den Flügel unterstützt oder zumindest in die Richtung tendiert. Ist lustig, ne? Wie bei der falschen politischen Ausrichtung der Vergleich zum Mörder gezogen wird hier. Erinnert mich an eine Regel, die ich neulich mal über Kunst aufgestellt habe, über, ja, keine Ahnung, Charaktere in irgendwelchen Anti-Helden-Shows und so weiter. Die können Leute umbringen, die können sogar Leute foltern, von mir aus können die vergewaltiger sein. Ich meine, was war diese Stalker-Serie? You heißt die, glaube ich, ne? Ein Typ, der wortwörtlich Frauen stalkt, deren gesamtes Leben halt von innen durchleuchtet, sich dann bei denen anbiedert, mit denen eine Beziehung führt und dann in manchen Fällen, die nachher umbringt. Das ist der Held in dieser Serie. Ne? Das ist die Bezugsfigur. Was die nicht sein können, ist rechts. In der Kunst, ja. Im allermindesten in der Kunst, ist das die einzige Todsünde. Alles andere ist erlaubt. Oder nicht. Ja? Und manchmal entscheiden sich die Leute, sie gehen nach rechts. Und manchmal entscheiden sich die Leute, sie gehen nach links. Und manchmal entscheiden sich die Leute für den Exit. Ich bin mir bis heute sicher, dass das der Punkt war, wo Weidel sich gedacht hat, okay, jetzt werde ich Opportunist. Ja, und ich, ja, lustig, dass er erst das Wort Opportunist reinbringt, ich zu dieser Weggabelung, die er gerade beschrieben hat, behaupte, der Grund dafür, dass man in den Exit geht, wie er es nennt, und sich nicht einfach nur zurückzieht und, sagen wir mal, nichts mehr macht, sondern halt dann in der MDR-Doku hier sitzt, der ist Opportunismus. Der ist nicht Angst vor dem eigenen Spiegelbild. Die wird einem dann als gefällige Ausrede präsentiert, damit man sich weiter selber als Idealisten sehen kann. Aber der Hauptgrund ist, man will nicht mehr auf die Mütze bekommen. Ja, weil ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war die ganz okay. Ich glaube, dass in dem Moment für sie klar war, wo sie sich hin positioniert. Dann ist Gauland reingesprungen, um zu verhindern, dass ein Wittgenstein Parteivorsitzender wird, weil er gemerkt hat, dass es bricht. Das war eine Stimme. Und ich bin der Meinung, also die AfD wäre schon 2017 auseinandergebrochen, wenn Zeit in Wittgenstein damals Parteivorsitzender geworden wäre. Was heißt schon 2017 auseinandergebrochen? Wann ist die AfD denn auseinandergebrochen? Als 2017 die Mehrheiten schon derart knapp waren, hätten wir sehen müssen, dass unser Kampf in der Partei eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen werden würde. Dein Kampf? In den darauffolgenden Jahren haben wir uns immer wieder an jedem Strohhalm aufgehangen, sei es der Ausschluss gewesen von Andreas Kalbitz, sei es die formale Auflösung des Flügels gewesen, seien es einzelne kleinere Erfolge in Landesverbänden, die man dann doch eben wieder mal zurückgewonnen hatte. Jedes Mal, wenn der moderate Flügel einen kleinen Erfolg erreicht hatte, haben sich die Menschen oder die Mitglieder im moderaten Flügel an diesem Erfolg aufgehangen, sagten, jetzt geht's aber in die andere Richtung, jetzt schaffen wir den Umschwung, jetzt geht's wieder zurück. Also ihr beschreibt
Hintergrund, dass die euch nicht einfach geben, was ihr wollt. Und was ihr wollt, ist im Wesentlichen, dass die verschwinden. Vor allem habt ihr halt innerparteilich dieselbe Strategie, wie die CDU sie mit diesem Land hat. Jedes Mal, wenn die einen kleinen Erfolg hat, feiern sie einen Regentanz darum herum und dann machen die Linken wieder 10 Riesenerfolge in ihre Richtung in Folge und das wird von euch dann nicht kommentiert. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem mit eurer politischen Richtung. Deswegen bewegt sich das alles schon nicht nach links. Ja. Weil ihr diese kleinen, unbedeutenden Erfolge abfeiert, als ging es ums Ganze und dann bei den großen Sachen nachgibt. Ja, und das ist auch das Problem. Oder wäre das Problem davon gewesen für die Partei an sich, wenn ihr euch durchgesetzt hättet? Ihr seid eben Schlappschwänze. Ne? Ihr seid Schlappschwänze und ihr könnt nicht gewinnen. Nicht mal innerhalb der AfD, aber erst recht nicht dann an den Zügeln der Macht in der AfD gegenüber dem Establishment. Keine Chance. Ihr lasst euch vor den Karren spannen, wie du es gerade wortwörtlich tust in dieser Doku. Jetzt finden wir wieder zurück zu dieser Gründungspartei, dass das ein großer Umfang an Selbstbelügen war. Das hätte uns eigentlich klar sein müssen. Ja, das ist der CDU in 70 Jahren BRD nicht aufgegangen und sie existiert ja immer noch. Ich hatte auch Angst, dass ich vielleicht mich nicht traue, aus der Partei auszutreten. Ja, was ist, wenn ich doch einen Rückzieher mache oder mich doch wieder von Hoffnung einlullen lasse oder keine Ahnung. Du hattest Angst, dass du dich nicht traust, aus der Partei auszutreten. Ich nehme an, du brauchst jetzt Polizeischutz. Ich habe gedacht, okay, was ist jetzt das, wo du auch nochmal, ist ein bisschen kindisch, aber wo du auch nochmal so den ausgestreckten Mittelfinger zur Partei zeigst oder zu denen, die jetzt noch in der Partei sind, zeigen kannst. Das ist aber auch so das Mindset der verlassenen Freundin oder sowas, ne? Also, nochmal das Leben dessen, der Person ruinieren, die einen geschnitten hat. Ja, und dann dachte sie sich, ich esse jetzt jeden Tag 2 Döner. So von der FDP, so konnte man selber generieren, einen Aufruf, die FDP zu wählen. Die haben dann das Profilfoto dort eingefügt. Und das Lustigste... Hey, ihr widerlegt euch hier selber. Der Faktencheck ist im Hintergrund. So sah sie damals nicht aus. Wäre jetzt eigentlich, den zu posten online. Ja, das hat ja so eine riesen Erfolgsgeschichte mit der FDP gegeben. Ne? Guck dir an, wofür du stehst. Guck dir an, was deine politischen Ideen wert sind. Also wie gesagt, Anton Chigurh, wenn die Regel, nach der dein Leben gestaltet, dich an diesen Punkt geführt hat, was ist diese Regel dann wert? Und guck dir die FDP an. Guck dir an, wo die jetzt steht. Ja, da hat sie eine tolle Wahlempfehlung dafür. Die steht jetzt bei 4%, weil sie in allem gekackt hat und weil keiner sie mehr leiden kann. Also, und dafür hast du dann deine Wahlempfehlung stolzerweise rausgegeben. Ne? Ist das nicht so ein bisschen Grund, sich mal selbst zu fragen, ob das so eine tolle Idee war, ob ich da tatsächlich für die richtigen Leute stehe? Ich saß davor und dachte, wenn du das jetzt machst, du, das ist die heutige. Die zeigen alle meine Hitlergruß-Videos. Nicht nur eins oder so. Wo ist eigentlich deins, Franzi? Ich die ganze Zeit da. Was war dein Initiationsritual? Was hast du gemacht? Sessen. Und ich habe gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen, dann trauen wir uns nicht mehr. Wir dürfen jetzt nicht drüber nachdenken. Wir drücken jetzt einfach. Ich sag manchmal wir, weil, ne, wenn man mit sich selber redet, ist es halt immer so dieses, wir machen das jetzt. Hast ja auch deine Masse verdoppelt seitdem. Wir machen das jetzt. 30 Mal zusammen, Franz. Ja? Wir werden es ja wohl hinkriegen, auf diese Taste zu drücken. Dann habe ich gedrückt und bin aufgestanden vom Laptop, weil ich Angst hatte, dass ich es sofort wieder lösche. Und bin in die Küche gegangen oder bin, ich weiß nicht, ich glaube, durch jedes Zimmer meiner Wohnung irgendwie gegangen, nur um nicht an diesem Laptop zu sein. Und als ich wieder zurückgekommen bin, hatte das hunderte Aufrufe. Man hat mir Krebs gewünscht. Man hat mir gewünscht, dass ich und meine Familienmitglieder vergewaltigt werden. Ich habe Mordanspielungen bekommen. Alles Mögliche. 100. Warum machst du das überhaupt? Ich meine, ist doch, solange die menschliche Gesellschaft besteht, sind Verräter nicht gut gelitten. Wenn du mit den Zielen der Partei wirklich nicht mehr übereinstimmst, warum steigst du nicht einfach aus und sagst dann einfach, ja, ich stehe dafür nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Ding. Ciao. So, dann kriegst du vielleicht doch noch
noch einen Ruf hinterher und das war's dann. Ich weiß nicht, wie viel Machiavellismus wir ihr hier andichten wollen, aber es wäre natürlich keine schlechte Strategie gewesen, um direkt mit sozialem Kapital halt im Gegenlager zu starten oder im Medienlager, von denen halt dann beworben zu werden. Ich meine, man will ja auch ein schönes Buch rausbringen, Inside AfD demnächst und so, ne? Und halt dann schon mal ein paar Hasskommentare, die sie jetzt wieder referenzieren kann, gefarmt zu haben, um sich halt Kredibilität zu verleihen. Von Nachrichten sind da eingegangen. So schlimm, dass ich nach, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, ein, zwei Wochen danach musste ich dieses Konto schließen. Ein, zwei Wochen danach. Also du hast ein, zwei Wochen lang, hast du dann, keine Ahnung, am Tag dem Anschein nach 50 verschiedene Morddrohungen und so weiter gelesen und dann hast du gesagt, okay, nee, jetzt mach ich's dicht. Ich wusste, im Grunde genommen wusste ich nicht, ob meine Familie mich nochmal mit offenen Armen zurücknimmt. Mein Freundeskreis hat... Deine Familie hat dich verstoßen, weil du in der falschen Partei warst? Aber jetzt bist du wieder bei den Guten. Hat sich im Wesentlichen auf die AfD beschränkt. Für was anderes war gar keine Zeit. Also ich wusste, ich stehe ganz alleine da. Ohne irgend... Ne, ohne wie sie das... Ich finde das interessant, wie sie jetzt... Ihr eigenes Narrativ von der Isolation, die man erfährt, auch wahrscheinlich dann aus der AfD selbst geboren, also so macht sie ja die Anspielung, jetzt relativiert, was sich selber angeht. Ne? Meine Familie, ich wusste ja im Grunde genommen gar nicht, ob die mich zurücknehmen. Ne? Meine Freunde, ja, die hatte ich ja quasi nicht mehr, denn ich hatte ja auch gar keine Zeit. Ach so, ich dachte, wir sind eine Hitlergruß-Sekte, in der man sich von allen anderen isolieren muss. Komisch, dass du noch nicht so ganz ins Bild passt. Ohne einen Partner, ohne irgendwas. Ganz alleine. Wer rausgeht, verrät die Gemeinschaft. Und wer die Gemeinschaft verrät... Nein, wer die Gemeinschaft verrät, verrät die Gemeinschaft. Wenn du einfach nur rausgehst, wird das nicht mit offenen Armen empfangen, diese Entscheidung, sicher. Aber im Wesentlichen, es wird doch garantiert hunderte Mitglieder der AfD geben, die irgendwann rausgegangen sind, die keinen Bock mehr hatten. Und das hat keinen Menschen interessiert. Aber wenn du danach zig Artikel schreibst, so im ersten Auftritt und sagst, wie scheiße das alles war, ja, dann ist die Einstellung der Menschen schon eine andere. Sind wir da bei Sektenstrukturen? Sektenstrukturen. Was denkst du denn, was die ehemaligen Kollegen von den Leuten vom MDR-Team, die das hier gerade machen, sagen würden über diese Person, wenn sie anschließend ein hochrangiger Politiker in der AfD wird? Was denkst du, wie das so aufgenommen wird? Der ist es auch nicht wert, dass man... Wenn ich mal bei der Linken war, so schön tief drin in den Netzwerken und dann zur AfD gehe und dann auf so einen Parteitag sage, wie scheiße das alles ist und was das alles für versiffte Linksextremisten sind, die zünden mir die Wohnung an, Mann, ey. Also da besteht eine reale Gefahr für. Tränen nachweint, ja. Ich habe ganz selten mal irgendwo gesehen, dass jemand ausgetreten ist und dann gesagt wurde, ja, finden wir schade oder so, sondern es war immer so ein Ha. Gott sei Dank sind die weg und tschüss. Und Meinst du mit ausgetreten, ey, ihr seid alle scheiß Nazis und jetzt gebe ich ein Interview darüber, was für scheiß Nazis ihr seid? Oder meinst du damit, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Zeit mehr, tut mir leid, Leute, hat Spaß gemacht, bis dann? Keine. Ja, erstmal das. Ja, aber klar, irgendwelche Liberalkonservativen gehen dann, weil sie sich nicht mehr mit der Partei identifizieren und dann sagen die übrig geblieben sind, ja gut, dass die weg sind und das war's dann. Das ist aber nicht dieselbe, also... Was folgt dann noch? Und warum auch? Es gibt ja dann keine Verbindungen mehr, die das wert wären, da wirklich einzuschreiten und nachzutreten. Aber bei euch ist es ja was anderes. Ihr stellt euch ja mit ganz anderem Kapital zur Verfügung. Wo ist denn eigentlich der AfD-Aussteiger? Es gibt ja eine Menge, die dann zu eklatanten Gegnern wurden, aufgebaut wurden, auch in den Medien und auf großen Bühnen darüber hergezogen sind, was für ein Stück Scheiße jeder in ihrer Umgebung in der AfD war. Ne? Allein eine Lisa, die sich da hinsetzt und dann noch ein Gespräch aufzeichnet mit irgendeinem in Berlin halbwegs hochrangigen AfDler und so weiter. Ne? Wo ist denn das Beispiel für einen dieser Aussteiger, der mal ordentlich Gewalt erfahren hat? Ist nämlich eine komische Sekte, ne? Gleichzeitig haben wir diverse Beispiele, etwa den guten Magnitz von AfDlern, die zu absolutem Brei zusammengeschlagen wurden, einfach nur, weil sie in der AfD sind. Ne? Komische Sekte. Ja. Wenn du drin bist, wirst du wirklich malträtiert auf das Übelste und als Standardmaßnahme wird erstmal dafür gesorgt, dass du deinen Job möglicherweise verlierst, dass du als das letzte Schwein dastehst und so weiter vom Establishment. Und wenn du rausgehst, hast du im Wesentlichen nichts zu befürchten und kriegst noch Geld hinterhergeworfen vom momentanen System. Keine Reflexion, gar nichts. Ich selbst hatte damals... Ja, hast du denn diese Reflexion geübt und mal dich mal gefragt, ob dein Verräterkurs so ehrenhaft war? Auch nicht. Du hast dich als den Richtigen empfunden, weil dir der Mainstream vermittelt hat, dass du der Richtige bist. Ja, und ein paar Zuckerli dafür gegeben hat. Hm?
sehr guten Freund mit kurdischen Wurzeln, der mir erzählt hatte, dass die Zahl von Anfeindungen mit fremdenfeindlicher Konnotation zugenommen hat und dass er selber immer mehr Sorge hat, wie es für ihn ausschaut in diesem Land. Ob er dann, gerade auch in Ostdeutschland, aber auch in anderen Regionen, in denen die AfD besonders stark ist, ob er dann für sich dort ein sicheres und ein gutes Leben hat. Ja, das ist dein großes Problem in Deutschland als Kurde. Die scheiß Kartoffeln, die AfD wählen, die steigen dir aufs Dach und schlagen dich zu Brei. Haben kann. Frei von Anfeindungen, frei von Sorge, von fremdenfeindlicher Ausgrenzung. Alex, wenn du diesen Weg weitergehst, wenn du weiter daran festhältst, in dieser Partei mitzuwirken und weiter ein bürgerliches Gesicht dieser radikalisierten Partei bleibst. Ja, was soll das wieder, mein kurdischer Freund? Ich hab dich gern, aber ich muss hier für die Sache meiner Nation eintreten, ne? Also, wenn sich das miteinander vereinigen lässt, gut. Wenn du auf unserer Linie bist, ne? Aber ansonsten müssen irgendwann mal Entscheidungen getroffen werden. Wenn du dich damit absolut nicht identifizieren kannst, ja, es tut mir leid. Eine Freundschaft zu pflegen mit jemandem, der glaubt, dass die Zukunft des Landes nicht wichtig ist, in dem ich lebe, das ist schwer aufrechtzuerhalten. Dann sehe ich für unsere Freundschaft keine Zukunft mehr. Das ist übrigens wieder der Gute, ne? Also derjenige, der die Freundschaft aufzukündigen angedroht hat, weil der Typ in der falschen Partei war. Gefühl zu haben, dass man selber für jemanden, der einem sehr nahe steht. Das ist keine Sekte, das hat mit Sekte nichts zu tun. Ne? Jemanden dazu zu nötigen, seine politischen Überzeugungen über Bord zu werfen oder auf jeden Fall damit aufzuhören, für die einzutreten, indem man androht, ihn zu ghosten, ihn halt zu schannen. Das ist kein Sektenverhalten. Ja. Und der viel bedeutet. Hast du aufgehört, dich für die kurdische Sache einzusetzen, für ein Kurdistan, das irgendwann mal entstehen könnte, als du die deutsche Grenze übertreten hast? Ist dir der Konflikt zwischen Türken und Kurden in Deutschland komplett egal, hält sich komplett raus, interessiert dich nicht? Ja, ist das so? Es kommt mir langsam etwas so vor, als wären Sachen, die in der AfD Sektenverhalten hoch 10 wären, bei der Anti-AfD-Seite einfach nur quasi Teil der Zivilgesellschaft sein und so. Ja. Ich meine, was war jetzt das Sektenverhalten bei der AfD? Die sind nicht nett zu Leuten, die aus ihnen rausgehen, aus der AfD rausgehen und sich dann auf die größte Bühne, die sie finden, hinstellen und sagen, wie scheiße die AfD ist? Ich fürchte, dann ist jeder Schachclub um die Ecke eine Sekte. Ja. Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung, das tut weh. Und wenn man sich dann eingestehen muss, dass es nicht mehr weitergeht und dass man keine Perspektive mehr hat, dieser Person ein besseres Gefühl zu geben und diese Ängste zu nehmen, dann muss man ehrlich sein. Ist doch nicht deine Verantwortung, dein kurdischen Klientel immer besseres Gefühl zu geben? Die müssen das akzeptieren, ja? Ich habe dich immer korrekt behandelt, aber ich stehe für die nationale Sache ein. Wenn du damit so ein Problem hast, dann weiß ich nicht, wie ich dir helfen soll. Was ist das für eine Freundschaft? Ich habe keine Perspektive mehr. Der will mir die Freundschaft aufkündigen. Wie kann ich dem ein besseres Gefühl geben? Nein, die Antwort ist dann, dann warst du nie mein Freund. Du drohst mir an, mich zu ghosten, die Freundschaft mit mir zu beenden, weil dir nicht gefällt, in welcher Partei ich bin. Dann deine Hurenmutter. Sein und die Konsequenzen ziehen. Und das habe ich dann damit getan. Es war auf der einen Seite befreiend, weil man das erste Mal sich dachte, ich kann wieder in den Spiegel schauen und bin frei von diesen Vorwürfen an mich selbst. Du bist frei von dem Boogeyman, der in deinem Kopf aufgebaut wurde, mit freundlicher Mithilfe von deinem sozialen Umfeld. Exakt. Und es wäre ja genauso, wenn wir hier eine stark nationalistische Regierung hätten und die den Leuten dann ständig einreden würde, ne? Wenn ihr zu denen geht, seid ihr Landesverräter. Ihr habt euer Land verraten. Und dann würden die sich genauso im Spiegel umsehen. Oh Gott, ich hab mein Land verraten. Also, es ist halt. Endlich konnte ich frei davon sein, als ich rausgegangen bin aus, keine Ahnung, den Resten der Grünen Partei, die noch existieren. Gleichzeitig ist es irgendwo auch eine Enttäuschung, weil man sich selber gescheitert sieht. Und wenn man Menschen zurücklässt in der Partei, mit denen man sich über Jahre hinweg engagiert hatte. Ja, und da muss man ihnen halt auch in den Rücken fallen und sagen, dass das alles ganz furchtbar ist und der letzte Scheiß. Und ab dem Zeitpunkt. In den Medien, die schon als ich noch in der Partei war, keinen Stein umgedreht gelassen haben, nichts unversucht gelassen haben, um uns darzustellen als den letzten Dreck. Da muss ich ja leider sitzen vor der Kamera und die verraten. Und weiß, mein Austritt, der macht es diesen Menschen noch schwerer. Nicht mit deinem Austritt.
innerhalb der Partei. Achso, du meinst quasi Leute, die auch gekackt sind, Leute, die den ganzen Tag besessen waren von dem linken Boogeyman, der von der Partei existierte und die gehofft haben, daraus eine CDU 2.0 zu machen. Das ist der Punkt. Sich durchzusetzen, und der macht es ihnen auch noch schwerer, sich nach außen hin zu erklären. Ich habe dann, als klar war, das ist eine wirkliche Gefahr, den Hebel in einer so deutlichen, so klaren Weise umgelegt, dass ich sage, wer da an meiner Glaubwürdigkeit zweifelt, der hat da aber einiges falsch verstanden. Ich gestehe ja Fehler ein. Ja, wie war das bei Game of Thrones? Jemand, der sagt, er ist König, der kann nicht König sein. Wie oft hast du jetzt gesagt, wie glaubwürdig du bist? Ja. Ich hab doch gebüßt. Ich hab mich doch selbst gegeißelt. Habt. Die Absolution, bitte. Danke, ich hab das zu spät kapiert. Wenn wir das gewusst hätten. Wir müssen eine bürgerliche Partei sein, eine Partei bürgerlicher Vernunft, die seriös... Nein. Die AfD muss eine, ich würde das jetzt mal krass ausdrücken, nationalrevolutionäre Partei sein. Mit diesem bürgerlichen Mindset kommen wir hier nicht weiter. Gerade das ist ja auch gut beschrieben. Das Bürgertum in unserer Zeit ist maßgeblich das Bildungsbürgertum. Das heißt, es ist vollständig vom Geist der Universität erfüllt. Ja. Es gibt ja kein unabhängiges Bürgertum mehr, so wie es das vielleicht am Anfang des 20. Jahrhunderts noch gegeben hat, in Form von Industriebürgertum, Großbürgertum, das hier meinungsgreifend oder meinungsmachend groß eingreift. Das nimmt man ja kaum wahr. Wer hier wirklich was zu sagen hat, wer die Meinung prägt, das ist das Bildungsbürgertum. Und diese Leute, den können wir uns nicht anbiedern. Ja, bürgerlich ist Habeck. Ne? Bürgerlich ist die Bremse, im allerhöchsten Fall die Bremse, in ihrem Auto zu sein. Ne? Ihrem Fuß am Pedal zu diensten. Ne? Das ihnen am Ende vom Tag sogar hilft, ihre Ziele zu erreichen. Das ist bürgerlich. Und interessant ist auch, dass er dann angefangen hat mit diesem harten Anti-Rechtskurs und oh, hier wird alles zu radikal, oh, wir müssen mal einen Schritt zurücktreten. Genau während der Corona-Pandemie, als das System so richtig die Muskeln hat spielen lassen. Ne? So richtig kam auf einmal von wegen, ey, wir können auch anders. Ey, ihr scheiß ungeimpften Blinddärme, ihr werdet jetzt rausgeschnitten aus dem Volkskörper. Ey, wir können auch die Peitsche rausholen, liebe Freunde. Ne? Zuckerbrot war lange genug. So, kannst nicht mehr einkaufen, kannst nirgendwo mehr rein, du Arschloch. Ne? Während das passierte von Seiten des Systems, kam dann auf einmal ein Meuthen an, das war ein furchtbarer Zeitpunkt dafür, und hat gesagt, ey Leute, lass mal halblang machen, das wird alles viel zu radikal hier. Ja, das war wohl nichts. Ja. Auftritt. Nur damit können wir Erfolg haben. Da kamen Vertreter ihrer Zunft, die Rede vorher hatten. Die haben mich gefragt, sind Sie wahnsinnig? Glauben Sie, dass Sie heute Abend noch Parteivorsitzender sind? Da habe ich gesagt, aber sicher. Wat mod, dat mod. Nein, liebe Freunde, ich will hier ganz deutlich sein. Lassen wir ruhig die im Regen stehen, die nur allzu gerne rumkrakeelen und rumprollen, weil sie sich in der Rolle des Provokateurs gefallen wie pubertierende Schuljungen. Schöne Hundemaske. Um vor allem der eigenen überschaubaren Blase zeigen zu wollen, was für tolle Kerle sie doch sind. Das ist nicht gut gealtert mit der eigenen überschaubaren Blase. Sie wissen um die Reaktion. Die eine Hälfte feierte mich zum Teil frenetisch, dankte mir für Führungsstärke, und die anderen sagten, hau ab. Das ist parteischädigend. Da müssen wir heute drüber abstimmen. Da müssen wir eine klare Absage erteilen, dass das nicht nochmal vorkommt. Ja. Hier. Und allein die Optik. Hier, das war die Zeit, in der er damit kam. Ne? Das hier. Die sitzen da nicht so, weil die da Bock drauf haben, liebe Freunde. Ja. Hier geht es um die Arroganz von Professor Dr. Meuthen. Wir arbeiten seit 3 Jahren an einem Sozial... Was für gefährliche Leute. Die lassen sich gar nicht gerne sagen, dass die alle radikale Spastis sind. Programm. Wir arbeiten dafür, dass uns die Proletarier, die Arbeitnehmer wählen. Und er spricht von Verprollung. Das kann nicht sein. Er schickt Querdenken nach Hause. Das kann nicht sein. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Diese Tischabstände, ne? Alles so fucking dystopisch. Ist wirklich, ist es unglaublich. Ja. Ich hatte noch nie Kontakt gehabt zu Leuten aus dem Osten von der AfD. Das war nochmal ein anderer Schlagmensch. Männlich, Altersdurchschnitt zwischen 50 und 60, würde ich jetzt sagen. Ne? Und natürlich ein anderer Sprachduktus. Ne? Klar, Höcke-affin. Antrag zur Tagesordnung war, darüber abzustimmen, dass volle Rentenbezüge nur von deutschen Staatsbürgern
in Anspruch genommen werden können. Und da war... Ja, was für ein dramatischer Vorschlag, ey. Weil hättest du das 1970 gesagt, hätten die Leute den Schultern gezuckt, weil sie es für selbstverständlich gehalten hätten. Oder 1960 oder was weiß ich. Und all der Zeiten davor, natürlich, sollte das absoluten Vorrang haben. Hättest du denen erzählt, dass knapp die Hälfte im Jahr 2024 der Sozialgeldbezieher keinen deutschen Pass haben, also nicht mal von der Staatsbürgerschaft her deutsch sind und auch unter dem Rest, sagen wir mal, es interessant wäre, die mal zu fragen, was sie denn in ihren eigenen Worten für Staatsbürger sind, ne? Was für ein Landsmann sie sind, dann hätten die gedacht, okay, das ist irre, das ist vollkommen irre. Und die Partei, die dagegen vorgehen soll, will, die soll radikal sein? Oh, da war bei mir vorbei. Da habe ich mich mental, da habe ich... Also, wenn es darum geht, keine Rentenzahlung mehr an unsere guten, guten afghanischen Abzocker zu zahlen, dann, also, nee, da konnte ich mich nicht mehr mit vereinbaren, oder was? Und wie gesagt, die Leute haben wieder das Bild im Kopf von irgendeinem hart arbeitenden türkischen Väterchen, das hier die ganze Zeit in die Rentenkasse eingezahlt hat und dann nichts bekommt. Aber das ist doch nicht die Realität. Die Realität ist, dass diese Sozialkasse stark von Leuten beansprucht wird, die in ihrem ganzen Leben lang das nie ausgleichen können. Ja. Selbst wenn sie es wollten, nicht ausgleichen können. Bürgergeld, knapp die Hälfte, annähernd 50%, kein deutscher Pass. Mental mit der AfD Schluss gemacht. Ja, hab ich gebrochen mit ihr. Der ist zwar abgelehnt worden mit 51-49%, aber das ist ja schon lächerlich. Mit Verlaub, aber wäre der Partei dagegen, wie der im Osten stattgefunden, wäre da durchgegangen, der Antrag. Safe. Ne? Was ja based ist. Und das war so, meine Mama ist keine deutsche Staatsbürgerin. Ja, ich sag ja, jetzt geht's wieder los mit diesem Quatsch. Ja, darum geht's. Hat Jahrzehnte eingezahlt, ist mittlerweile chronisch krank und hat auch soziale Schwierigkeiten, soziale Probleme. Und da war so ein Moment, wo... Ja, und das ist halt das Argument, ne? Wenn du ein Argument finden wolltest, warum du nicht viele Ausländer in deiner Partei hast, das ist es. Weil die dann mit ihren persönlichen, privaten Geschichten und Befindlichkeiten kommen und es verhindern, dass hier Politik gemacht wird, wie sie gemacht werden müsste. Auch bei dem anderen Typen, er war da gegen seine eigene Devise von Ausländer, Ausländer, Ausländer in die Partei, um zu zeigen, dass wir nicht radikal sind. Selber ein sehr gutes Beispiel eigentlich, ne? Er kam dann ja von wegen, dann stehe ich ja auch auf dünnem Eis. Wenn die keinen Bock haben auf die Afrikanisierung der AfD, ich bin doch auch ein Iraner oder irgendwas, ne? Dann bin ich auch auf dem Ast. Ja. Das heißt, da, auch da gibt es andere Interessen im Hintergrund, die die Partei dann weniger stabil machen, ne? Also ihr zeigt ich meine, du bist ein Argument dafür, dass sogar zu viele Italieno-Deutsche ein Problem sein können in der AfD, ne? Das zeigt sich hier gerade. Du denkst, du machst den gegenteiligen Punkt, du machst aber den Punkt, dass ein zu großer Grad an Überfremdung auch in der Partei sie instabil macht. Ja. Und das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ich war ja noch im Studium und habe dann ein Praktikum gemacht in Südtirol. Bin also extra weit weggegangen. Ich brauche jetzt Distanz. Ich brauche einen klaren Kopf. Und da habe ich es intensiv genommen, knapp 2 Monate. Mich mit vielen Dingen befasst, in mich gegangen. Bin dort in Südtirol aus der Jugendalternative ausgetreten. Dann habe ich mich schon damit befasst. Habe quasi den Übergang in normales Leben geplant. Das muss geplant sein. Normales Leben, ey. Dieser Sektenfilm die ganze Zeit, ne? Ja. Ich meine, normales Leben in dem Sinne, dass als höherer Parteipolitiker, was war er? War der irgendwas Wichtiges? Er war... In der Jungalternative, ich weiß. Ja, aber auf jeden Fall als Parteipolitiker. Also der andere war Funktionär, er war, glaube ich, relativ normales. Dein Leben ist sicherlich hektischer als Parteipolitiker, als das normaler Mensch, ne? Aber das wurde nicht so präsentiert in der Doku über die Grünen oder die SPD. Frag dir Verantwortung, ja? Man hat Fixkosten, man hat Ausgaben. Wie überlebe ich? Ja? Wovon lebe ich? Du fährst ein BMW. Ich glaube, du bist über die Runden gekommen. Und du bist nach Südtirol gegangen. Das ist ja jetzt auch keine ganz günstige Gegend da unten. Also es scheint mir jetzt nicht so, als hättest du enorme Geldprobleme. Kannst du von der Rente deiner Mutter leben. Und dann bin ich erstmal als Vertreter. Das wäre so der... Noch! Noch! Dann mein Freund, noch! Rettungslehrer raus. Ja. Ich wollte aber nicht ins Bodenlose stürzen. Ich wollte nicht ins Bodenlose stürzen und meine Familie finanziell belasten. Und dann... Also ich wusste, was heißt denn eine Familie finanziell belasten? Ich meine, das musst du nicht mal, selbst wenn du auf Jahre hinweg überhaupt nichts mehr bekommst, nicht mal bei McDonald's.
Es gibt auch hier die sogenannten Scheißkartoffeln und die bezahlen dir auf jeden Fall ein rudimentäres Leben. Ist okay. Ja. Ja, die Leute können einfach nicht, wie gesagt, auch nicht, weil der Italo-Deutsche hier, oder dieser Typ zumindest, kann stabil bleiben, ja, und ein bisschen weniger diesen Angst- und Horrorfilm in seinem Kopf nach hinten stellen und nicht schieben, ja, und einfach mal sagen, wir machen das jetzt, wir gucken, wie weit wir damit kommen, und am Ende wird schon gut für uns gehen. Also, ich bin ja auch noch in der Partei, ich habe ja auch noch was zu sagen, ich werde die Main schon noch versorgen können, ja, aber dieses Mindset ist einfach nicht gegeben. Die haben alle direkt Angst vor allem, vor ihrem eigenen Schatten haben die Angst, dieses ganze Land, ja, es stinkt danach, nach Angst vor, davor irgendwas zu ändern. Jetzt kannst du zumindest überleben. Das wäre übrigens ein Zustand, in dem ich ein Land gerne hätte, wenn ich es als feindlich betrachten würde. Ne? Also, ja. Dass alle Leute so viel Angst davor haben, überhaupt eigene Interessen als Volk zu formulieren, das ist schon etwas, was feindseligen Leuten denen gegenüber nützen würde. Bin ich rausgegangen. Und dann, als ich damals mein Einkommen halbiert. Fast so, als wäre es kein Zufall, dass wir immer wieder Zitate haben von hochrangigen Leuten à la Kahane, ne? Wie das ein Drittel von Deutschland weiß geblieben ist, das ist das größte Versagen der Nachkriegspolitik. Ne? Fast so, als würde das etwas bedeuten, als würden die das wirklich ernst meinen, als würden die Kartoffeln wirklich hassen. Hier, auf einen Schlag, ne? So. Aber das war es mir wert. Würde ich jederzeit wieder tun. Na dann. Und wie hat Ihr Umfeld reagiert? Ja, die waren froh. Die waren froh. Die waren schon sehr happy, ja. Also mein Umfeld wäre nicht froh, wenn ich die Nummer abziehen würde. Mein Umfeld würde ein paar Telefonate bei mir anstehen lassen, was ich mir dabei gedacht habe bei der Scheiße. Zu Recht, würde ich sagen. Ja. Weil ich das auch nicht rechtfertigen könnte. Und dann müsste ich diesen Leuten dann sagen, ich hatte Angst, dass die meine italienische Oma oder meine italienische Mutter nicht mehr versorgen. Und dann würde mir am anderen Telefon ein langes Schweigen antreten und dann würde jemand auflegen. Also, ich habe das gemacht, ja. Das letzte halbe Jahr unter inneren Qualen, oft unter inneren Qualen, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Und dann habe ich für mich den Schlussstrich gezogen und bin raus. Und mit allen Insignien des Bisschens Macht, das man da hat als Parteivorsitzender, das habe ich ja alles nicht mehr. Und das war mir doch völlig bewusst, als ich am 28.01.2022 ausgetreten bin, dass das alles weg ist. Nichts mehr Parteivorsitzender, nichts mehr. Was ist denn geworden aus, ich krieg das alles gewuppt, ich bringe den Laden wieder auf Vordermann? Also irgendwie wurde dieser Schritt jetzt übersprungen, ne? Wo die Erkenntnis kam, nee, ich krieg hier gar nichts gewuppt, ich bin hier allein auf einsamer Flur und ja, im Endeffekt mache ich mich gerade zum Volldepp. Großen Kameras, nichts mehr Fahrer und das ganze Gedöns. Ich wusste doch, der Fahrer fährt mir nach Berlin, heute Abend sitze ich im Zug und da werde ich angepöbelt und so war es auch. Kannst dir kein Auto mehr lassen. So wie alles anders war, als ich in Essen wurde, so war natürlich von dem Moment an, wo ich austrat, auch alles anders. Wenn man so viele Jahre seine ganze... Wie viel Geld ist da reingeflossen, diese kleinen Miniaturen da anzufertigen? Ich meine, das ist ja nicht einfach mal eben so gemacht, ey. Das sind Tausende von Euro gewesen. Ich würde behaupten, dass dieses Ding ist so viel Geld reingeflossen, wie ich in meinem YouTube-Kanal in 2 Jahren nicht verdiene. Dafür, dass wir hier kleine Pappschildchen machen und kleine Pappmeutens bauen, damit wir am Ende einen Film daraus machen können. Die Arbeitskraft in den Dienst eines solchen, ich nenne es einmal, Projektes gestellt hat, weil man eine Politikvorstellung hat, um deren Willen man das ja macht, dann geht man nicht ganz ohne Trauer, weil man sich damit natürlich auch zwangsläufig eingesteht, dass man mit dem, was man erreichen wollte, gescheitert ist. Er hätte ja auch einen anderen Weg gehen können. Hätte der Partei die treu halten können. Hätte sagen können, gut, mein liberal-konservativer Kurs wird nicht mehr angenommen als zumindest nicht für das Führungspersonal der Partei. Ich bleib ihr aber trotzdem treu und versuche dann in der zweiten Reihe die Wogen zu glätten. Aber das hast du ja auch nicht gemacht. Er hätte auch rausgehen können und dann sein eigenes Ding machen können, im Sinne von sich in irgendeiner Partei, die ihm besser gefällt, arrangieren, auch wenn die erstmal wesentlich kleiner ist, eine eigene Partei aufmachen. Aber nein, er ist das große Anti-AfD-Sprachrohr geworden. Ne? Ist dann noch in 1000 Talkshows gegangen. Wie gesagt, hat einfach den professionellen Feindzeugen gegeben. Ja. Hat das der Lucke eigentlich gemacht in dem Umfang? Nee. Ich weiß nicht, also ich glaube, das könnte, also wenn, dann könnte man es ihm nämlich zugutehalten. Er hat ja auch versucht, die Blaue Partei zu gründen oder die liberal-konservativen Reformer. War klar, das hat nicht alles nicht funktioniert. Aber ich glaube, er hat auch nicht in dem Umfang, wie das der Meuthen jetzt macht,
Exakt. Die Partei, die Scheiße, ja, und das ist der Punkt. Wir hassen nicht Leute, weil sie nicht mehr Lust haben, Teil vom Projekt zu sein. Wir hassen Leute, wenn sie rausgehen und dann sagen, ey, ich kenne die, ich war da ganz tief drin, die sind alle scheiße, das sind alles Arschlöcher. Ne? So wie jeder Schachclub es tun würde. Auch so. Also ich, wie gesagt, ich wüsste es jetzt nicht über Lucke. Von mir aus könnte Lucke in seine normale professorale Existenz zurückkehren. Ich kenne auch jemanden, die Sache der Lucke gut hast. Kennst du irgendwen, also vielleicht der eine Meinung hat im Sinne von, ja, der war dann zugekackt drauf und danach wurde es stabiler. Ja, der soll so nicht in der, also klar, den brauchen wir nicht in der Partei in dem Sinne mit seinen Positionen, klar. Aber jetzt, dass wir ihn ins Privatleben verfolgen müssen und seine Existenz vernichten müssen, wozu? Also ich meine, er hat ja immer noch... Bei Meuthen, aber bei Meuthen ist es halt eine Mainstream-Meinung, die ich auch vertrete, dass er halt... Also, ist er halt, ne? Ja, gut, bei Meuthen hätte ich schon Interesse daran, dass er einfach die Klappe hält in Zukunft und nicht weiter parteischädigend auftritt, ne? Ja, klar, klar. Und man hat eine schlechte Meinung von ihm als Menschen, denn er hat sich danach charakterschwach gezeigt. Danach. Es besteht nicht alleine darin, dass er nichts mehr zu tun haben will mit der Partei. Es besteht darin, dass er sich dann zum Kasper macht von Mächten wie dem MDR. Das war das Traurige an dem Tag. Gleichzeitig war es... Und wie gesagt, sogar noch darunter. Er könnte ja seinen YouTube-Kanal aufmachen und darin dann sagen, hey, das und das kritisiere ich bei der AfD, das finde ich nicht gut. Aber das ist nicht, was er macht. Er sitzt hier in einer Doku, die es so aussehen lässt, als wäre die AfD eine Art NSDAP 2.0 und sobald die mal am Drücker sind, da fahren die Züge wieder, ne? Und gibt denen da den Kasper, der alles bestätigt, was die sagen. Das tut er. Sogar Kritik könnte man äußern in einer Art und Weise, in der man nicht gehasst wird. Und zwar, indem man einfach nur Mainstream-Verunglimpfungen unterlässt. Indem man es unterlässt, dazu beizutragen, dass Leute in der AfD sozial kaputt gemacht werden. Ironischerweise der wirkliche Grund, aus dem man selber aus der Partei damals raus ist, weil man keinen Bock mehr darauf hatte. Und jetzt beteiligt man sich selber daran und fördert die Scheiße. Das ist das, was wir eklig finden an Leuten wie dir, Meuthen. Für mich dann aber auch eine Befreiung. Also der Gedanke einigen Personen... Und Meuthen haben sie nicht gut hinbekommen. Also ich würde jetzt nicht so erkennen, dass das Meuthen ist. Ja, stimmt. Petri ist, glaube ich, auch nicht mehr so aufgetreten. Die hat ja auch mal diese Parteigründung versucht. Ich habe von Petri seit Jahren nichts gehört im Wesentlichen. Kein Auftritt mehr. Die wurde ja auch im Wesentlichen vergessen. Ich kenne jetzt niemanden, der... Auch, um das nochmal zu wiederholen, den großen Groll gegen Petri hegt. Ja. Außer vielleicht die Verwaltungsangestellten oder sowas, die sie nicht bezahlt haben soll oder so. Ja, und dann denk mal, also sie haben das hier nicht so präsentiert, als wäre das etwas, was dir vielleicht widerfährt, dieser Hass, dieser sektenähnliche Hass, wenn du zurücktrittst als Vorsitzender, sondern dass die große, Anti-Franzi-Hasswelle kommt, alleine schon, weil Franzi da rausgeht. Franzi als irgendeine, war sie die Chefin damals von der JA in Sachsen, das wäre sowas von Latte gewesen. Vorsitzende oder im Vorstand? Ja. Das wäre sowas von Latte gewesen. Ne? Es wäre gewesen, okay, mach's gut, Franzi, bis dann. Und das war's mit Franzi. Aus der Parteiführung führt er ihn nicht mehr begegnen zu müssen. Der hatte etwas sehr Befreiendes. Meine Familie, die haben mich sofort auch anstandslos zurückgenommen. Und war es kommt noch der Shot, dass wir mal die Gesamtfigur so ein bisschen sehen. Habt ihr die Statik nochmal durchgerechnet hier? So erleichtert, dass ich sozusagen zu Verstand gekommen bin, ja, oder dass ich sozusagen aufgewacht bin aus diesem Durst. Ja, aber die haben ja alle so ein grünes Umfeld, scheint mir. Also, ich weiß nicht. Das macht einen halt bei mir, die wurden offenbar die ganze Zeit so vom Rand her bearbeitet in die Richtung von, oh, ist schon böse da, weißt du schon, ne? Ja, bei mir war keiner glücklich. Also niemand, mit dem ich enger befreundet und familiär verbunden bin, will ich jetzt hier den großen Feind zeugen. Bei mir auch nicht. Also ich glaube, das Mildeste wäre Besorgnis darum, dass man mich irgendwie gebrochen hat und was das jetzt psychologisch für meine Zukunft bedeutet. Ne? Kreis. Das war, es war wirklich so, als ob das verlorene Kind zurückkommt. Und ich glaube, wenn da kein Verzeihen da gewesen wäre... Vor allem, du hast dir ja auch nichts vorzuwerfen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Lanzern, die jetzt an die Ostfront beordert wurden und dann vielleicht gesagt haben, ui, das geht mir aber hier schon weit. Ich musste Dinge tun, die ich nicht tun wollte. Ja, ihr habt irgendwelche Anträge darauf gestellt, dass ihr nicht alle Rente bekommen sollt. Ja, das Menschheitsverbrechen. Das ist doch nichts passiert. Ihr habt Worte und gesprochen und Anträge unterzeichnet. Was ist das schon? Ja. Dafür würde ich, ist ja fast egal, was da drin steht. Sich dafür schuldig zu fühlen, ist ja schon völlig lächerlich. Wir reden darüber, dass man das Versprechen einlösen wollte, das nominell diese Gesellschaft einem bietet. Und zwar
Ihr könnt oppositionell hier tätig werden, wenn ihr ein Problem habt mit dem Kurs des Landes. Du hast gesehen, das ist offenbar eine Lüge. Das kann man nicht, auf jeden Fall nicht, ohne mit Machtmitteln bekämpft zu werden. Und darauf hattest du keinen Bock mehr. Es ist mir schwer gefallen, da überhaupt die Energie zu entwickeln, sich dem Ganzen zu stellen. Keine Fragen? Keine Vorwürfe? Nee. Ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der wir irgendwelche ukrainischen Drohnenpiloten zujubeln, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, halt irgendwelchen Russen von oben die Gliedmaßen wegzusprengen. Das ist alles super. Und wenn die sich schuldig fühlen, naja, die sollen sich mal nicht so anstellen, kämpfen wir für ihr Land. Und hier, Rentenantrag? Nee, das konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja. Du hast wahrscheinlich auch das Ding, was neulich auf Twitter rumging, gesehen, ne? Diese eine. Ja, da geht ja ständig irgendwelche, die einen und die anderen, ja. Ja, aber diese Anti-Personendrohne, ne? Der Typ, der unterm Panzer hervorgekrochen kam und dann. Ja, der dann hier den Rundweg um den Panzer macht, ja. Diese soziale Ächtung hält viele davon ab, aus der Partei rauszugehen. Weil man sich immer überlegen muss, was habe ich, wenn ich aus dieser Partei rausgehe? Und das ist jetzt wieder die Perfidie. Ne? Das ist eine Methode, die angewandt wird vom System, nicht von der AfD kultiviert. Dafür war ja quasi Franzi maßgeblich da in dieser Doku, um das so darzustellen, als wenn die AfD quasi dafür sorgt, dass ihre Mitglieder dann verpönt werden, indem die da irgendwelche Hitlergrüße von denen sammelt oder so. Nein. Vom Establishment, vom System ist es so gemacht, dass die Leute abgeschreckt werden sollen, davor in die Opposition zu gehen, weil sie dann halt als Monster gezeichnet werden. Ne? Und dass dem so ist, dass man diese Behandlung erfährt, wird jetzt wieder benutzt, um dafür zu sorgen, die AfD wie eine Sekte aussehen zu lassen. Ne? Damit das so aussieht von wegen, oh ja, wenn du da einmal drin bist, oh, dann traust du dich gar nicht mehr raus, weil wen hast du dann noch, weil alle hassen dich doch dann. Ja, das klingt wie etwas, was du dem System vorwerfen könntest und nicht der AfD. Ja, genau. Gehen Sie mal mit einem Arbeitszeugnis, gehen Sie mal hin und sagen, ja, ich habe mal eine Ausbildung bei der AfD gemacht. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess fürs Arbeitsleben. Ja, das klingt doch mal demokratisch, oder? Ja. Das gibt, glaube ich, viele. Also das geht ihm aber auch nicht auf, ne? Dass das eigentlich verfassungsmäßig nicht gehen würde. Da steht ja auch drin, du darfst nicht aufgrund deiner politischen Einstellung diskriminiert werden. Aber da hat er nur drüber zu lachen. Ja, gut, da steht jetzt AfD in meinem Lebenslauf, das verunmöglicht mir 80% der Jobs. Aber das ist halt so in diesem Land, oder was? Was das für eine scheiß Sekte war, in der ich da war. Okay, jetzt mache ich in die Öffis, um irgendwie wieder meinen sozialen Stand herzustellen. Die sich so fragen, wie erreiche ich den Menschen noch? Der mir mal wichtig war, eigentlich immer noch wichtig. Der mir mal hingestellt wird. Das ist halt wortwörtlich, als wären wir die, wir fressen kleine Kätzchen in den Mund Sekte. Ne? Ungefähr so. Dieser Mensch, der, also als wenn man quasi sterben würde innerlich, ne? Seine Seele an den Teufel verkauft, wenn man in die AfD geht. Ja, so sieht's aus, wenn du in die einzige Opposition zum momentanen Kurs in Deutschland gehst. Yes. Distanzieren Sie sich. Und trotzdem sind wir bei einem Viertel der Prozente in den Umfragen. Nicht von den Menschen. Im Gegenteil. Treten Sie näher an ihn heran. Verbringen Sie Zeit mit den Menschen. Hören Sie ihm zu. Hören Sie ihm zu und denken Sie auch mal ernsthaft darüber nach, was er sagt. Nee, das lieber nicht. Also gute Zeit mit dem Menschen. Das Problem ist, du kannst so nah an mich herantreten, wie du willst. Wir können von mir sogar gute Freunde werden, irgendwer jetzt, hypothetische Person. Ich werde aber nicht meine ganzen Position aufgeben, weil ich die nicht aus einem kruden Gemeinschaftsgefühl oder so einem blinden Idealismus habe. Ich habe die, weil ich die für richtig halte. Ja. Und ich werde die nicht alle von heute auf morgen aufgeben und auch generell nicht aufgeben, weil ich sie eben nicht für falsch halte. Das ist unabhängig von unserer eventuellen Freundschaft. In Normie-Gesprächen landet man dann immer wieder bei irgendeiner roten Linie, ne, zu der man im Endeffekt, wie sie es erlernt haben, dann hingetrieben werden soll. Und da soll man dann nicht drüber treten dürfen. Ne. So etwas wie, aber Menschen sind doch gleich. Und wenn du dann dem widersprichst, was du teilweise musst, um Positionen auf jeden Fall stabil beizubehalten, sinnvoll vertreten zu können, genau, dann wird versucht halt, dich mit einer Moralkeule, einer Pseudomoralkeule, da rein zu prügeln, davon abzuweichen. Da siehst du doch, wie böse das alles ist. Und wenn du da sagst, nein, halt die Fresse, das ist nicht böse, das ist die Realität, dann war es das. Darüber hinaus haben sie nichts. Ne? Es gibt nur die moralische Grenze, da darf man nicht drüber treten. Und das Einzige, was diese Normies
in Diskussionen beigebracht bekommen haben, ist, einen in Richtung dieser moralischen Grenze zu treiben, sodass man sie überschreiten muss. Ja. Und dann können sie anprangern, jetzt hast du die Grenze überschritten, jetzt hast du von IQ-Unterschieden geredet, jetzt hast du von, sagen wir, biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern auch nur. Oder du hast den Frame verlassen, dass es hier um Integration geht, sondern du sagst, bei den Problemen, wie beispielsweise, dass der Großteil der Afghanen hier die Scharia haben will, bei den Problemen mit Islamismus, geht es um eine Zahlenfrage, eine demografische Frage. Ne? Das darfst du aber nicht sagen, das ist völkisch. Das ist mir egal, dass das völkisch ist. Ja, genau. Von diese Leute leben halt davon. Genau, darfst du nicht sprechen, das ist rassistisch. Das ist mir egal. Genau, diese Leute leben halt davon. Also, die leben in diesem in der Goldilocks-Zone, dass es hier mehr als 1 Million Muslime gibt und man über das Problem sprechen muss, aber weniger als 20 Millionen und die so dominant auftreten, dass das nicht zu ignorieren ist und dass die einfach den Ton angeben, die leben jetzt in dieser Zone, wo man sagen könnte, ach, wir müssen doch nur diese 8 Millionen Leute hier integrieren und davon überzeugen, dass alles, woran sie je geglaubt haben, falsch ist und die große Gleichheit zu akzeptieren, das schaffen wir bestimmt und das werden die halt so lange halten, bis wir aus der Goldilocks-Zone entweder in die eine oder in die andere Richtung wieder raustreten und Fakten geschaffen werden, die sie nicht mehr ignorieren können. Ja. Und das Kryptonit, um nicht, wie die Leute, die wir in dieser Doku hier gesehen haben, da rein gemobbt zu werden im Endeffekt, wieder die Establishment-Meinung anzunehmen oder auf jeden Fall sich zu distanzieren von der harten Gegnerschaft zu dieser, ist einfach nur zu sagen, wenn ihre Keulen kommen, rassistisch, sexistisch, xenophob, völkisch und so weiter, das ist mir egal. Das ist mir einfach egal. Ja. Darf es mir egal sein? Erleben Sie Dinge, die sie verbinden? Ja, ich muss sie fragen, was müsste ich sagen, damit du meine Position übernimmst, damit du genau so ein rassistischer, sexistischer Unmensch wirst? Und ich würde sagen, nix. Und dann müsste man antworten, genau. Ja, ist das nicht praktisch? So eine Beziehung auf zu den Menschen, über die Beziehung, über die emotionale Ebene. Ja, und ich meine, da tut er gerade Wahrheit kund im Endeffekt, ne? Packt sie emotional. Ne? Rational wird das nichts werden. Ja. Rational ist das Problem, hat das Establishment Unrecht und sie Recht. Aber packt sie emotional und dann erpresst sie pseudomoralisch. Jetzt am ehesten. Das ist viel stärker als jedes Argument. Ne? Weil gegen Argumente sind die Menschen irgendwann immun. Aber nicht gegen die Gefühle. Ist es nicht, dass wir immun sind? Ist es einfach nur, dass die Argumente scheiße sind? Und wir haben sie alle schon gehört. Aber das ist dann wieder nicht Sekte, ne? Wenn er das sagt, dann ist das in Ordnung. Also, dass man nicht mit Argumenten kommen soll, sondern einfach nur auf die Gefühle eingehen soll. Wenn das nur ein AfDler gesagt hätte, wäre dann wieder die dunkle Musik gekommen und danach, die Sekte, da kommt sie wieder. Das wäre das Beste gewesen, was sie gehabt hätten, ne, für das Sektenargument. Die Stelle gerade vom AfDler. Das, was ich jedem Menschen anrate, im Gespräch mit Menschen, die heute noch die AfD wählen. Es ist auch lustig, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben in einem Land, in dem ein Viertel der Wähler sich vertreten fühlen von dieser Partei, der hier diese Doku macht und ganz ungeniert abschließt damit, dass diese Leute aus der AfD Ratschläge geben, wie man Leute aus der AfD rausziehen kann. Einer Partei, nochmal, der einzigen Oppositionspartei, die ein Viertel der Leute in diesem demokratischen Land vertritt. Sehr interessant. Oder die heute noch Mitglieder der AfD sind, ist die Frage, wo sind deine roten Linien und wo waren sie zu dem Zeitpunkt, als du in die Partei eingetreten bist? Wie sehr musstest du in den letzten Jahren deine eigene rote Linie, den Grad dessen, was du bereit bist auszuhalten, den Grad dessen, wofür du bereit bist, dich zu rechtfertigen, dich zu vereinnahmen zu lassen? Ja, wir reden mal in 10 Jahren, wie gesagt, wenn sich in irgendeine andere Richtung das Machtverhältnis wieder gedreht hat und sei es in die Richtung der Muslime, dass die hier den Ton angeben, dann kannst du mir erklären, warum es jetzt eine gute Idee ist, dass wir hier richtig radikale Glaubensregeln zum Gesetz machen. Ja, ich meine, auch da sind wir eigentlich auf derselben Schiene. Ja, wofür willst du dich noch rechtfertigen vor anderen? Das ist mir egal. Also, ich habe mich nicht zu rechtfertigen vor anderen als der Bittsteller, der um Vergebung bittet für irgendwelche bösen Positionen. Wenn irgendwer mir so kommt, dann kann der sich ins Knie f***en. Das ist meine Antwort. Aber wieder, einfach nur Sektenlogik, ne? Einfach nur, wie viel sozialen Druck bist du bereit auszuhalten? Und hattest du dir gedacht, dass es so schwer wird und dass du so viel sozialen Druck kriegst? Das ist mir egal, mein Freund. Wie sehr hat sich das verändert? Jeder Mensch, dem also eine solche Frage frei von Verurteilungen, frei von Zuschreibungen gestellt wird, der muss sich eingestehen, dass die eigenen roten Linien im Laufe der Radikalisierung dieser Partei unfassbar oft verschoben wurden. Ich meine, dass wenn man rechts geworden ist, während das Normitum verlassen hat, sicherlich man irgendwann halt gelernt hat, dass diese moralischen Grenzen auf nichts basieren, da steckt ein Stückchen Wahrheit drin. Ne?
Das Problem ist nur, also wenn man einmal das Ganze durchblickt hat, dann kann man nicht wieder zurückgezogen werden hinter diese moralische Linie. Das Problem ist nur, dass ihr nie eine gefestigte Weltanschauung abseits vom Mainstream gehabt habt. Deswegen war das bei euch möglich. Ja, ja, das ist wie ein Glaube an Gott. Ne? Wenn du einmal wirklich nicht an Gott glaubst, ist es sehr schwer, wieder zurückzukehren. Aber wenn du nur so mit der Kirche unzufrieden bist, dann klappt das schon auch eher. Ja, wie viele rote Linien, wie viele Zweifel, die du dir nie vorher gedacht hättest, hattest du, seitdem du den Ketzern da folgst? Auf die Frage, würden sie wieder in die AfD eintreten? Da würde ich sagen, ich würde wieder in eine Partei eintreten, die liberale Gedanken hat, die sich um wirtschaftliche Themen und um Bildung da deutlich kümmern möchte. Ich würde aber... Beides Themen, die man nicht verknüpfen kann mit Migration, ne? Also, dass der Großteil oder knapp die Hälfte der Leute, die hier Bürgergeld bekommen, keinen deutschen Pass hat. Also nicht mal einer von den Alis ist in Neukölln, die niemals sagen würden, sie sind Deutsche, sondern straight up keinen deutschen Pass hat. Das ist nichts, was man wirtschaftlich ansprechen könnte. Auf gar keinen Fall in eine Partei eintreten, heute die, wie die AfD ist, wie sie jetzt heute ist. Da würde ich gar keinen Gedanken drüber verschwenden. Ich hätte auch gar keine Strahlkraft auf mich oder Anziehungskraft, ja. Nicht wählbar. Und wenn sie wächst, in großen Teilen auch gefährlich für die Demokratie. Wie sehr muss er noch wachsen? Ein Viertel. Und manchmal fragt man sich doch noch, wie man da den Weg bereitet hat. Ja, keine Ahnung, viel Substanzielles war das jetzt doch das nicht, ne? Also. Ich meine, sie haben ja lustigerweise ihren Winkel am Ende selber zugegeben. Sie haben ja am Ende gesagt, mit Argumenten wird das nichts, lasst Argumente bleiben. Argumente sind hier nicht unsere Stärke, sondern packt die Leute irgendwie emotional. Und dieser Regel sind sie auch in der Doku treu geblieben. Tja. Ja, das war anstrengend. Ich denke auch mal, das war der Hauptteil. Ne? Also sie schienen davor noch, sie haben ja quasi... Ja, so wir machen das jetzt nicht nur mit den Anfang. Ja. Also wie gesagt, wenn in der zweiten Hälfte schon nichts mehr vorkommt... Ja. Ja, und das war ja quasi chronologisch. Ich meine, es war noch Petri Parteichefin, als wir dann eingestiegen sind bei der Hälfte hier. Ja, das war allerhand. Das war also die große Enthüllungsdoku hier von dem ersten. Ja, komisch. Ich habe jetzt nicht die großen Storys gehört von den ganzen Hitlergrüßen. Und also, wie gesagt, Franzi hat wieder irgendwas angedeutet von wegen, ja, da muss man sich verbrennen, aber nichts Konkretes. Nicht der und der wurde gebeten, das und das zu machen und hat das dann gemacht. Oder diese und diese hohe Figur, die hat, hat sie nicht in ihrem Buch damals behauptet, dass Höcke Hitlerreden durchgeht für seine Reden oder sowas, wo sie dann verklagt wurde? Ja, nee, von... Goebbels reden. Von dem anderen Goebbels reden. Ja, genau, wofür sie verklagt wurde und jetzt muss sie es unterlassen und so. Also nichts auf dem Level. Komisch, ne? Das waren gerade Leute, die waren teilweise hoch in der Partei. Die haben offenbar nichts von der Brisanz mitbekommen. Tja, das war allerhand. Das ist auch so eine intellektuelle Feigheit. In einem ordentlichen Staat zuckst du da mit den Achseln. Ja, ist halt eine historische Figur. Klar kannst du dessen Reden lesen. Ja, und erneut, ihr wurde das untersagt. Also sie hat vor Gericht, ja, vor einem deutschen Gericht verloren, damit, dass sie diese Aussage getätigt hat. Und das musste aus ihrem scheiß Buch gestrichen werden. Insofern, ich gehe davon aus, wie vieles aus Franzis Mund, das war einfach straight up eine Lüge, von der sie wusste, dass es halt dem Mainstream schmecken würde und mit der sie sich profilieren würde. Aber auch andere Dinge, wenn heute einer sagt, ja, ich habe Lenin reden, bin ich durchgegangen. Ja, aber Lenin hat nichts Schlimmes gemacht. Nun, also der Unabhängigkeitskampf oder der Siegeskampf der Roten Armee gegen die Weiße hat, was weiß ich, 5 Millionen Hungertote verursacht oder sowas. Also auch Lenin hat einiges auf dem Kerbholz. Auch unter Lenin ist die Tscheka schon umgegangen und so weiter und so fort. Ne? Und trotzdem würde das heute keinen Rattenarsch interessieren, wenn einer dessen reden. Öffentlich zitiert, selbst dann nicht. Ja, das Gulag-System wurde unter Lenin geschaffen und so weiter und so fort. Ja, genau. Gut, mal schauen, als kleinen Abschluss noch. Jetzt war das deutlich länger, als wir gedacht hatten, weil das halt nur irgendwie so ein kleines, keine Ahnung, so ein kleiner Appetitmacher war. Ja, aber da war ja wirklich gar nichts drin. Also, genau, deswegen haben wir jetzt noch die ganze Doku angeguckt oder die Hälfte auf jeden Fall. Ja, wir haben noch 12 Minuten vor uns, was ihr über die Demos gegen Rechtsextremismus wissen solltet. Ich bin sehr gespannt. Direkter Frame erstmal drauf, ne? Direkt wieder, Leute, wir brauchen den AfD-Filter. Schön mal hier die Sättigung rausnehmen, alles ein bisschen grau und bedrohlich machen. Eine Welle des Protests schwappt durch Deutschland. Eine Flut an Desinformation geht durchs Netz. Mit dem sehr harten Vorwurf, das ZDF hätte dort ein Bild manipuliert. Manipulierte Bilder? Das hat die ja noch nie gemacht. Ich erinnere an die,
an das Kernkraftwerk, glaube ich, ne? Dass es dann mit grauem Rauch oder sowas versehen wurde. Mein Stand ist übrigens auch hier, es war teils, teils. Also es gab Bilder, die wurden dann bearbeitet übernommen von den Medien. Es gab auch Bilder, da gab es dann die Falschmeldung auf Twitter, dass die bearbeitet wären. Also es gab beides. Oder wir erinnern uns an Habeck, der auf einmal ein bisschen größer war und eine bisschen würdevollere Haltung gegenüber seinem arabischen Versorger angenommen hat. Wo ihr buchstäblich das Bild gedreht habt. Gekaperte Proteste, von oben orchestriert. Daneben steckt da aber... Die Regierung war auf diesen Protesten, der Bundeskanzler hat aufgerufen zu diesen Protesten. Also ja, wie viel mehr willst du es denn von oben orchestrieren? Da kannst du ja noch Leute anstellen, was ihr wahrscheinlich auch gemacht habt. Aber natürlich auch. Ja, ich habe auf Twitter den guten Spruch gelesen, in Sowjetdeutschland protestiert der Staat gegen dich. Ja, exakt. Und dazu halt das Bild von Scholz und Baerbock und noch irgendeinem anderen Minister, ne? Wie sie da stehen halt auf dieser Demo und sich solidarisieren mit den Leuten gegen ihre eigene Opposition, ne? Also ja, wie viel mehr kannst du es denn orchestrieren? Das gesamte Medienkonglomerat macht natürlich mit. Ich meine, dem lauschen wir gerade, ne? Große Firmen machen mit, alle machen mit. Also wie viel mehr orchestriert kann es denn sein? Eine Art Verschwörungstheorie dahinter. Was die Demos gegen Das muss ja keine zentrale Verschwörung sein. Ihr seid nur alle ein Apparat, in dem alle dieselben Interessen verfolgen, ne? Und eines der Hauptinteressen, das in diesem Falle gewahrt wird, ist halt, sich irgendwie zu wehren gegen die einzige inhaltliche Opposition in Deutschland. Extremismus. Ja, und ihr habt natürlich eine Menge ahnungslose Normie-Mitläufer, ne? NPC-Gehirne oder so weiter, denen man das, den Code nur eintippen muss und die dann machen. ...bewirken können, was an den Vorwürfen dran ist und wer davon profitiert. Da sind wir hier an der richtigen Adresse, glaube ich, um zu erfahren mal von neutraler Seite, was an den Vorwürfen dran... Oder Sie meinen jetzt das mit den Demos, ne? Oder meinen Sie den Vorwurf von Korrektiv, dass die AfD da die große Deportation von allen, die einen Milliliter nicht-arisches Blut im Körper haben, gefordert hat? Es sind Bilder wie diese, die der AfD ihre Erzählung streitig machen, die Stimme des Volkes, die Stimme der Mehrheit zu sein. Ja, und diese Einleitung hast du natürlich auch nie bei den Corona-Demos, ne? Wenn du dann gegen die Regierung hast, hast du dann nie, dass nicht die ganze Zeit alle dafür sind. Dann hast du wieder irgendeine geschönte Statistik. Ah, aber 51% sind doch dafür. Es ist doch immer die Mehrheit, die Maßnahmen... gut gefunden hat, etc., etc. Es ist so alt. Dieser Song übrigens, den wir gerade lauschen, das sind straight-up Antifas. Ne? Eine Zeile mal als kleines Beispiel aus dem Song ist, halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe, halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Also für die beginnen diese Nazis, von denen die gerade singen, bei Leuten, die die Bild-Zeitung lesen. Also im Endeffekt eine regimetreue Zeitung, auf jeden Fall seitdem Reichelt weg ist, die halt hin und wieder auch mal über einen Migrantenmord berichtet. Ne? Da beginnen diese Nazis. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Also wenn im neuen Deutschland, dann im besseren Deutschland, hier irgendeine eine Staatsdemonstration gegen Linke stattfindet und wir damit Lanze einleiten, dann finden das alle komplett normal und denken die Medien, die sind immer neutral geworden. Demos für Demokratie und Vielfalt gegen Rechtsextremismus und... Die Zeile gerade, wir sind noch nicht mal linksradikal. Was wir gerade sagen, Leute, das ist noch nicht mal rechtsradikal. Die AfD, die Partei gerade am Höhepunkt ihrer Popularität. Jeder Fünfte würde laut Umfragen die AfD wählen. Doch warum gehen gerade jetzt so viele auf die Straße? Ich bin sehr, sehr selten auf Demonstrationen. Aber ich glaube, das ist heute ein Punkt, wo man einfach mal dabei sein sollte und zeigen sollte, dass man auch gegen... Der Bürger-NPC. Also es ist ja leider so. Es ist genau das Klientel, das ich erwarte, dass ich auf so einer Demonstration wiederfinden würde. Was war denn da in Potsdam? Stell mal die Frage. Ne? Das wäre auch was Schönes für den Ketzer der Neuzeit. Also ich glaube... Die AfD Sachsen, ich glaube, Junge Alternative Sachsen, hat ja so eine Umfrage da gemacht auf der Straße, paar Leute gefragt, worum geht's denn hier eigentlich? Und du kriegst halt wirklich die hirntotesten Antworten von wegen, ja, AfD, ja, der Höcke und so, ne? Und die haben da irgendeinen Nazi getroffen und so. Also das ist das Niveau, auf dem die euch verstehen. Es ist halt wirklich ein bisschen Masse gegen Klasse. Ne? Ja. Dem System ist auch egal, wie... tiefgreifend ihre Anhänger irgendwas verstehen, müssen die nicht. Die müssen nur den Grundframe aufsaugen von wir gut, die böse. Ja, der NPC-Chip
im Kopf wurde wieder ausgetauscht, aber er hat halt nur so wenig Speicherplatz. Ja, du kannst halt nur 2 Megabyte draufbringen und dann ist es vorbei. Und da reicht die Totalbegründung nicht. Diese Entwicklung in Deutschland ist. Ich habe genug Freunde, die nach den Regeln der AfD halt abgeschoben werden würden. Wie gesagt, auch da den Frame gekauft, dass die italienische Oma von dem Kumpel, den wir gerade da hatten, abgeschoben würde, weil zum Beispiel, wie gesagt, ein Islam L.M. vor Gericht gerade mit Arabisch-Dolmetscher mit deutschem Pass für die AfD keine Deutschen sind. Was die meisten auf die Straße treibt, die Enthüllungen der Rechercheplattform Korrektiv Mitte Januar über ein Geheimtreffen in Potsdam. Da haben sich sowohl Vertreter der AfD, unter anderem der ehemalige persönliche Sekretär von Alice Weidel, aber auch Vertreter der Werteunion mit Personen aus dem Umfeld der Identitären Bewegung getroffen, der bekannteste Kopf davon Martin Sellner. Und dann waren noch einige Personen vor Ort, die eher im Hintergrund agieren, aber die eben durchaus finanzstark sind und bereit dazu sind, auch Aktivitäten solcher Aktivisten zu finanzieren. Thema bei dem Geheimtreffen nach Korrektivberichten, die Idee der sogenannten Remigration. Remigration, also die Rückführung von Menschen, in diesem Fall aus Deutschland, ist so eine Vokabel, die deswegen, glaube ich, ganz griffig ist und strategisch wertvoll ist für die Identitären, weil sie nicht ganz eindeutig ist. Geht es hier um die Rückführung. Das heißt hier nicht ganz eindeutig, das ist eindeutig genug. Hat nicht letztens die Grauzone auf Twitter gepostet, dass irgendwie jetzt aus Pakistan eine riesige Anzahl von Afghanen wieder nach Afghanistan abgeschoben wurden, irgendwie 10 Millionen Leute oder sowas? Also das ging in die Millionen hinein. Also, ja, was ist da? Die wurden remigriert. Straffällige Asylbewerber oder Menschen mit einem unklaren Aufenthaltsstatus oder... Nein, nicht straffällige, und das ist auch nicht, was irgendein AfDler dann behaupten würde. Es geht nur um straffällige, auf jeden Fall keiner von Rang und Namen. Es geht darum, 2015 rückgängig zu machen. Übrigens so, wie es uns damals auch versprochen wurde. Ne? Damals noch in der Mainstream-Politik, dass es passieren würde. 2015, die bleiben natürlich nicht für immer hier. Wenn da wieder Frieden ist, gehen die wieder nach Hause. Ja, das muss durchgeführt werden. Und Leute wie ein in Berlin geborener Islam L.M., der wie gesagt kein Wort Deutsch spricht und hier eine Gruppenvergewaltigung begeht, aber selbst täte er das nicht, da müssen Anreize geschaffen werden, der hat einen deutschen Pass, damit sie von selbst wieder nach Hause gehen. Ne? Anreize können so aussehen, dass man hier in Sozialstaat runterfährt und gleichzeitig ihnen da Geld für eine gewisse Zeit hinterherwirft. Das war, worüber ein Martin in seinem Vortrag geredet hat. Übrigens, wie gesagt, da handelt es sich um einen Vortrag, nicht um einen Plan, der geschmiedet wurde mit irgendwelchen AfDlern. Das war ein Treffen, auf dem mehrere Vorträge stattfanden. Im Sinne von Redner haben ihre Ideen da präsentiert und der Rest hat zugehört. Ne? Das war ein Austausch, kein Schmieden von einem Plan. Geht es ein großer Austausch, wenn du so willst. Es ist tatsächlich um die Rückführung von deutschen Staatsbürgern, die allerdings unter bestimmten ethnischen Kriterien, die identitäre Bewegung sich überlegt, für sie keine richtigen Deutschen sind, sondern nur... ethnische Kriterien, wie beispielsweise, sind sie der deutschen Sprache mächtig? Ne? Wir haben einen Haufen Leute, die sind nicht der deutschen Sprache mächtig in Deutschland, und die Rückführung ist in diesem Kontext irreführend. In dem Vortrag von Martin Sellner ging es darum, für sie Anreize zu schaffen, nicht darum, sie abzuschieben. Nicht, dass damit irgendwas nicht stimmen würde. Deutsche zweiter Klasse. Die Enthüllungen zum Geheimtreffen. Für dich übrigens. Ja, das mit dem Anreizding ist halt die Versuch, eine Lösung zu finden, die sich mit den jetzigen grundgesetzlichen Maßgaben noch vereinigen lässt. Solange wir kein neues Grundgesetz, solange wir nicht die politische Kraft haben, eine neue, gänzlich neue Verfassung zu schmieden, was sehr schwer ist, historisch gesehen, müssen wir halt in dem System arbeiten, den wir jetzt haben. Und da sind Anreize schaffen, damit die Leute von alleine gehen, probates Mittel. Übrigens, was deutsche zweiter Klasse betrifft, Kumpel, für dich ist Islam L.M. entgegen höchstwahrscheinlich seiner Aussage, ich glaube nicht, dass der in seiner Heimatsprache auf Arabisch dann sagen wird, ich bin ein Deutscher, wenn du ihn fragst, ein Deutscher. Also für dich ist das ein Deutscher, so wie du und ich. Und glaubst du das wirklich? Denn ich glaube dir nicht mal, dass du das glaubst. Ich glaube dieser kleinen Kacknase, die wir gerade gesehen haben, C-U-C-K, lieber YouTube-Zensor, nicht, dass er wirklich denkt, das ist ein Deutscher. Ich denke, er hasst einfach die Deutschen und er findet es gut, wenn sie ethnisch zersetzt werden. Und er versucht, jeden halt mit harten Mitteln zu bekämpfen, der sich dem in den Weg stellt. Und dafür packt er halt diese Keule aus. Treffen setzen in Deutschland etwas in Bewegung. Es kommt zu einigen der größten Kundgebungen seit Jahrzehnten.
plötzlich... Ja, halt Partys aufgerufen zu von der Regierung und ihren Hofmedien, was quasi alle großen Medien in Deutschland sind, aus denen dann was erwächst. Also, das war eigentlich mal meine Frage bei diesen Demos. Was ist jetzt die Drohung? Was ist jetzt der Punkt? Was verändert sich jetzt? Linke, Boomer, Gutmenschen sind auf der Straße, sind morgen nicht mehr auf der Straße. Und nu? Der Punkt von der rechten Demo ist ja auch immer die Ermutigung von anderen, von der schweigenden Masse, die das durchaus ähnlich sieht, aber halt eingeschüchtert ist von medialer Stimmungsmache, von im Endeffekt Demos wie diesen. Ne? Einschüchterung ist sicherlich ein legitimer Punkt, legitim strategisch gesehen, den sie haben können mit diesen Demos. Was ist Punkt 2? Was bringt das? Ich sehe keinen wirklichen Nutzen davon. Ja, das ist ja immer das Problem bei Demonstrationen. Ne? Also wir können ja ein bisschen beruhigt sein. Wir sagen ja unserem Eigenlager die ganze Zeit... Also geht von mir aus auf die Demonstration, aber messt dem nicht zu große Bedeutung bei. Die Gesellschaft wird nicht durch Demonstrationen verändert, sondern durch Interessengruppen, durch dauerhaft wirksame Netzwerke. Und so kann man es natürlich auch andersrum sehen. Ne? So eine Demonstration ist auch leicht auszuhalten, weil sie halt keine reale Befugnis dir gegenüber hat. Graswurzelmäßig macht es halt auf der rechten Seite schon etwas. Das Problem ist nur, auf der linken Seite gibt es kaum irgendwen, der die AfD hasst und sich nicht trauen würde, das auszusprechen. Es gibt quasi niemanden. Weil was ist denn die Drohung für euch? Also wo ist denn das Problem damit, das zu sagen? Du wirst gefeiert in den Medien, du wirst deinen Job safe behalten. Es wird kaum, also im Gegenteil, Leute, die mit dieser Meinung ein Problem haben, werden zu eingeschüchtert sein, um dagegen was zu sagen. Während die rechte Demo halt im besten Fall graswurzelmäßig den Leuten, die sie mitbekommen, vermittelt, ihr seid nicht allein mit eurer Meinung und die können uns nicht einfach, wie uns vermittelt wird, in den Medien pausenlos zerquetschen wie Ungeziefer. Das ist im Endeffekt der Nutzen. Schließlich ist diese Woche zu einer Demonstrationswoche gegen Rechtsextremismus geworden. So gehen jetzt auch viele auf die Straße und zeigen Gesicht. Die Protestwelle gegen rechten Extremismus, sie ebbt nicht ab. Im Gegenteil, sie erfasst offenbar immer mehr Städte. Die Musik dabei, diese positive Gameboy-Musik, ne? Der Kontrast mal zu der Doku eben. Im ganzen Bundesgebiet. Kiel. Es wirkt fast so, als wären diese Medien hier finanziert von der deutschen Allgemeinheit und mit ungefähr 80% vom Kapital aller deutschen Medienhäuser auf der Seite von einer bestimmten Richtung. Kaufbeuren, Bielefeld, Braunschweig, Bochum, Dortmund. Die größten Ideologen der Republik sitzen in den Cutting-Räumen, in den Redaktions- und Schneideräumen der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Erfurt, Leipzig, Chemnitz, Heidelberg, München. Wie erfreut sie das aufzählt. Ein ganz anderes Bild der Demos verbreiten indes Alternativmedien im Netz. Alles manipuliert, alles aufgebauscht. Das war das, was meines Wissens nicht fake war. Es gab aber ein anderes, ähnliches Bild, nicht aus Hamburg, sondern ich glaube Münster. Und das war fake. Also daran hängt ihr euch jetzt auf. Leute in den sozialen Medien haben gesagt, irgendeins von den Bildern der ganzen Doofboomer, die wir auf die Straße diktiert haben, wäre fake, war aber gar nicht fake. Ja, Breaking News. Ja, die zweifeln halt an der sozialistischen Einheitstreue der allgemeinen Bevölkerung. Das ist kriegsversetzende Propaganda. Das ist ja staatsgefährdend zu behaupten, dass diese staatlich staatsgefährdend, genau. Staatsgefährdende Propaganda. Ja, ja, also zu behaupten, die staatlich verortete Demo wäre nicht so groß, wie die staatlich verortete Demo war. Und außerdem wäre sie staatlich verordnet, ist Etzala staatsgefährdend. Alles nur fake. Die AfD geht in die Offensive, versucht Zweifel zu säen. Drei Beispiele von Desinformation und wie sie sich im Netz widerlegen lassen. Jetzt haben wir auf einmal eine ganz andere Musik. Kommt sie nur her? AfD-Chef Björn Höcke. Das ist jetzt so verwirrend. Wir sollen Angst davor haben, dass Höcke ein Bild geteilt hat, wo er gesagt hat, das sieht aber komisch aus. Wieso hört der Fluss hier auf? Das ist etwas Bedrohliches für uns. Postet dieses Foto und behauptet, bestellte Massen demonstrieren gegen die AfD. Wirft den Medien Bildmanipulationen vor. Das ist ein Bild der Demonstration in Hamburg, in der Hamburger Innenstadt, mit dem sehr harten Vorwurf, dass ZDF hätte dort ein Bild manipuliert und hätte dort zusätzliche Menschen hineineditiert, die dort nicht auf der Straße, sondern im Wasser in der Alster stehen würden. Die Erklärung für dieses Bild... Wie gesagt, ihr habt tausendmal Fakes dieser Art gebracht. Ich erinnere an das Atomkraftwerk, wie Schatti eingangs meinte, ne, mit dem Rauch, der dunkler gemacht wurde vom Bild, damit die Leute Angst davor haben. Wir erinnern an den guten Scheich,
mit Habeck, bei dem Habeck dann so gedreht wurde, dass er keinen Buckel mehr machte. Das Bild ist keine Manipulation, sondern einfach eine Frage der Perspektive. Das Foto ist von weiter unten aufgenommen worden. Entsprechend sieht die Menschenmenge dort größer aus und die Alster kleiner. Die Demokratie ist gerettet. Mit der Verbreitung von Falschinformationen verfolgen die AfD und parteinahe Akteure gleich mehrere Strategien. Zum wow, einen sollen natürlich. Wow, sehr, sehr positive Hintergrundmusik. Ich glaube, die sollen wir wählen. Das wird damit suggeriert. Natürlich der Protest als solcher klein geredet werden. Daneben steckt da aber natürlich auch im Grunde eine Art Verschwörungstheorie dahinter. Nämlich die Verschwörungstheorie, dass wir auf natürlich der Seite dieser Leute werden, bei denen wir jetzt einen großen Beitrag darüber machen, dass Höcke gesagt hat, dieses Bild sieht aber komisch aus. Dass die Regierung und vermeintlichen politischen Eliten, die AfD... Die vermeintlichen politischen Eliten, also die Scholz ist nur vermeintlich Kanzler, ja, der hat nur vermeintlich gemacht. Kumpel, spricht nach dir eigentlich auch einer von der IB? Spricht nach dir hier in diesem ZDF-Beitrag auch noch einer, der so rechts ist, wie du links bist? AfD ausgrenzen. Nee, sorry, ich bin mir sicher, du bist ein stabiler AfD-Wähler, nicht wahr? Wollen. Ja, der ist vermeintlich links. Die mit den Medienvertretern unter eine Decke stecken. Nein, tun sie überhaupt nicht. Dieser Beitrag legt auch überhaupt nicht nahe, dass irgendeine Schnittmenge von gemeinsamen Interessen bestehen würde zwischen dem Medium, das hier Zweifel an komischen Bildern von den Demos mit dramatischer, düsterer Musik unterlegt und dann die Demos selber mit irgendwelchen Antifa-Songs im Hintergrund und positiver Gameboy-Musik. Viel Aufmerksamkeit im Netz bekommt auch dieser Post, Beispiel 2. Ein AfD-Politiker macht den Vorwurf, Bäume würden im Januar grüne Blätter tragen. Das Bild sei manipuliert. Das Ganze kann man aber auch relativ einfach widerlegen. Wenn man sich den Ort anguckt in Köln, sieht man nämlich, dass dort an der Stelle ein Lokal ist. Und an diesem Lokal, das... Da müssen wir jetzt hier fucking Sherlock Holmes spielen. Irgendein Typ hat auf Twitter was gepostet, dass auf der staatlich verordneten Demo gar nicht so viele waren, wie der Staat gesagt hat, dass auf der staatlich verordneten Demo waren. Waren aber hier, guck mal, wir haben die grünen Scheinwerfer. Jetzt auf Google Maps. In diesem Lokal ist eine Außenbeleuchtung in grüner Farbe. Und das ist eine sehr naheliegende Erklärung für die grüne Farbe in diesem Bild. Keine AI-Manipulation, sondern einfach eine Außenbeleuchtung eines Lokals. Nicht alle Falschinformationen. Warte. Ich war schon gespannt. Das andere Beispiel war Münster. Kommt das noch dran? Denn meines Wissens, das hier rechts, ne? Münster war tatsächlich ein Fake-Bild, was in euren Medien verbreitet wurde. Ne? Deswegen sagte ich eingangs, es gab diese und es gab diese. Es gab Bilder, die waren gar nicht fake und wurden als fake präsentiert. Es gab aber auch wirkliche Fake-Bilder. Was ist mit Münster? Was ist mit dem? Nicht alle Falschinformationen kommen aus der Ecke der AfD. Das zeigt Beispiel 3. Ein Video von einem Lichtermeer in Berlin, gepostet vom Zentrum für politische Schönheit. Es scheint, als würden Zehntausende vor dem Reichstag singen. Doch es stellt sich heraus, der Ton ist nicht der Originalsound. Die SPD-Bundestagsfraktion ist der Urheber des Videos. Die haben das zuerst auf TikTok gepostet, die haben den Sound drunter gelegt. Und das Zentrum für politische Schönheit hat sich das Video dann geschnappt und einfach selber gepostet auf Instagram. Allerdings hat da jeder Hinweis gefehlt, dass die Musik... Wo ist die dunkle Musik? Also wir reden ja doch hier von der kolportierten Lüge der Regierungspartei. Wo ist die dunkle Musik? Ich meine, auf einmal ist nichts mehr. Auf einmal haben wir nur eine lächelnde Rothaarige gesagt, lustiger Scherz. Nicht zum tatsächlichen Video gehört. Die SPD hatte das Video mit einem Transparenzhinweis versehen. Aber warum verwendet sie überhaupt ein anderes Audio? Sounds und Musik aus anderen Videos zu nehmen und unter das... Ich frage mich, ob da einer drüber geguckt hat und das dann noch reingemacht hat, weil ihm die Dissonanz auffiel zwischen dieser, ja, Wiederholung, spöttischen Wiederholung des Vorwurfes, es gäbe irgendwelche medialpolitischen Eliten, die diese Demos gut fänden, und dann dem Beitrag, der 100% demagogisch alle, die was gegen die Demos haben, in den Dreck zieht.
eigene Video drunter zu schneiden. Nach dem Motto, wir müssen hier noch irgendwas Fake-mäßiges von der anderen Seite reinbringen, sonst wirkt das irgendwie eigenartig. Die Fraktion sieht da kein Problem bei, weil es eben gängige Praxis ist. Und auch, weil das Lied... Ach, bei der SWD ist schon alles gängige Praxis. Ach, es ist so ein altes, ermüdendes Spiel. Wo ist eigentlich der Sprecher von Höcke, der jetzt redet über seinen Twitter? Was man hört, bei der Demo gesungen wurde tatsächlich. Nur eben nicht so laut und von anderen Leuten. Der Schaden ist trotzdem groß. Das Video, millionenmal aufgerufen und tausendfach geteilt, liefert Akteuren, die Fake News über die Demos verbreiten, eine Angriffsfläche. Und das Problem hiermit ist dann nicht, dass eine Lüge verbreitet wurde. Bilder von der Regierungspartei, genau, die den Kanzler stellt, die die ganze Macht in diesem Land besitzt. Sondern das einzige Problem ist, dass das Futter geliefert hat für Kritiker dieser Demos. Und es gibt die Verschwörungstheorie, dass staatsnahe Medien wie ihr auf der Seite der Demos wären. Die nehmen solche Beispiele natürlich als gefundenes Fressen, um die eigenen Positionen bestärken zu können. So wie ihr Beispiele von angeblichen Fake-Bildern, die aber gar keine sind, am Ende als gefundenes Fressen nehmt und gleichzeitig nicht näher eingeht auf das Bild aus Münster, das tatsächlich Fake war, das ihr sogar eingeblendet habt, weil ihr eine andere Sache aus demselben Tweet haben wolltet. Können und darauf hinweisen zu können, hier sieht man jetzt, die manipulieren das Audio, um das besser klingen zu lassen. Also daher... Ja, das ist natürlich für die dann gefundenes Fressen, ne? Also innerlagermäßig hätten wir einen ähnlichen Diskurs, aber wir, keine Ahnung, wir wären uns da irgendwie zu dumm für, das dann zu bringen in irgendeinem Format, das so tut, als wäre es neutral, ne? Ja, es finde ich natürlich ein gefundenes Fressen. Ich glaube, das gab es sogar als auf Twitter von einigen Leuten aus unseren Reihen, dass die kritisiert haben, dass die Boomer bei uns halt zu schnell sagen, das und das ist Fake, hier guckt das echte Bild, wie mit diesem einen Bild da, was Höcke auch geteilt hat und so, ne? Da gab es interne Kritik. Ja. Ist aber lustig, dass ihr dann die eine Sache, die ihr bringt von der SPD, behandelt, wie wir lagerinterne Kritik, ne? Coach-Kritik, Manöver-Kritik behandeln. Fast so, als wäre es klar, dass ihr alle aus demselben politischen Lager stammt. Kann das schon eben quasi Munition sein zur Verbreitung von weiteren... Könnten die eigentlich in einer Art und Weise lügen, die einfach schlecht wäre an sich? Also fernab davon, dass die AfD daraus irgendwas machen kann, dass das den Demokratiefeinden nützt, die sagen, auf der staatlich verordneten Demo waren gar nicht so viele Leute, wie auf der staatlich verordneten Demo waren. Also gibt es irgendeine Lüge? Wenn da behauptet wird, dann kam Höcke persönlich und hat einen Migranten geschlagen und dann kam die Meute und hat gesagt, so nicht Nazi, und Höcke lief weinend nach Hause und davon ist dann irgendwie ein Deepfake-Video, das Scholz persönlich auf Twitter teilt. Wäre das dann schlecht, einfach weil es eine groteske Lüge ist, oder wäre das auch nur schlecht, weil es halt den Falschen in die Karten spielt? Falschinformationen. Ein weiterer Vorwurf gegen Demonstrationen wie die hier in München: Sie seien von Linksextremen gekapert. Ihr habt gerade einen Antifa-Song gespielt während einem von den Dingern. Ihr seid von Linksextremen gekapert. Schon im Vorfeld der Münchner Kundgebung hatte Freie Wählerchef Hubert Aiwanger kritisiert, man bekämpft ein Extrem nicht mit dem anderen Extrem. Kack. Was ist da dran? Ja. Angestoßen hat die Großdemo gemeinsam... Ach Hubert, in deiner Jugend warst du mal so cool. Was ist aus dir geworden? Du kennst überhaupt keinen Baum. Rechts Luc Ouali von Fridays for Future. Seine Motivation? Gleichgültigkeit ist eins der... Und wie heißt die? Offenbar ja der, laut so, denen, ne? Luc. Ist das ein Ins? Gefährlichsten... Das ist deren Sprecher? Also als Sprecher... würde ich mir eine andere Stimme zulegen. Politischen Mittel, weil wenn der Großteil nichts tut, dann kann eine ganz kleine Minderheit ihren Willen durchdrücken. Und das darf nicht in unserer Demokratie passieren. Und genau, ja, wie gesagt, die White Pill daran ist wieder eine Demonstration. Ob auf der einen oder anderen Seite bringen nicht viel. Dauerhafte Interessenvertretungen, dauerhafte Pressure Groups, die bringen was, die verändern die Politik. Demonstrationen sehen groß aus, aber... man kann einfach nichts tun und eine Woche später sind sie weg. Das ist das Problem bei Demonstrationen. Übrigens, die müssen schon echt riesig sein oder eskalieren, damit da was bleibt von. Übrigens jetzt, wo sie das hier noch bringen, also ein Fridays for Future-Typ, als dann den moderaten Typ, der sagt, ja, ja, aber alle schön hier friedlich bleiben und oh ja, wenn einer hier irgendwie Schwachsinn macht, dann hilft das der AfD und so weiter. Wird im Zuge dessen dann auch noch das Plakat gezeigt mit dem AfDler töten?
Kommt das auch noch oder ist das quasi jetzt der Abschnitt zu Linksextremismus? Genau deshalb ist... Vor allem, also was auch noch gut ist aus dieser Demonstration, kann ja wirklich kaum was erfolgen, weil sie nicht im Zusammenhang mit einem Gesetzesvorhaben steht. Also wenn die Bauern zum Beispiel für irgendwas demonstrieren, dass eine Steuer wieder abgeschafft werden soll und sie das wirklich hart machen und die Steuer dann irgendwann abgeschafft wird, dann haben sie ja zumindest einen partiellen Erfolg erreicht. Aber ja. Welches Gesetz soll denn verändert werden? Also die AfD wird nicht verboten werden, das ist sehr unrealistisch. Auf was konkret soll das verweisen? Es ist eben auch überhaupt nicht bedrohlich, weil all diese Leute halt in Wirklichkeit für nichts stehen. Außer einfach nur für Gehorsam und wen gegenüber Gehorsam kann sich halt von heute auf morgen ändern. Ne? Diese Demo, all diese Leute hätten keine groß andere Bedeutung, was sie da aussagen würden, hätte keine groß andere Bedeutung, wenn auf all ihren Schildern einfach nur stehen würde, was der Fernseher sagt, ist richtig. Das wäre im Endeffekt dasselbe. Niemand wird ernsthafte Mühen, ernsthaftes Leid in Kauf nehmen für das, wofür sie da stehen. Sie stehen da einfach nur, um sich gut zu fühlen. Ne? Deswegen reden wir von einer... Ja, es ist das Klientel der Macht. Genau. Ja. Deswegen, zum großen Teil. Deswegen reden wir von einer staatlich verordneten Anti-Rechts-Party. Die sind da, weil es sich gut anfühlt, weil der Fernseher dafür gesorgt hat, dass es sich gut anfühlt. Demokratie mehr als... Bei einer rechten Demo sind die Leute, obwohl es sich oft nicht gut anfühlt, gegen alle Widerstände. Einmal alle 4 Jahre ein Kreuz auf den Zettel zu setzen. Seinem Aufruf schließen sich über 250 Organisationen und laut Polizei mehr als 100.000 Menschen an. Auf der Bühne wird aber nicht nur Stimmung gegen die AfD gemacht, sondern auch gegen die Ampel. Das ist die größte NPC-Sammlung, die wir jemals gesehen haben, ne? Nazis essen heimlich Döner, Alter. Ampelregierung und die Union. Es gibt ja immer diese Klischeebilder davon, was so ein Rechter denkt, also so ein Cartoon-Bild, ne? Das ist halt so ein Typ mit Springerstiefel und Wampe und einer Glatze und dann hat er irgendwie nur eine Toilette im Kopf oder sowas. Und ich meine, diese Sprüche, die sind auf genau dem intellektuellen Niveau, was ich erwarten würde, was dann ein solcher Mensch von sich geben würde. Aber das geht denen auch nicht auf. Ja. Diese kindliche Einfachheit, die in diesen ganzen Sprüchen, in diesem ganzen Weltbild zum Ausdruck kommt, dass denen das keine innere Dissonanz verursacht, dass sagt einiges aus. Ja. Stell dir auch mal vor, also irgendwie haben die auch kein Schamgefühl mehr. Also auch nicht von oben. Ne? Ich rede jetzt nicht über diese Leute auf der Demo. Ich rede darüber, wenn wir hier den Laden übernommen hätten und wir würden jetzt dieselbe Masche da fahren. Und das wäre das Niveau, das wäre das Level von Mensch, das da unterwegs ist in unserem Namen auf den Straßen. Man würde sich in Grund und Boden schämen. Ja. Wenn ich auf eine Demonstration gehe und dann nur Zettel stehen, Regierung gleich doof, dann würde ich das nicht gut aufnehmen. Das würde bei mir großes Widerstreben verursachen, damit zu marschieren, weil das einfach, ja, offensichtlich wieder so eine Low-IQ, Low-Effort-Scheiße ist. Erst am Donnerstag hat die Ampel beschlossen, die Seenotrettung zu kriminalisieren. Wie findet ihr das? Doof finden wir das. Oh, sie haben mal irgendetwas, wovor sie sich nicht mehr drücken konnten, gemacht, weil zu eklatant über die Stränge geschlagen wurde von ihren eigenen Freunden bei Mission Lifeline. Und schön, dass auch die CSU heute hier aufrufen will. Wir sind sehr gespannt auf ihre Brandmauer nach rechts, die sie damit scheinbar sein möchte. Ich könnte so eine Rede nicht halten, wo ich am Ende darauf hinarbeite, dass hier meine... Was Boomer-NPCs sagen, doof, das finden wir nicht gut, da sind wir dagegen, nein! Obendrauf muss man die Leute in ihrer Strategie ja auch noch dazu bringen, dass sie einen selbst für das Feindbild halten, oder auf jeden Fall so ein bisschen so tun, so wie gerade mit, die Ampelregierung, die will die Seenotrettung kriminalisieren und so, dass sie denken, man selber, die momentane Regierung, die sie da auf die Straße gebracht hat, die wäre auch zu böse links dann aus unserer Sicht, ne? Denn es muss ja immer weiter in die Richtung gehen. Also das ist ja schizophren auf einem Level, dass man sich kaum mehr ausmalen kann. Ja. Vertreter der angesprochenen CSU haben es sich trotz Kritik nicht nehmen lassen, an der Demo teilzunehmen, mit gemischten Gefühlen. Zunächst einmal bin ich unglaublich stolz, dass... Dann wieder diese Dissonanz hier. AfD hetzt, Ampel setzt um, dem Rechtsruck entgegentreten. Ich dachte, die Ampel, das sind die bösen Scheiß-Neofaschisten, die hier die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer saufen lassen. Hä? Entscheidet euch, aber ich glaube, das meint...
Ich meine, meinen die das jetzt, dass auch die Ampel eine rechte Parteivereinigung ist? Also Sie müssen es eigentlich immer mal wieder anklingen lassen, haben sie auch gerade gemacht. Ne? Mit die Seenotrettung wurde kriminalisiert von der Ampel jetzt. Es ist halt schizophren. Ne? Es muss immer beides gleichzeitig sein. Ja, die sind gut, die sollen an der Regierung bleiben, denn das sind ihre Leute und das wissen sie auch. Und gleichzeitig, die sind auch zu Recht. So, es wird alles immer rechter. Wir müssen endlich mal uns dem entgegenstellen. Gemischten Gefühl. Und was mir auch nicht gefällt, also wenn ich ein Plakat machen würde und ich dann merke, dass Ampel setzt um nicht mehr ganz in die Reihe passt, dann würde ich das Plakat nochmal neu anfangen, anstatt dann das um so eine Zeile darunter nach dazwischen zu quetschen. Ich finde, das hat immer so ein, also das sagt viel über einen aus, oder? Dass man jetzt nicht einfach nochmal neu anfangen kann, weil es offensichtlich nicht geklappt hat. Als hätte es ein Kind gemacht, ne? Ein Kind, das zu ungeduldig auch war damit, weil das siehst du doch kommen, das Problem. Ja. Zunächst einmal bin ich unglaublich stolz, dass 250.000 Menschen hergekommen sind, um klar zu sagen, nein zu Rassismus, nein zu Rechtsextremismus, nein zu Nazis. Das ist jetzt ein CSU-Typ und dahinter steht irgendein Trans-Ens vom schwarzen Block, ne, in schwarz gehüllt, halt um Gewalttätern Deckung zu geben. Mein Recht zu existieren steht nicht zur Debatte. Und das bedeutet dann halt Selbstbestimmungsgesetz, ne, als andere spricht ihn ja die Existenz ab. Also wenn der sagt, er ist eine Frau, dieser Typ hier, da muss er aufs Frauenklo gehen können und alles machen können, was eine Frau machen kann. Und davor steht jetzt der CSU-Typ und biedert sich an. Das ist eure CSU. Und wir stehen auf gegen Demokratiefeinde. Das macht mich wirklich stolz. Auf der anderen Seite hat sich der Veranstalter als ungeeignet erwiesen, weil er sich nicht klar ausschließlich gegen die AfD und Rechtsextremismus gewandt hat. Wunderschön. Ausschließlich gegen die Leute, die wirklich gegen den Kurs sind. Die haben nicht klar gesagt, nee, die sind noch nett. Hier, guck mal, die tanzen auch bei uns unterm Regenbogen mit. Du erbärmlicher Alter. Hat, sondern sogar gegen die Bundesregierung und die demokratische Opposition. Das finde ich inakzeptabel. Die Bundesregierung will, dass man von links gegen die Bundesregierung demonstriert, denn dann kann man auch mal berichten über diese Demonstration. Dann wirkt es so, als gäbe es noch irgendeine Zivilgesellschaft in Deutschland, die nicht verboten wäre. Auch teilnehmende Vereine wie München ist Bund distanzieren sich von manchen Äußerungen auf der Demo. Die Veranstalter von Fridays for Future räumen ein, es habe Momente auf der Demo gegeben, in denen der Tonfall verrutscht sei. Prinzipiell ist es aber natürlich auch so, dass es bei einem Rechtsruck ja nicht nur darum geht, dass die AfD als Partei den verursacht, das sondern... Das ist also Fridays for Future. Ist das nicht eine Umweltorganisation? Man sieht wieder sehr schön, es gibt keine Klientelorganisation mehr im engeren Sinne. Die stehen alle für alles. Ja. Die Regenbogenflagge ist die Flagge des Empires und das sind 1000 Positionen darunter vereinigt. Ja, ja. Es ist der Magen und die Milz und der Dickdarm und der Dünndarm und so weiter und so fort. Es ist alles derselbe Organismus. Und sie sind nicht einmal mehr schüchtern damit. Auch andere Parteien dazu beitragen, durch ihre Rhetorik, indem sie Sachen salonfähig machen. Das heißt, es gilt auch die in die Verantwortung zu nehmen. Münchens. Die CDU tut zu sehr so, als wäre sie auch eine Art AfD, weil sonst alle die AfD wählen. Ne? Die ewige CDU-Zwickmühle in der Opposition jetzt. Nee, ihr dürft auch nicht so tun, als wärt ihr die AfD. Aber die Leute wollen eine AfD. Ja, nee, aber das ist halt eigentlich... Ist halt immer ein Spagat, dann selbst sogar für die Linken wieder, denn eigentlich brauchen sie eine CDU, die harmlos bleibt inhaltlich, nichts macht, aber wirkt wie eine AfD-Leit. Eigentlich brauchen sie genau das als Blitzableiter, denn was soll denn sonst kommen? Ne? Irgendwas müssen die Leute ja wählen. Wollen sie oder denken sie, es wäre realistisch, dass die Leute tatsächlich irgendwann alle Bock haben auf den Regenbogen? Dafür müsst ihr auf jeden Fall warten, bis ihr einige Generationen indoktriniert habt und weitere weggestorben sind. Oberbürgermeister will für künftige Aktionen ein neues Bündnis schmieden. Ein buntes Spektrum, nicht nur aus Vereinen und Organisationen, was ist das für ein Filter jetzt? Sondern auch aus Parteien. Wir müssen schauen, dass Politik und Zivilgesellschaft zusammenwachsen in dem Bereich. Und dann werden wir sehen, wie wir gemeinsam weiter vorgehen. Doch Experten sehen das wertvolle... Danke. Das hat mir viel gegeben jetzt. Das Informationsgehalt war sehr hoch. Also ihr wirkt eigentlich auf mich zusammengewachsen genug, sagen wir es mal so. Der Proteste gerade darin, dass sie von der Zivilgesellschaft ausgehen. Es waren eben nicht Parteien, die das Nein, es waren keine Parteien. Es waren dann nur Organisationen wie Fridays for Future, die in einem engen Netzwerk und geistigen Verbund mit diesen Parteien stehen. Es gibt in Deutschland keine organische Zivilgesellschaft, die nicht rechts ist. Also wo denn noch? Das ist doch alles...
von der Kathedrale aufgesaugt. Das ist halt der Vorplatz davon, der da direkt anschließt. Und die personellen Brücken sind doch offensichtlich. Haben wir da nicht gerade auch diese eine Schwarze gesehen da? Ist die nicht sogar Ministerin? Nee, ist nicht Ministerin, aber die ist doch die Vorsitzende der Jugendorganisation der Grünen oder Aminata sowas. Die Schwarze Touré? mit den Nee, die ist tatsächlich Ministerin. Aber wir haben gerade so eine andere Schwarze gesehen mit diesen krausen Haaren. Ich glaube, die ist im Vorstand der Grünen Partei. Also was redest du hier mit, ist nicht von der Partei organisiert. Wir haben gerade, gut. So ein Substitut für irgendeine Form von kritischer Betrachtung. Ne? Es darf nicht zu offensichtlich werden. Organisiert haben, das kam aus der Gesellschaft selbst, das ist die Antwort von Mitbürgern. Und die zählt in einer solchen Situation. Gar nichts kommt aus der Gesellschaft selbst, also wirklich fast nichts. Die Aktionen, die aus einer unorganisierten Gesellschaft kommen, sind praktisch bei null. Alles hat irgendwelche Kristallisationskeime und die sind meistens organisiert. Das ist auch bei Recht so. Also irgendwelche Demonstrationen dann gegen Corona, wir haben da die Freien Sachsen oder sowas, haben da viel angestoßen. Wie gesagt, das sind wieder organisierte Untereinheiten. Fast die ganze Welt wird von organisierten Gruppen bestimmt. Die sind diejenigen, die das Weltgeschehen lenken. Situation tatsächlich mehr, weil sie nicht von oben kommen. Wie geht es weiter? Das ist halt so ironisch, ne? Hier im fucking teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt, der 80% der deutschen Mediengelder kontrolliert, von der Allgemeinheit finanziert wird und exakt dieselben Meinung hat wie die Regierung, exakt dieselben Meinung hat wie diese Demonstranten und diese Demonstranten de facto programmiert hat, darauf da zu sein, ne? Wird dann gesagt, das kommt nicht von oben. Mit den Protesten und bringt es überhaupt was, auf die Straße zu gehen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vor allen Dingen dazu eine stärkere... Sind die 80% der Gelder, über die die verfügen, eine reale Zahl? Ja, also ich weiß, dass es sehr hoch ist, aber sind es 80? Ja, es ist grob 80%, ja. Mobilisierung kommt und eben viele Menschen... Oder um ganz sicher zu sein, ist eine Weile her, da ich die Zahlen mir angeguckt habe, es ist gut über die Hälfte. Gut. Ja, ich weiß, dass es über die Hälfte ist. Das, ja. Schon so ein bisschen aus dem Wachschlaf herausgerissen wurden, diese Bedrohung durch die AfD... ernster nehmen, die Art und Weise. Was wollt ihr denn machen, Amenakoyim, ihr scheiß Hamburger? Wie rechtsextreme Konzepte in den Mainstream sickern, ernster nehmen. Es zeigt... Ja, und dann was machen? Dann wollt ihr was machen? Hä? Eben, dass die Zivilgesellschaft... Wir schreien und wälzen uns so lange auf den Boden, bis alle wieder sagen, dass das falsch ist. Na, wie gesagt... Nach Aufstehen gegen die AfD kommt Weinen gegen die AfD, dann kommt erstmal Halblang machen gegen die AfD, dann kommt alle seine Ansichten ändern gegen die AfD und dann kommt eigentlich schon immer eher rechts gewesen sein gegen die AfD. Deutlich stärker ist. AfD wählen gegen die AfD. Exakt. Hier ist manchmal wahr. Nicht nur das, AfD schon immer gewählt haben gegen die AfD. Nee, sie kommt immer dann ins Spiel, wenn riskante Situationen für die Demokratie auftreten. Und das ist ein gutes Zeichen. Ein Zeichen, dass die Zivilgesellschaft laut wird. Riskante Situation für die AfD, für die Demokratie. Und zwar, dass tatsächlich eine Opposition zum Grundkurs aller anderen Parteien auftritt und ein Viertel der Wähler bekommt. Das ist die riskante Situation für die Demokratie. Dass ein guter Teil der Leute so entfremdet sind vom ewig selben Kurs sowohl aller Medien, aller großen Institutionen und der gesamten Politik bis auf diese eine Partei, dass sie sich versammeln hinter einer Partei. Und dann müssen die Schäfchen organisiert werden, damit sie auf die Straßen gehen. Und dann passiert nichts. Und die Brandmauer plötzlich auf Deutschlands Straßen steht. Die Brandmauer sind doch die gekackten Leute in der CDU, die dann den Affen machen, wenn irgendjemand mal redet mit der AfD. Also das hier ist nicht die Brandmauer, das hier sind irgendwelche Doofboomer, die Grünen wählen und die Heute-Show schauen. Tja. Ja gut, damit wäre ja alles gesagt. Spielt lieber ein ordentliches, rechtes Spiel, da habt ihr mehr von. Was soll man sonst noch sagen zu diesen ganzen... Tja. Gehabe. Das war allerhand. Keine Ahnung, diese Demos... Ja. Ehrlich gesagt, alles an Alarmismus, was ich bisher gehört habe, war eigentlich Alarmismus, der von der Gegenseite untergeschoben wurde auf Twitter oder so. Also wenn man sich da lustig macht über diese Demos, dann kommen die halt von wegen, oh, jetzt geht euch richtig der Arsch auf Grundeis. Ich habe noch keinen Rechten gesehen, der irgendeine Art von Schiss davor entwickelt hat, weil die Frage ist halt, Schiss wovor?
Also der Großteil von diesen Sörens hier, das sind auch nicht die Leute, die hier die nächste Lina-E-Nummer machen. Ich meine, klar, dieses Korrektiv-Ding, das ging in die Richtung, halt das zu provozieren. Ne? Also wenn du uns darstellst als buchstäblich die Reinkarnation der Nazis, klar, dann sind auch gewisse Methoden gegen uns gerechtfertigt. Das war sicherlich auch ein Punkt davon. Ne? Aber diese Demos machen halt nichts. Ne? Es passiert halt nichts. Demos generell. Ne? Also wie gesagt, ich habe das ja schon erklärt, wir haben ja schon unseren eigenen Leuten immer gesagt, man soll sich nicht zu viel Hoffnung auf Demos machen, weil das ein schwaches Mittel der Demokratie ist oder generell der politischen Umsetzung. Ermutigungseffekt. Und, ja, das funktioniert. Wie gesagt, das ist der Punkt. Aber der greift bei mir nicht. Ja, erstmal das und wie gesagt, man muss einfach, wie gesagt, meistens einfach nur durchhalten, kurz warten, dann hat sich das wieder verzogen, weil populistische Energie eben nur kurzweilig aufflammt und dann wieder abebbt. Und gerade wenn sie nicht mit einem konkreten Anliegen verbunden ist, was man dann auch in Gesetzesform einmal gießen könnte, wie bei denen da, wo es ja nicht der Fall ist, bleibt davon nichts übrig. Ja, und nicht mal mit einer stringenten Weltanschauung. Einfach nur mit einem diffusen, was der Liberalismus will, passt schon so, der Fernseher hat recht, Bernd. Ja. Und das war's. Ja, habe ich doch neulich auf Twitter irgendwie gelesen, irgendwie so, da wurde sich darüber beschwert, ich weiß natürlich nicht, ob der Tweet echt ist, aber dass jemand in ein rechtes Weltbild abrutscht und unter anderem war ein Problem, dass er sich nur im Internet informiert und gar nicht mehr Fernsehen guckt. Ich denke mir, vor 10 Jahren habt ihr das Gegenteil gesagt. Dann dachte ich ja, den ganzen Tag nur vor dem Fernseher sitzen und sich die Propaganda reingucken. Jetzt, wo ihr am Drücker seid, ist es andersrum. Tja. Ja, gut. Ja, schöne Aussteiger-Doku. Ich denke, den Großteil davon haben wir auch abgefrühstückt. Ich dachte eigentlich, da kommen ein paar größere Klopper. Ich dachte, Franzi, haut noch mal einen raus von der Marke, keine Ahnung. Ja, der da, keine Ahnung, sein Vorbild, sagt er hinter vorgehaltener Hand in der Partei, dieser große AfDler ist, keine Ahnung, irgendein berühmter Nazi oder so, ne? Die hat sich schon immer ein Vorbild an der Hyäne von Auschwitz genommen. Es war halt wirklich sehr wenig Fleisch dran an den Anschuldigungen. Es war halt nur, wir präsentieren das jetzt mit düsterer Musik und dann können die erzählen, wie man sie aus der AfD rausgeholt hat. Ne? So ein bisschen Selbsttherapie für den Mainstream und ja, Anleitung für Leute, die jemanden in ihrem Umfeld haben, der droht, in die Opposition zu gehen. Ja. Machen wir nochmal The Great Rebellion. Ne? Das kommt bald raus. Oder ist schon draußen. Jetzt, ja. Praktisch jetzt. Ja. Ja, ladet euch runter und guckt einmal, was die Rechten so Böses gemacht haben. Ne? Great-Rebellion.com. Und auf Steam findet ihr es auch. Links sind in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut.